Moin, werte Zuschauer. Ich habe hier wieder einen Gast, mit dem ich gleich ein Gespräch führen würde, und zwar den Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Ihr seht ihn hier. Manchmal heißt du, glaube ich, auch nur Agitator der Marktwirtschaft, vielleicht weil der Platz nicht gereicht hat, oder? Ja, exakt. Gut. Du bist mir aufgefallen, ich habe dich gesehen in zwei Gesprächen mit Proletopia und mit Dara. Das eine davon hast du dich, glaube ich, gut mit dem Gesprächspartner verstanden und mit dem anderen nicht, aber beides zu empfehlen. Und ich mag immer gerne Leute, die ich nicht so ganz einordnen kann, die ich nicht ganz in eine Schublade kriege. Und da sehe ich dich auch. Also ich habe mir deinen Kanal angeguckt und dachte erst, huch, was ist das? Weil sonst hat man ja oft so Leute, wo man denkt, okay, der ist eindeutig in dem Lager und der ist Experte für dies oder von folgender Firma. Und bei dir bin ich nicht ganz schlau geworden. Also, oder zumindest du, erst habe ich Vermutungen gehabt, die sich dann doch nicht bewahrheitet haben. Welche Vermutung hattest du denn? Naja, wenn du so einen Namen hast wie Agitator der Marktwirtschaft, dann klingt das erstmal so ein bisschen nach Neoliberalismus FDP, oder? Wenn die sagen ja sehr, sehr oft so Marktwirtschaft und Stimmt. wenn du da ein Agitator bist, dann könnte es ja sein, du bist vielleicht an der Börse oder irgendwie sowas. Aber wenn man dann Stimmt, Videos was? von dir guckt, dann kommt das ganz anders rüber, ne? Stimmt, das könnte man bei Wohlstand für alle, den Kanal kennst du wahrscheinlich auch Könnte man auch denken. Die haben denken, ja. sich auch das Motto von Ludwig Erhard geklaut. Ist es Aber Absicht, also Provokation, dass du Leute erstmal irgendwie verunsichern willst? nee, eigentlich nicht, denn ich bin ja kein Gegner der Marktwirtschaft. Also ich finde Marktwirtschaft ja grundsätzlich gut, aber ich bin für eine andere Wirtschaftspolitik, wie sie eben zum Beginn der sozialen Marktwirtschaft gemacht wurde und wie sie aktuell nicht mehr gemacht wird. Also, ja. Was wäre so deine ideale Welt, wovon, also du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel auch mit mit so Finanzpolitik und sowas auf deinem Kanal. Was ist dein Ziel oder was ist deine Motivation dahinter? Also eine richtige Utopie habe ich nicht, aber ich würde erstmal wollen, dass ja erstmal eine vernünftige Wirtschafts- und eine vernünftige Außenpolitik gemacht wird. Also dass die verschiedenen Länder, also ich spreche jetzt hier wahrscheinlich eher zum deutschen Publikum, dass die halt friedlich miteinander kooperieren, dass sie den Reichtum so umverteilen, dass er möglichst allen zugutekommt und dass, ja, wie gesagt, dass sie halt friedlich kooperieren und nicht einseitige Handelsbeziehungen aufbauen und keine Kriege führen. Also das, was gerade immer mehr unwohl wird. Gibt es da irgendein so ein Land, was du da als positives Beispiel nennen würdest, woran man sich orientieren muss, oder machen es alle falsch einfach? Alle falsch würde ich nicht sagen. Die Bundesrepublik hat das von 50er bis in die 70er Jahre relativ gut gemacht. Also wir hatten dort stark steigende Löhne, wir hatten dort extrem niedrige Arbeitslosigkeit. Anfang der 70er Jahre gab es 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Das hatten wir seitdem nie wieder. Also da hatten wir wirklich eine Situation kompletter Vollbeschäftigung und wie gesagt stark steigender Löhne. Das hing eben mit der Wirtschaftspolitik, die damals gemacht wurde, zusammen. Also kann man sich ganz viele Beispiele aus der Zeit raussuchen. Das ist sogar relativ unabhängig vom politischen System. Also in der Zeit hatten beispielsweise die Militärdiktatur in Südkorea oder das faschistische Spanien auch ein relativ hohes Wachstum, haben eine relativ vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht, was bestimmt auch durchs Bretton Woods-System unterstützt wurde, was es damals gab. Was ist deine Analyse, warum das nicht mehr geht oder nicht mehr passiert? Ja, der Siegeszug des Neoliberalismus. Zuerst zerbrach Anfang der 70er Jahre das Bretton Woods-System. Ja, Dann was ist wurden das? diese Das verstehen, glaube ich, einige nicht. Mich eingeschlossen. Auf der Konferenz von Bretton Woods wurden Ende des Zweiten Weltkriegs alle Währungen an den Dollar fixiert und der Dollar ans Gold. Ja. Und dadurch gab es halt feste, flexible Wechselkurse, also Wechselkurse, die alle paar Jahre angepasst wurden. Wenn die Inflation in einem Land höher ist, dann muss langfristig der Wechselkurs angepasst werden. Deswegen ergibt es keinen Sinn, dauerhaft festen Wechselkurs zu machen, aber den Wechselkurs zumindest so zu fixieren, dass er nicht irre hin und her schwankt, aber so, dass er sich trotzdem anpassen kann. Das hat man während des Bretton Woods-Systems relativ gut geschafft. Das ist dann leider Anfang der 70er zerbrochen. Zuerst wurde die Goldbindung des Dollars gelöst. Das war noch gar nicht so schlimm. Aber dann sind ja immer mehr Länder aus dem Bretton Woods-System ausgeschert und am Ende ist diese Wechselkursbindung an den Dollar zusammengebrochen. Und dadurch haben wir dann riesiges Chaos in Europa gehabt. Das hat dann schließlich zur Gründung des EQs und dann später des Euros geführt. Und ja, das ist nochmal eine eigene Geschichte, aber insgesamt führen diese flexiblen Wechselkurse dazu, dass
Währungen irre hin und her schwanken, dass kein Unternehmen vernünftig planen kann. Das ist ja ein Grund, warum der Euro und vorher der EQ gegründet wurden. Ich frage mich immer, woher weißt du sowas alles? Hast du das studiert oder aus Büchern gelesen? Und Ja, ich woher habe weißt du angefangen, das? VWL zu studieren. Also ja, ich lese, ich gucke mir Vorträge auf YouTube an. Weil du bist ja auch noch relativ jung, ne? Wenn man sonst so Ökonomen sieht und so, dann ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber so vom Optischen würde ich sagen, du bist noch in den 20ern. Und 21, ja. ja, 21. Und wenn du sonst halt in Talkshows oder so irgendwelche Ökonomen siehst, dann sind das ja immer so ältere Herren, die Jahre Zeit hatten, sich mit irgendwas zu beschäftigen, könnten sich natürlich auch in eine falsche Richtung beschäftigt haben. Aber ja, das ist immer verwunderlich, wenn Leute, die so viel jünger sind als man selber, plötzlich einem die Welt erklären. Da frage ich mich einfach so, wo hast du die Zeit her oder wie bist du so tief in die Tiefe gegangen? Das ist so Spezialinteresse einfach vielleicht. Ja, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir, wie gesagt, viele Vorträge angeguckt, viel gelesen, um ja ein bisschen was zu verstehen. Und jetzt studiere ich das halt und da kriegt man auch, oder findet man auch so immer wieder Sachen wieder. Da kennt man auch dann einige Schwächen, die in diesen ja, Standardtheorien am Anfang noch bestehen. Hast du so Vordenker, die dich so richtig stark beeinflusst haben oder die dich, ja, weiß nicht, irgendwie geprägt haben? Am überzeugendsten fand ich Keynes. Also ziemlich langweilige Antwort. Das ist, also ich habe mir jetzt nicht alle großen Theoretiker der Ökonomie durchgelesen, aber Marx hatte ich gelesen, Keynes habe ich gelesen und Keynes fand ich da bisher am überzeugendsten. Aber Marx fandst du auch, glaube ich, ganz in Ordnung, oder? Ja, diese ganzen Annahmen, die er trifft, ich würde sagen, die treffen vielleicht bei einem Laissez-faire-Staat zu, also beispielsweise Verelendung der Arbeiter oder dass der Kapitalismus zusammenbrechen muss, aber bei einem Staat, der aktiv eingreift, der für steigende Löhne sorgt, da sehen wir ja, dass es zu dieser Verelendung beispielsweise nicht gekommen ist. Also wir sehen ja, dass die Prognosen nicht eintreffen. Ja, gut, also ich fand, wenn man seine Prognosen sieht, manche von denen, würde ich sagen, treffen so ein bisschen ein, manche nicht, manche sind vielleicht ein bisschen übertrieben und sind dann in schwächerer Form eingetreten. Also wenn ich mir zum Beispiel was über Entfremdung oder Sachzwang von ihm ein bisschen gelesen habe, dann denke ich schon, also an manchen Stellen sieht man das schon, oder? Ja, dazu muss ich sagen, Philosophie ist absolut nicht meins. Also, was diese ganze Erkenntnistheorie hinter Marx steckt, ja auch noch so ganz viel Philosophie, also die er von Hegel übernommen hat. Das ist Ja. nicht so das Gebiet, wofür ich mich interessiere. Ich interessiere mich dann eher für die harten ökonomischen Daten. Ich finde beides eigentlich interessant, aber Philosophie hat mich so ein bisschen mehr gecatcht, weil es sonst schon irgendwie ein bisschen trocken wird. Das muss man halt auch können und man irgendwie fragt so. Also siehst du dich als ein Agitator, der eine Möglichkeit hat, da eine Veränderung zu bewirken oder irgendwie einzugreifen? Weiß ich noch nicht. Also vielleicht, wenn ein paar Leute meinen Kanal schauen, vielleicht kommen sie dann auf andere Sachen, lesen sich interessante Bücher durch. Weiß ich nicht, ob, also mit der Reichweite wahrscheinlich eher nicht, aber mal schauen. Aber wenn du ein bisschen größer wirst, dann weiß ich nicht, wenn du es vergleichst mit größeren, zum Beispiel ein Wolfgang M. Schmidt hat ja deutlich mehr Reichweite. Ihr vertretet, glaube ich, ähnliche Ja. Ansichten, oder? Oder würdest du Ja, sagen, er nicht so bezeichnet sich ganz? als Marxist, aber was so seine Schlussfolgerungen sind, das verstehe ich nicht so ganz, weil die meisten Vorschläge, die er macht, Vermögenssteuer, allgemein höhere Besteuerung der Reichen, steigende Löhne, steigende Renten, also das sind ja halt klassische sozialdemokratische Vorschläge. Das ist ja gar nicht das, was man jetzt von Marx unbedingt her ableiten könnte. Ja, du würdest schon eher sagen, du bist Fan von Sozialdemokratie nicht im Sinne von heute. Also du wärst schon ein SPDler, wenn die SPD noch so wäre wie zu Brandt oder so. Ja. Okay, aber jetzt heute mit Scholz und Schröder und so, das ist. Bis Lafontaine war es in Ordnung. Also das Okay. war ziemlich der letzte Sozialdemokrat, der da vernünftige Politik gemacht hat. Aber dann wärst du ja jetzt wahrscheinlich bei den Linken, oder? Also Da ist Lafontaine ist da Lafontaine ja auch auch schon wieder raus, ausgetreten. ne? Ja, gut. Mit Dann Wund, mit Wund. Wagenknecht-Partei, wenn die kommt, wäre das was? Bin ich am Überlegen, ob ich da eintreten würde. Ich weiß es noch nicht. Weil ich denke mal, wenn die ihre Partei gründet, Lafontaine kommt bestimmt auch, oder? Oder ist zu alt vielleicht inzwischen? Ne? Kann sein. Ja, aber jetzt mal eben zu der Frage von eben gerade. Ja. Würdest du sagen, dass du Leute beeinflusst? Ist schon, aber ich habe mich ein bisschen daraus zurückgezogen, so die
zu denken, irgendwie, ich kann eine große Veränderung in der Gesellschaft bewirken. Das war am Anfang noch ein bisschen mehr Idealismus als heute. Jetzt denke ich, natürlich kann ich bei ein paar Leuten, mit denen kann man irgendwie reden, aber ich glaube, dieses Debatte gewinnen und am Ende ist das Publikum auf meiner Seite, das sehe ich überhaupt nicht mehr. Das sehen, glaube ich, auch viele von den amerikanischen Debate Bros so, dass du eine großartige Diskussion führen kannst und trotzdem wird die Gegenseite sich nicht überzeugen lassen, egal wie tolle Argumente du bringst, weil viele Zuschauer, glaube ich, so ein bisschen dogmatisch daran gehen, als hätten die eine Religion und denen kannst du auch die tollsten Beweise dafür bringen, warum ihre Religion eigentlich Quatsch ist und die glauben da dann trotzdem dran. Deswegen, ich weiß nicht, ich kann im Kleinen, glaube ich, Leute ein bisschen beeinflussen in Bereichen, die noch nicht von irgendeinem großen Think Tank besetzt sind oder sowas. Also sobald ich gegen die antreten muss, wird es schwierig. Du hast doch vor ein paar Jahren diese Lösch-Dich-Reihe gemacht und die Ja. war ja relativ erfolgreich. Ja. Meinst du nicht, damit hast du den gesellschaftlichen Diskurs, oder vor allem auf YouTube, weil es damals ja noch nicht so viele YouTuber gab, nicht, ein bisschen in diese Richtung geschubst? Also, dass diese SJWs kritischer gesehen werden? Ein bisschen schon, glaube ich. Also ich habe auch öfter solche Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, wow, ich wusste ja noch gar nicht, dass ne, diese oder jene Gruppe in so eine Richtung geht. Aber wenn man das global sieht, dann glaube, nehme ich mich selber nicht so wichtig, dass ich sagen würde, so, ich habe das angestoßen, sondern ich glaube, das sind eh so zu großen Teilen auch so Wellen, die irgendwie aus den USA übernommen werden und die dann eh gekommen wären, also ob ich das jetzt gemacht hätte oder nicht. Vielleicht ein bisschen beschleunigt oder vielleicht war ich dann der Typ statt wem anders, der an meine Stelle getreten ist. Aber ich bin ja da auch nicht der Einzige gewesen und ich glaube auch, dass, naja, viel sowas auch durch größere Leute kam, wie irgendwie die Space Frogs oder so, die deutlich mehr Reichweite haben. Also gut, die Löschdich-Videos wurden teilweise schon sehr, sehr gut geguckt, aber also die. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, hey, YouTuber XY, lösch dich mal und dann macht er das. Oder dann finden den alle scheiße. Also dann haben schon manchmal ein paar Leute, die irgendwie deabonniert oder gesagt, wow, ich wusste ja noch gar nicht, wie blöd der ist. Aber ich glaube, ich würde mich da überschätzen, wenn ich sagen würde, ich bin hier der Kanalzerstörer oder so, wie sich ja manche Leute auch genannt haben. Ich glaube, du hast Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Also Ja, das hätten das sonst so schon. viele Leute gar nicht mitbekommen. Also. Das schon, ja, ich kann halt den ersten Schritt gehen, dass ich sage, habt ihr mal über folgendes Thema nachgedacht, aber halt auch auf eine Art, dass man da irgendwie es unterhaltsam gestaltet und Leute dann, ne, vielleicht auch mal hin und wieder mal lachen können oder so und das Ganze vielleicht auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern sehen, auch wenn es mal düster aussieht. Aber ich glaube, ich könnte das, man kann das auch nicht mit allen Themen oder so. Man kann natürlich als Medienschaffender Sachen schon auf verschiedene Arten darstellen. Und framen, aber also ich könnte jetzt nicht jedes Thema den Leuten so verkaufen, wie ich das möchte, und dann gucken die das und sagen, ah, okay, so ist es. Also ein paar Leute bestimmt, aber ich glaube, wenn man irgendwie grob fahrlässig gute Leute schlecht darstellt oder so, das sieht man ja bei einigen Reportagen auch gerade, das funktioniert dann auch nicht. Da sind dann auch viele Leute, die sagen, ey, sonst finde ich euch gut, aber ne, das stimmt nicht. Du kannst nur so Leute so ein Ja. bisschen schubsen durch. Ich könnte jetzt nicht sagen, wählt folgende Partei und dann sind meine Zuschauer alle irgendwie so beeinflussbare Horden, die man einfach losschicken kann und dann machen die das, ne? Nee, so einfach ist es nicht. Aber du siehst ja, wenn jemand die Meinungsmacht hat und absolut bestimmen kann, was in den Massenmedien läuft, dann geht es ja schon ziemlich leichter, bestimmte Kampagnen. Also sieht man aktuell im Ukraine-Krieg, ja, für die Lieferung bestimmter Waffensysteme, für die Einführung von Wirtschaftssanktionen. Und dann halt für die Diffamierung von jenen, die dagegen agitieren. Also, dass diese Ads-Kampagne gegen die Friedensbewegung, die dann in letzter Zeit stattfindet, also die hat ja mit der Meinungsmacht von bestimmten Medienschaffenden zu tun. Also mit sowohl von den öffentlich-rechtlichen als auch von den Konzernmedien. Also es ist ja, es gibt ja da niemanden, also niemand Großes, der dagegen halten würde. Und da sind Stimmen, die eine andere Sichtweise zeigen, glaube ich, schon wichtig. Was Also würdest du wenn es diese sagen, ganzen freien Medien. was sind die Massenmedien? ARD, ZDF, RTL, also Fernsehen erstmal. Dann größte Zeitung ist ja die Bild. Dann kommen Süddeutsche, Spiegel, also FAZ, diese ganzen Online-Zeitungen, die jetzt viele lesen. Also Dann die regionalen Tageszeitungen, alle Medien, die die. eine sehr hohe Auflage haben, oder wie kann man das Ja. verallgemeinern? Okay.
Aber Also die meinst du, regionalen YouTuber wären, Tageszeitungen. wären YouTuber auch Massenmedien, wenn sie viel Reichweite haben oder eine Subvention von irgendwem? Ja, definitiv. Okay. Also sie erreichen viele Leute. Ich habe jetzt den Begriff Massenmedien einfach so gebraucht. Ich Ja, habe da jetzt okay. keine feststehende Definition hinter. Damit meine ich einfach Medien, die viele Leute erreichen. Denn was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, die regionalen Tageszeitungen, die sind ja auch nur in der Hand weniger großer Konzerne. Zum Beispiel Ja. der Funke Mediengruppe. Also das ist ja auch keine Vielfalt, das ist ja auch ein Fall. Der Politikteil sieht in ja, allen Zeitungen gleich aus und der Wirtschaftsteil auch. Ja, und dann zitieren halt alle DPA, ne? Also, Ja. dann sagst du, ich gehe nach dem Drei-Quellen-Prinzip vor und alle drei Quellen haben wiederum die gleiche Quelle, dann, naja, ne? Also ich denke mal, wenn du bei DPA oder bei Reuters sitzt, dann kannst du schon sehr, sehr viel Macht haben, ne? Kannst schon sehr viel beeinflussen, wie die anderen das übernehmen. Das stimmt schon. Ja, und das ist ja halt im Kapitalismus normal, dass sich Kapital in wenigen Händen ballt und das ist natürlich auch im Mediensystem so. Und deswegen ist es ja gut, dass es so Plattformen wie YouTube gibt, wo dann viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen, beziehungsweise dass es jetzt freie Medien gibt, die aus ihrer Leserschaft finanziert werden, die da halten, ja, die halt nicht irgendwem gehören, der da eine Agenda vorgibt. Ja, aber auch die können ja trotzdem einen Riegel vorgeschoben bekommen. Also bei Google kann man ja auch lobbyieren, dass sie gegen manche Dinge härter vorgehen. Das hat man ja über die Jahre auch gesehen, dass dann das Wall Street Journal und Co. kamen und behauptet haben, bei YouTube wären irgendwie ISIS-Videos von Coca-Cola monetarisiert oder sowas. Und dann kommen die Firmen und sagen, wow, 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 wenn ihr dann jetzt nichts macht, dann ziehen wir alle unser Geld daraus. Und YouTube sagt dann, ja, okay, wir machen was und hauen da noch manche vielleicht ein bisschen zu dolle drauf. Ich habe zum Beispiel auch in der Corona-Zeit habe ich einen Strike bekommen, weil ich ein Video gemacht habe, wo ich Attila Hildmann und Michael Wendler und Co. kritisch betrachtet und mich über die lustig gemacht habe. Aber der Bot, der erkennt ja nicht, was ein Zitat oder ein Witz war und was ernst gemeint ist. Und wenn du dann Michael Wendler zitierst, wie er sagt, dass im Oktober alle Geimpften tot sind, dann erkennt der Bot halt nur, dass da dieser Text drin ist und sagt, ah, okay, Schwurbler raus. Also da ist auch eine gewisse Macht hinter, ne? Dass diese Firmen wie YouTube oder Twitch halt auch Amazon und Google gehören und dass du da dann auch zu einer Stelle gehen kannst und sagen kannst, ey, hör mal zu, wenn ihr jetzt nichts macht, drehen wir euch den Geldhahn zu. Ja, aber dafür, dass solche Selektionsmechanismen eben nicht stattfinden, wäre in einer Demokratie ja der Staat zuständig. Also der Staat Ja. müsste ja regulieren, dass eben nicht bestimmte Inhalte, weil sie falsche Meinung vertreten, schlechter monetarisiert sind oder dass sie nicht zensiert werden. Also das, was ihr eben erzählt, passiert ja auch relativ leicht. Ja, aber das macht ja der Staat irgendwie nicht, oder? Nee, der erlässt zusätzliche Zensurgesetze oder zusätzliche Gesetze, die die Plattform zwingen, noch mehr zu löschen. Mir wurde jetzt kürzlich ein Video für Deutschland gesperrt. Ist ja gerade die Löschdich-Reihe angesprochen. Es sollte noch ein Video dazu kommen, ist leider noch nicht fertig geschnitten. Die erste Folge über Susi Grime, die wurde jetzt nach gut 6 Jahren oder so, wurde die gesperrt wegen NetzDG. Das gibt es ja seit Anfang 2018. Und das ging die ganzen Jahre anscheinend noch weiter und jetzt plötzlich haben sie gesagt, ah ne, doch NetzDG. Und dann wird es aber auch nur geblockt für Deutschland. Also ich habe sogar Leute gefragt, die ich im Ausland kenne und die können es noch gucken. Das können nur die Deutschen nicht mehr sehen. Ja, ich sag ja, der Staat erlässt zusätzliche Gesetze, die die Plattform noch dazu animieren, noch mehr zu löschen. Ja gut, also ne, nicht löschen, sondern auch irgendwie sperren. Aber Ja, zu vielleicht. sperren. Vielleicht Also. ist es ja keine Meinung, sondern Hetze. Was macht man denn dann? Ja, Hetze ist erstmal auch eine Meinung. Okay. Ja, gut. Also, nur, es gibt halt ja Straftatbestände wie Verleumdung, Beleidigung, Ja. die sind ja illegal und dann kann man es auch so sperren lassen. Also dafür gibt es ja rechtsstaatliche Mechanismen, die Habe man ich auch wählen oft kann. gedacht. Ich habe auch oft gedacht, man könnte ja eigentlich sagen, die Community Guidelines von allen großen Internetplattformen, egal ob Social Media oder ich weiß gar nicht, ob Twitch so direkt als Social Media zu bewerten ist, aber all diese Plattformen einfach sagen, Community Guidelines sind, halt dich an deine regionalen Gesetze und dass man irgendwie vielleicht noch Filter einbaut, die sagen, okay, Nacktheit ist in dem Land erlaubt und in dem Land nicht und dann macht man da irgendwie ein Geoblocking, dass es auf die lokalen Gesetze angepasst ist. Aber, oder dass man halt irgendwie sagt, so hier, man geht hier rein und ist sich dessen bewusst. Aber wir haben ja eigentlich sehr amerikanische Verhältnisse eigentlich in allen Social Media. Weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass man beispielsweise Nacktheit wahnsinnig schlimm findet und das in deutschen Fernsehen vorher ja auch einfach mal gezeigt wurde. Also jetzt keine Pornos, aber
Ne, also irgendwie nach Mitternacht gab es dann vielleicht irgendwie Softpornos oder irgendwelche Filme mit einer Sexszene, aber auch vorher mal irgendwelche Reportagen waren, wo man vielleicht mal nackte Leute an einem FKK-Strand gesehen hat oder sowas. Und das ist ja bei YouTube schwierig denkbar. Da gibt es ja dann diese Ausrede mit educational oder sowas, aber die zählt ja auch oft nicht. Also da wird ja viel rausgenommen. Hingegen bei Gewalt wird relativ viel durchgehen gelassen. Also, oder Beleidigungen sind auch so ein Ding. Es gibt ja diese etlichen Clips, wie amerikanische Prominente in deutschen Sendungen zu Gast sind und sich freuen, wie sie rumfluchen dürfen. Und da kriegst du ja auch bei YouTube relativ schnell dann so ein gelbes Symbol und kriegst da kein Geld mehr für. Aber es gibt verifizierte Kanäle, wo die zum Beispiel Backyard Wrestling zeigen, wo die sich mit irgendwelchen Waffen zerhauen und am Bluten sind und alles. Und das ist irgendwie toleriert. Also es wirkt schon sehr amerikanisch irgendwie. Ja, vor allem bei Nacktheit, da ist das Argument, ja, das machen wir gegen Kinderpornografie. Ja, Das gut, kann aber ich sogar wenn. noch halbwegs nachvollziehen. Aber ich kann ja zum Beispiel meine Streams und meine Videos auf ab 18 schalten. Und wenn ich das Video auf ab 18 schalte und dann zeige ich eine erwachsene, nackte Person, eigentlich sollte da ja nichts dagegen sprechen, aber man darf es nicht. Ich habe keine Ahnung und ich finde ja auch nicht, dass das jetzt so politisch relevant ist. Politisch relevanter ist es, ob bestimmte Meinungen gesperrt oder geshadowbanned werden, vor allem da man gegen Shadowbanning ja fast nichts tun kann. Also gegen Sperrung kann man ja klagen. Shadowbanning, das kann man Ja. YouTube ja gar nicht nachweisen. Ich glaube auch, das passiert bei den Leuten, die sich jetzt wieder reingeklagt haben. Ich weiß nicht, ob du die ein bisschen verfolgt hast. Es gab also Adlersson und Mimi wurden beide bei YouTube gelöscht und sind dann mit dem gleichen Anwalt vor Gericht gegangen, wo gesagt wurde, YouTube ist eine so große Plattform, das kommt quasi dem öffentlichen Raum gleich und die müssen wieder rein dürfen. Ich glaube aber, die Vorschläge für die beiden sind dann doch ein bisschen zurückgegangen. Also YouTube lässt sich das, glaube ich, nicht einfach so gefallen und sagt, naja gut, und ihr kommt jetzt noch regelmäßig auf die Startseite oder sowas, sondern man sagt so, ihr werdet toleriert, ihr dürft irgendwie da sein, aber na, also ihr kriegt jetzt keine besondere Werbung von uns oder sowas. Aber Ja, das ist kann ja man ja gut, nicht dass der nachweisen, ne? Rechtsstaat da funktioniert. Das ist doch auf Twitch ähnlich passiert vor kurzem. Da hat sich doch auch Ich ein glaube auch, Streamer ja. jetzt wieder auf Twitch reingeklagt. Also. Ja. Ja, aber das ist ja auch eigentlich eine große Hürde, dass man das erstmal machen muss. Also das kann ja auch nicht jeder unbedingt. Also wenn du relativ arm bist, dann einfach und vielleicht irgendwie zeitlich eingespannt, dann kannst du ja nicht einfach nebenbei mal eben so einen Gerichtsprozess führen. Da musst du ja auch Anwälte bezahlen und regelmäßig zu Terminen hingehen und sowas. Ich finde, man hat das jetzt ganz gut gesehen. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, diese Abmahnwelle, die es aktuell gibt zwischen diversen Streamern, die da hin und her geht. Diversen Streamern, Skurrus, oder? Ja, der und seine Gegner, die sich dann auch noch untereinander abmahnen. Also ich glaube, Shoyoka hat auch KuchenTV abgemahnt und die mahnen sich alle gegenseitig ab gerade. Da sieht man so ein bisschen eine gewisse Lücke in unserem Rechtssystem, finde ich. Warum Dass, Lücke? naja, oder zumindest irgendwie eine Fehlkonstruktion, dass du dir das ja auch erstmal leisten können musst. Also ich kann ja nicht einfach nach Belieben alle Streamer abmahnen. Skuros hat ja auch gesagt, dass sein Anwalt ein paar hundert Euro pro Stunde kostet. Und ich glaube, Dara, der jetzt gegen ihn vorgeht, der muss auch sehr viel Geld dafür bezahlen, dass der sich dagegen wehren kann. Und das kann halt nicht jeder. Wenn du relativ wenig Geld hast und so eine Abmahnung kommt, dann fühlst du dich doch schon so ein bisschen genötigt, das einfach zu unterschreiben und dich unterkriegen zu lassen. Kannst dich natürlich wehren, aber also wenn du ein Multimillionär bist, der durch Deals mit Casino-Seiten und Co. eine Menge Geld angehäuft hat, der kann halt einfach an jeden, der ihm nicht passt, so eine Abmahnung schicken lassen, weil er sagt, für mich sind ein paar hundert Euro nicht viel. Hier, nimm und los Also, geht's, ne? bin in Jura jetzt nicht so tief drin, aber normalerweise, wenn jemand etwas Wahrheitswidriges über dich behauptet, kannst du ihn ja wegen übler Nachrede oder wegen Verleumdung anzeigen. Ja. Problem ist, dass die Polizei, die Staatsanwaltschaft dann häufig nicht weiterermittelt. Und deswegen ist halt dieser Privatklageweg über die Abmahnung, der dann für ein Privatgeld kostet, da lagert der Staat quasi Rechtsprechung aus. Ja. Also, so habe ich das verstanden. Korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege. Wie gesagt, mit Jura kenne ich mich nicht so gut aus. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur gemerkt, dass jetzt hier die reichen Streamer relativ schnell damit sind, Abmahnungen zu schicken. Und also wenn die dann sowas erzählen wie, dass irgendwie, wie viel Euro waren es? Ich glaube, 450 Euro die Stunde an einen Anwalt gehen. Und dass man die auch nicht wiederkriegt, sondern am Ende irgendwie gesagt wird, du bekommst irgendwie eine gewisse Pauschale als Entschädigung und manche Kosten werden vom Verlierer getragen,
Aber der Gewinner kann auch ko trotzdem Kosten haben, die nicht wieder reinkommen, ne? Ja, du hast bei Anwälten so eine Gebührenordnung und die wird dem Gewinner wieder erstattet. Also alle Leistungen, die nach der Gebührenordnung stattgefunden haben. Alles, was darüber hinausgeht, also die Bezahlung des Anwalts, die höher ist, die muss der Gewinner dann selbst bezahlen, wenn er sich teurere Anwälte nimmt. Wenn er sich Standardanwälte nimmt, muss er nichts dazu bezahlen. Gut, aber wenn du halt höhere Erfolgschance hast, dadurch, dass du dir einen teureren Anwalt holst, dann ist das ja schon so ein bisschen so eine Art Pay-to-Win-Mechanik, oder? Das ist halt unser Rechtssystem. Also, das Ja, ich habe auch schon ja. von Jurastudenten gehört, dass Recht haben und Recht bekommen nicht unbedingt das gleiche sein muss. Es hat mich nur gerade gewundert, ich habe das früher nie mitbekommen. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre auf YouTube und ich habe es schon mal mitbekommen, dass ich YouTuber überhaupt nicht leiden konnten und dann meistens irgendwelche Videos gegeneinander machen und übereinander abkotzen auf verschiedenen Plattformen und sich vielleicht sogar mal melden oder sowas, aber dass sie sich so in der Form jetzt alle gegenseitig abmahnen, das ist schon eine neue Sache von diesem Jahr, oder? Also vielleicht gab es das vereinzelt mal, ist mir zumindest nicht in Dass der alle Frequenz gegenseitig, also vorgekommen. was ich mitbekommen habe, ist, dass diese Woke Bubble total auf Skrullos losgegangen ist und halt Lügen über ihn verbreitet hat. Und da hast du halt, also wenn einer so eine Lüge verbreitet, dann machen das halt seine 10 Freunde, die ähnlichen Content machen, auch. Das heißt, Skrullos hat dann ganz viele Leute auf einmal gehabt, die er abmahnen konnte und wollte. Also, weil alle halt diese gleichen Geschichten verbreitet haben. Über angebliche sexuelle Belästigung, die sich nicht belegen lässt. Also. Ich glaube, damit hängt das zusammen, dass diese Woke Bubble sehr schnell damit ist, irgendwelche, ja, halt Lügen über andere Leute zu verbreiten und das auch ein Stück weit zu deren politischer Strategie gehört. Du würdest auch trotzdem sagen, du bist auch ein Linker, nehme ich mal an, oder? Ja. Ja, ich ja auch. Und wir sind beide nicht unbedingt woke. Meinst du, man kann das nochmal irgendwie in den Griff kriegen, den Leuten klarzumachen, dass wir eigentlich doch ähnliche Ziele haben sollten und uns nicht so zersplittern sollten und irgendwie uns, also Gleichgesinnte anzugreifen wegen irgendwelchen banalen Sachen oder. Gut, für diese ist wahrscheinlich teilweise nicht banal, aber ich denke mal, wir haben da eine ähnliche Analyse der aktuellen Situation, oder? Ich glaube nicht, dass die uns für Gleichgesinnte halten. Ja, ich glaube auch nicht, aber an sich, also wenn man sich als Ziel setzt, man möchte marginalisierten Personen helfen, man möchte irgendwie die Unterschicht ein bisschen stärken und die oberen, die herrschende Klasse, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, dass man die ein bisschen reguliert und ne, die nicht alles durchgehen lässt, dann müssten die ja eigentlich, also nach der die ursprüngliche Definition von Woke war ja aufmerksam gegenüber Diskriminierung. Das ist ja an sich nichts Verkehrtes, aber es nimmt halt irgendwie Züge an, die ein bisschen seltsam sind, oder? Ja, ich, das ist, ja, wie beschreibe ich das am besten? Diese Wokies, die haben so ein, also nicht alle, aber die meisten haben so ein, ja, Verständnis von Politik, was man eher eigentlich aus der neuen Rechten kennt. So eine klare Freund-Feind-Scheidung. Entweder du bist auf unserer Seite, dann bist du moralisch gut und erhaben, also so eine identitäre Politiktrennung, die Guten gegen die Bösen. Und wenn du nicht auf unserer Seite bist, ja, dann musst du halt vernichtet werden. Und da sind andere Linke für sie viel eher Konkurrenz, als es die Rechten sind. Also warum beschäftigen sich diese ganzen Wokies meistens damit, irgendwelche Linken zu diskreditieren? Ja, ganz einfach, weil die Linken für sie Konkurrenz sind. Sie wissen, dass sie bei den Rechten sowieso keine Anhängerschaft ab, dass da keine Anhängerschaft abzuholen gibt. Also lohnt es sich nicht, groß gegen die zu kämpfen. Aber andere Linke, die sind halt eine harte Konkurrenz. Und die Wokies, die stehen eben auf Seiten der aktuell herrschenden Kräfte. Also die haben sich auch mit dem Neoliberalismus meiner Meinung nach komplett verbündet. Also guck dir den Stream von Dekadent an. Da macht er sich darüber lustig, dass angeblich Wandel mit Handel in Russland so gut funktioniert hätte. Also womit er vollkommen die Folgen der Schocktherapie, die da stattgefunden hat, verharmlost. Und dann, dass das mit China so gut funktioniert hätte, macht er sich auch noch drüber lustig. Und bei China muss man sagen, ja. Also China ist die friedlichste Weltmacht, die wir bisher in den letzten 500 Jahren hatten. Also da hat Wandel durch Handel offenbar sehr gut funktioniert. In China über 1 Milliarde Menschen, die jetzt wahrscheinlich in Armut leben müssten, wachsen zumindest in einem viel größeren Wohlstand auf, als die Menschen in China vor 40 Jahren hatten. Also das ist doch eine Ja, außer wunderbare die Entwicklung. Uiguren Also und die Tibeter und die ganzen. Ne? na, auch in Xinjiang wächst die Wirtschaft stark und auch in Tibet. Also Ja, gut, das aber ist jetzt ein anderes Thema.
Da muss man werden sich ja genauer mit dennoch beschäftigen. Leute eingesperrt oder von der Polizei drangsaliert. Ja. Also Demokratie ist das ja jetzt auch nicht wirklich, oder? Nee, aber wäre es besser, wenn wir keinen Handel mit China treiben würden? Du Also wäre es meinst. besser, wenn da jetzt noch so ein Mao-Kommunist an der Macht wäre? Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich denke mal, man geht einfach davon aus, dass man sagt, wir mögen diese anderen Leute nicht und wir müssen jetzt irgendwas tun. Wir müssen jetzt irgendeine Art Sanktion gegen die machen. Und ob die Sanktion dann funktioniert oder nicht, das sieht man ja dann leider erst hinterher. Kann natürlich Experten fragen, die können eine Prognose geben, aber würdest du sagen, man soll mit allen weiter Handel treiben? Ja, definitiv. Auch mit Russland Also, gerade und mit ja, Saudi-Arabien und mit natürlich, Katar und natürlich. Co., mit allen einfach. Also mit Saudi-Arabien und Katar treiben wir gut Handel. Die Ja, gehören ja gut. eher zum westlichen Machtblock. Aber da kann man Also ja fragen, Katar hat. ob das okay ist, ob man das unterbinden sollte. Wir können doch nicht den Welthandel unterbinden. Also das wäre eine wirtschaftliche Katastrophe. Das letzte Mal, als man das versucht hat, war in der, ja, während des Zweiten Weltkriegs und davor in der großen Depression. Also in der großen Depression 1929 bis 1933, dann zusätzlich zu dieser Austeritätspolitik, alle großen Industrieländer auch noch Zölle eingerichtet, was vor allem die Wirtschaft in besonders exportorientierten Ländern wie Deutschland stark geschädigt hat. Also es hat ja auch den Aufstieg des Faschismus dann begünstigt. Also solche Handelskriege, solche Wirtschaftskriege, die schaffen nur zusätzliche Armut und damit politische Instabilität und bringen noch autoritärere und noch gefährlichere Regierungen an die Macht. Also das ist absolut keine gute Idee. Also ich verstehe halt den Ansatz, dass man sagt, man möchte irgendwie Diktatoren wegbekommen, ohne jetzt direkt auf sie zu schießen. Und dass das irgendwie so ein Instrument ist, wo man sagt, wir schließen die vom Ich habe nur Welthandel kurz aus und dann müssen darf ich die mal ja kurz einhaken? einlenken. Aber ja? Wer möchte denn Diktatoren wegbekommen? Also. Naja, ich versuche mich gerade reinzuversetzen in die Leute, die das alles befürworten. Die sagen ja zum Beispiel, Putin ist schlecht und um Putin wegzukriegen, erpressen wir den quasi, indem wir dem sagen, solange du nicht aufhörst, kommst du komplett raus aus dem europäischen und amerikanischen Handel und wir machen alle nichts mehr mit dir. Und wir lassen dich erst wieder rein, wenn du dich wieder an gewisse Regeln hältst. Die regelbasierte Ordnung also. Was ist diese regelbasierte Ordnung? Naja, man sagt ihm halt, du führst gerade einen Krieg und solange du nicht aufhörst damit, kriegst du hier keine Waren mehr von uns und wir kaufen bei dir auch nicht. Ja. Es darf nur einer Angriffskriege führen, nämlich die USA, beziehungsweise ihre Verbündeten, wenn es in ihrem Interesse ist. Das ist die regelbasierte Ordnung. Die USA haben aktuell Monopol auf Angriffskriege. Dieses Monopol wollen sie verteidigen. Darum geht es. Es geht nicht um Demokratie oder Werte. Also es geht schon darum, dass dieser Angriffskrieg von Russland quasi ein Angriff auf die Interessen des Westens ist, aber nicht, weil der Westen so friedliebend wäre, sondern weil der Westen halt sein Monopol behalten will. Habe ich teilweise auch schon, also man wird da leider leicht in so eine Ecke gestellt. Also ich finde Putin auch nicht gut, aber ich war auch nie Fan von George Bush und Irakkrieg und sowas. Das fand ich schon auch eigentlich vergleichbar daneben. Ich habe es jetzt auch teilweise schon gesehen, dass auf Instagram habe ich, glaube ich, gesehen, hat die Linke mal was gepostet kürzlich, wo sie gesagt haben, Irakkrieg war vor genau 20 Jahren. Und da wurde auch direkt unterstellt, von wegen, ihr wollt jetzt wohl Putin verharmlosen und der macht auch gerade Angriffskrieg und sowas. Und obwohl der nicht einmal erwähnt wurde, es wurde nur gesagt, George Bush hat vor 20 Jahren Krieg gemacht, war nicht in Ordnung. Und da wird direkt gesagt, ja, vor 20 Jahren, aber jetzt. Das ist die Frage, als George Bush mal in irgendein anderes westliches Land gereist ist, wurde er da verhaftet und dem Internationalen Strafgerichtshof zugeführt? Ja, natürlich nicht. Oder wurden Aber Sanktionen gegen ihn verhängt? vielleicht sind die USA ja jetzt unsere Beschützer, die uns dagegen verteidigen, dass jetzt der Russe und der IS und wer alles und die, ne, wer alles noch auf uns draufgehen will, vielleicht Südamerika oder so, und die beschützen uns davor. Der Nicht? IS, das ist ein gutes Stichwort. Der IS konnte im Irak ja aus Al-Qaida im Irak nur entstehen, weil die USA dort vorher einmarschiert sind und die vorherige irakische Regierung beseitigt haben. Und kurz nachdem sie dort einmarschiert waren, war das Erste, was sie getan haben, die irakische Ölindustrie zu verscherbeln und die restlichen bestehenden, funktionierenden staatlichen Strukturen im Irak, die durch Wirtschaftssanktionen, also auch im Irak gab es vorher einen brutalen Wirtschaftskrieg gegen dieses Land, das hat Das fast eine hat Million auch Tote dazu, gefordert. ja, ich habe ein Video von Boy Boy dazu gesehen, zu Sanktionen. Kennst du den Kanal?
Nee, nee. Ist von Australien, englischsprachig, kann ich sehr empfehlen. Die haben ein Video drüber gemacht über Sanktionen, weil ja immer gesagt wird, da hieß es, glaube ich, Smart Sanctions, wo man dafür sorgen möchte, dass mit diesen neuen intelligenten Sanktionen direkt der Machthaber angegriffen wird. Glaube ich allerdings nicht so ganz. Ich glaube, das geht nicht. Wenn du irgendwie in einem Land sagst, wir sorgen jetzt dafür, dass die wirtschaftlich kaputt gehen, dann sind die armen Leute, die daran sterben. Und die Leute, die irgendwo auf einer Yacht rumliegen, die haben natürlich vielleicht auch eine bisschen schlechtere Zeit als vorher, aber die werden schon irgendwie rauskommen, ne? Also man kann, glaube ich, nicht jetzt eine Sanktion gegen Russland machen, die dafür sorgt, dass Putin seine Rolex abgeben muss oder so, sondern eher dafür, dass da irgendwelche Bauern sterben. Ja, also erstmal geht es nicht und zweitens ist es auch gar nicht gewollt. Also man will ja den russischen Staat als Ganzes treffen. Man will diese Weltordnung verteidigen und dafür ist es halt gewollt, Russlands Industrie zu zerstören, Russlands globale wirtschaftliche Machtstellung zu zerstören. Ich kann da in diesem Kontext so einen interessanten Vortrag von Freya Kuiskin, also bei dem Kanal 99 zu 1, Lektion aus dem kapitalistischen Wirtschaftskrieg heißt das, glaube ich. Da wird das nochmal genau aufgezählt. Da werden noch zahlreiche Zitate von Ursula von der Leyen, von Annalena Baerbock. Also diese Sanktionen werden Russland ruinieren. Von der Leyen hat, glaube ich, gesagt, dass diese Sanktionen dazu gedacht sind, Russlands Industriekapazitäten abzutragen. Also die werden dann nochmal einzeln aufgeführt, um zu zeigen, dass es hier eben nicht um irgendwelche Werte geht, sondern um die Verteidigung eben dieser Weltordnung. Aber jetzt nochmal zurück zum Irak und zu Syrien. Da waren wir gerade. Im Irak haben die USA, nachdem sie da ein Marionettenregime eingerichtet hatten, und danach, nachdem sie da schon alle staatlichen Strukturen zerschlagen hatten, schließlich demokratische Wahlen zugelassen haben und das Land besetzt haben, also mittlerweile fordert das irakische Parlament offen, dass die US-Truppen abziehen sollen, machen sie einfach nicht, die bleiben da. In Syrien, da haben ja westliche Staaten und die westlichen Verbündeten in der Region, die Türkei, Saudi-Arabien in erster Linie, islamistische Terrorgruppen unterstützt, um die ja international anerkannte syrische Regierung zu stürzen. Und gleichzeitig haben sie einen wirklich brutalen Wirtschaftskrieg gegen Syrien begonnen, der dafür sorgt, dass nicht mal Medikamente das Land erreichen. Also das Ich sind habe da wirklich was Sanktionen, die sich. Ähnliches gesehen zu Russland. Ich weiß nicht, ob du Katapult-Magazin kennst. Da Kenn ich. wurde öffentlich quasi so eine Art, ja, wie nennt man es, so Schandpfahl oder sowas, könnte man es vielleicht vergleichen, errichtet für Firmen, die sich noch nicht aus Russland zurückgezogen haben. Da gab es irgendwie eine Liste von irgendeiner amerikanischen Uni, glaube ich, die gesagt hat, welche Firmen welche Konsequenzen gezogen haben. Sowas wie gar kein Handel mehr oder teilweise. Und dann stand da so, folgende Firmen machen immer noch Geschäfte mit Russland. Und da waren Sachen dabei wie irgendwelche Medizinfirmen oder Siemens oder so. Und wenn man dann mal guckt, was die da machen, Siemens wartet da Atomkraftwerke. Und also irgendwelche Medizinfirmen, die betreiben da Dialysezentren oder sowas. Und das kann ja nicht irgendwie im Sinne von irgendwem sein, dass man sagt, die sollen das jetzt lassen. Also auch wenn man Putin nicht mag, kann man ja nicht sagen, ein chronisch kranker Russe, der kriegt jetzt keine Dialyse mehr, weil der hat ja vielleicht gar nichts gemacht. Und wenn man irgendwie sagt, die sollen die Atomkraftwerke nicht mehr warten, ich glaube, wir haben kein Interesse daran, dass in der Nähe von Moskau jetzt ein Atomkraftwerk explodiert. Das könnte hier auch ankommen, ne? Also das sollte ja im Interesse aller sein, dass überhaupt kein Atomkraftwerk irgendwo hochgeht. Gut. Ja, vor allem dieser SWIFT-Ausschluss, der richtete sich ja schon nicht nur gegen Militärgüter, nicht nur gegen die Führung, sondern pauschal gegen mehrere große russische Banken. Und der sollte den Handel mit Russland wesentlich erschweren. Der sollte dafür sorgen, dass Russland auch mit anderen Teilen der Welt nicht mehr richtig Handel treiben kann, um eben ja der russischen Wirtschaft zu schaden und nicht Mit dem Iran macht irgendwie man den es doch aber Machtapparat ähnlich, nur. dass man einfach sagt, man schließt die aus dem Dollar aus und dann kriegen die ein Problem und man sagt so, ihr dürft wieder rein, wenn ihr macht, was wir wollen. Ja, beim Iran ist es besonders lustig, da Barack Obama mit denen ja einen sehr guten Kompromiss verhandelt hatte. Und Trump, der dann in der Außenpolitik zumindest in Bezug auf einige Länder auch nochmal eine Stufe aggressiver geschaltet hat, das dann einfach aufgekündigt hat. Also da haben die USA eine große Chance vergeben. Also man sieht ja jetzt, dass die Strategie der USA im Nahen Osten allein auf Saudi-Arabien zu setzen und dass die den quasi als ihren regionalen Verbündeten aufzubauen und mit dem Iran total verfeindet zu sein, dass diese Strategie jetzt gescheitert ist, da Saudi-Arabien und der Iran sich zum Glück wieder annähern. Das könnte auch die Beendigung von Kriegen wie in Syrien und wie im Jemen erleichtern. Also Was würdest du diese denn Sanktionen. vorschlagen, wie man das stattdessen beenden kann? Wir haben ja sicher alle ein Interesse, dass es auf der Welt weniger Kriege gibt. Also es wird wahrscheinlich nie eine Zeit geben, wo es gar keinen gibt, aber
Ne, die Kriege, von denen man jetzt hier gerade viel mitbekommt, sowas wie Ukraine, Syrien und so weiter, da haben ja wahrscheinlich alle in Deutschland irgendwie, also außer vielleicht Rüstungskonzerne, aber alle anderen haben, glaube ich, ein Interesse daran, dass das jetzt mal aufhört, oder? Also friedliche Aushandlung, also diese Interessen, die dort da ausgekämpft werden, die kann man auch am Verhandlungstisch zusammenbringen und dann einen Kompromiss finden. Und da müssen halt alle Seiten Interesse an einem Kompromiss haben. Und unsere westlichen Regierungen, um mal jetzt beim Beispiel Syrien zu bleiben, die haben da absolut kein Interesse, dass dieser Krieg endet oder dass da irgendwie wieder halbwegs vernünftige wirtschaftliche Verhältnisse einkehren. Also die Türkei, NATO-Partner, die hält Teile Nordsyriens, beziehungsweise Teile der kurdischen Autonomiegebiete. Das ist ja, die Kurden haben sich da ja auch so halb unabhängig gemacht, also sind nicht international anerkannt, aber verwalten sich de facto selbst. Die Türkei hält da ja Gebiete völkerrechtswidrig besetzt. Also das trägt jetzt nicht zu einer friedlichen Kompromisslösung bei. Dann hält sie noch schützend ihre Hand über islamistische Terrorgruppen im Südwesten, Südwesten, sage ich schon, Nordwesten von Syrien. Und gleichzeitig dieser Wirtschaftskrieg, den der Westen 2011 mit seinen Sanktionen begonnen hat, den setzt er bis heute fort. Bis heute blockieren die Länder der Europäischen Union durch ihre Wirtschaftssanktionen den Wiederaufbau in Syrien. Und das ist komplette Absicht. Bis heute klauen die USA Öl von syrischen Raffinerien. Also die USA hatten sich ja auf die Seite der syrischen Kurden gestellt, also Rojava, diese kurdische Selbstverwaltungszone. Dann hat Donald Trump da einen Teilabzug verkündet. Und es gab ein paar Stellen, wo die USA sich nicht zurückgezogen hat. Und das sind die Ölquellen. Die Ölquellen werden von den USA noch besetzt gehalten, damit die USA dieses Öl quasi klauen können, damit es nicht, damit die Einnahmen nicht der syrischen Regierung zufließen. Und es geht jetzt natürlich nicht um diese paar popeligen Ölbestände. Die sind für so einen wirtschaftlichen Riesen wie die USA relativ irrelevant. Es geht darum, dieses kleine Land Syrien, was halt anti-westlich ist, das ausbluten zu lassen. Es geht darum, Syrien, wenn man dort schon keinen Regime-Change hinkriegt, es geht darum, dort ein schwaches, ausgeblutetes Land zu haben, was zu keiner großen Bedrohung wird. Es geht eben darum, diese Weltordnung zu verteidigen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ich weiß nicht, ob ich dir inhaltlich jetzt so groß widersprechen kann. Ich frage mich nur öfter, nicht nur bei dir, du scheinst ja relativ sicher zu sein, dass du weißt, warum man da was macht oder warum man, warum welche Macht da wie agiert. Ich frage mich immer, geht das überhaupt? Also können wir überhaupt die Welt komplett verstehen, wenn unsere Gegner Geheimdienste, Thinktanks und so weiter sind, die sehr viel Macht in Medien, Informationsquellen und so weiter haben. Also könnte die CIA zum Beispiel oder der KGB uns nicht vielleicht auf eine falsche Fährte locken? Also der KGB schon mal nicht mehr. Okay, warum? Weil es den nicht mehr gibt. Nee, aber natürlich können die uns auf eine Gibt's den falsche nicht Fährte mehr? locken. Wie Aber das, heißt denn was ich das jetzt gerade. gerade? Haben die keinen Geheimdienst mehr? FSB, FSB. Okay, ja gut, aber es ist quasi das Gleiche, oder? Ja, beziehungsweise ja, KGB, Sowjetunion behalten ganz anderer Staatsaufbau als jetzt in Russland. Also Russland, das ist ja formal juristisch, sage ich jetzt deutlich dazu, das ist jetzt keine Beschönigung oder so, formal juristisch ist es eine Präsidialdemokratie nach westlichem Vorbild. Ist de facto eine Diktatur, aber wenn man sich die Institutionen anschaut, so wie sie dort bestehen, dann ist das halt ein Staat, der nach westlichem Vorbild und nicht nach sowjetischem Vorbild aufgebaut ist. Naja, aber dass die uns auf eine falsche Fährte locken, ja, ich habe ja gerade nur die offensichtlichen Dinge gesagt. Ich habe ja gerade nicht irgendwie hier Partikularinteressen, da kann man immer streiten, wie wichtig die sind. Ich habe mir nur die offizielle Politik der Staaten angeschaut und habe jetzt eine Prämisse gesetzt, sie handeln entsprechend ihrer Interessen. Sie handeln nicht entsprechend irgendwelcher moralischen Vorgaben, also die auch relativ inkonsistent sind, es ja irgendwie sich darauf kein konsistentes Konzept dessen, wie sie handeln sollten, ergäbe. Sondern ich bin einfach nur davon ausgegangen, dass sie entsprechend ihre Interessen handeln. Da braucht keiner eine falsche Fährte legen. Das hat auch nichts mit Verschwörung zu tun. Das wurde mir auch jüngst vorgeworfen. Also das Ich finde ich kann ja am nicht mehr denken, weil albernsten. ich höre dir ja zu die ganze Zeit Also. und ich weiß ja, wenn ich mich so in Kritiker reindenke, ich kenne da ein paar Leute, die, also du hast ja auch mit einem schon geredet, die würden, glaube ich, sehr schnell sagen, der ist ein Spinner und der ist ein Schwurbler und Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und ich glaube, das letzte Mal wurde auch gesagt, ja, den habe ich platt gemacht, also der ist ja auch eh Proletopia-Fan und der hat eine Macke oder sowas, ne? Und dann ist quasi Case closed und man weiß ja, ist eh ein Spinner, der hat keine Ahnung. Also.
Ich weiß nicht, ob die intellektuell überfordert sind, wenn man so einfache Tatsachen anspricht. Wie gesagt, ich kann da, guckt euch Michael Lüders an, die Welt sortiert sich neu, hat ein Video auf seinem Kanal veröffentlicht, da sagt er relativ ähnliche Sachen wie ich. Guckt euch das Video von Frère Kuiskin bei 99 zu 1 an, da muss ich dazu sagen, das ist ein Marxist. Wenn man von den Marxisten politische Vorschläge hören will, dann hört man da immer relativ absurdes Zeug. Aber wenn man vernünftige Analyse über machtpolitische Interessen will, dann ist man da häufig gut aufgehoben. Also deswegen höre ich mir auch häufiger gerne marxistische Quellen an, also wie 99 zu 1, eben weil die halt eine alternative Sichtweise bieten zu dem, was man überall in den Medien lesen kann, Das ist das, wo weil die sich Erwin von kürzlich zu diesen. Gast war, oder? Wo Ja, der ja, hat, glaube ja. ich, eine Diskussion geführt gegen jemanden, der ihn nicht mag oder so. Ich habe es mir nicht Ja. ganz angeguckt. Ich habe nur den Anfang geguckt und dann hatte ich was zu tun. Ich war da kurz im Stream dabei, aber dann habe ich irgendwie, musste ich andere Sachen machen. Ja. Das sind Marxisten und Erwin wollte denen halt nahebringen, wie man vernünftige politische Vorschläge, wie man in der Realität etwas ändern kann. Das Ding ist, die wissen, dass sie mit ihrem Ideal so weit von der Realität entfernt sind, dass sie das zurückziehen haben. Die wissen, dass es keine kommunistische Partei gibt, also die wissen, dass sowas wahrscheinlich eh verboten werden würde, sobald es ein bisschen größer wäre. Ist in Deutschland ja schon mal passiert, 1956. Also, dass sowas in unserer tollen Demokratie gar nicht gewünscht ist, dass es da eine antikapitalistische Opposition gibt. Naja, aber deswegen reagieren die relativ überheblich, wenn mit irgendwelchen realpolitischen Vorschlägen kommt. Und ich bin, also deswegen lehne ich die auch komplett ab, wenn es um realpolitische Vorschläge geht. Aber wie gesagt, in der theoretischen Analyse, wenn es um die Analyse von Machtstrukturen und Interessen geht, dann sind die relativ gut zu gebrauchen. Also dann bekommen wir da eine andere. Ja, man muss ja auch nicht bei allem 100% mitgehen. Das finde ich auch sehr schade, dass sehr, sehr viele Leute sich jetzt in so Bubbles verziehen, wo sie sagen, jeder in meiner Bubble, der will genau das Gleiche, weil ich höre mir auch manchmal Quellen an oder rede mit Leuten, die sehen Sachen überhaupt nicht so wie ich. Also es sollte ja relativ deutlich sein, dass ich zum Beispiel jetzt gerade mit dir rede oder vor einer Weile auch mit Proletopia und ich rede aber auch mit einem Tobias Huch und ich glaube, ihr werdet bei ganz wenig Sachen auf einen Nenner kommen. Oder, weiß nicht, kennst du den? Ich habe mir noch zu wenig von dem angesehen. Das war doch auch so Der ist ein. Ich sage jetzt nichts. FDP-Kandidat. Ich weiß, ich sage jetzt nichts Böses. Ja, aber Komm mit dem Mann ich nicht. glaube einfach mal nur, also ihr beide, ihr hättet wahrscheinlich so eure Also, was ich Differenzen von noch. ihm Wenn ihr gesehen habe, miteinander war redet, jetzt ich würde es mir gerne nicht so angucken, vernünftig. aber. Also ich würde es mir gerne angucken, wenn ihr miteinander redet, aber ja, ich glaube, ihr wärt selten einer Meinung. Aber ich finde das gut. Also Nicht einer Meinung, nicht einer Meinung. Wie gesagt, ich sag jetzt nichts. Dafür habe ich bisher zu wenig von ihm gesehen. Ja. Ja, aber ich gucke auch manchmal Lanz oder so, auch wenn ich den persönlich sehr unsympathisch finde. Oder ich gucke auch einen Thilo Jung und ich finde das eigentlich ganz gut, dass man nicht allen Leuten 100% zustimmen muss, um anzugucken, was sie zu sagen haben. Man kann sich danach ja dann immer noch eine Meinung bilden, ob man die gut findet oder nicht. Ja, wobei mich bei Lanz und Thilo Jung die Methoden stören und nicht unbedingt die Ansichten. Also, dass jemand eine andere Ansicht hat, ist ja okay, aber Lanz, das ist ja eindeutig Propaganda, anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Also, da werden politische Gegner wirklich übelst diffamiert, dann werden da drei irgendwelche Experten hingesetzt, Ja. also Experten, Ja, um jede dann Folge Robin auf einen Alexander, ne? draufzuhauen und Ja. der Moderator, der Lanz, der macht dann nur noch munter mit. Noch Ja. schlimmer ist es ja bei solchen Sendungen wie Hart, aber fair, wo dann so ein junger Moderator ist, der nochmal extra stark hetzen muss, um sich zu beweisen. Also da hat man ja wirklich eine Sendung nur so aufgebaut, indem man bestimmt emotionalisierende Zitate, also Gräuelpropaganda raussucht, nur um Sarah Wagenknecht zu diffamieren. Also hast Also du ich diese weiß Sendung nicht, gesehen? die war ja schon Na, öfter also da. Ich habe hast du mich. die gesehen, Ich habe wo war Sa Wagenknecht so diffamiert wurde? ja, also da gab es ja mehrere, aber die eine Lanz-Folge mit Wagenknecht ist schon relativ lange her. Da war sie, glaube ich, auch noch gar nicht so unbeliebt bei einigen Leuten. Hatte sie auch noch eine höhere Position bei den Linken. Also das ist schon echt viele, viele Jahre her. Zu der Zeit habe ich kaum Fernsehen geguckt und ich habe das dann irgendwie im Internet geschaut. Also ich gucke jetzt auch nicht wirklich im Fernsehen, aber da war eine Zeit, da hatte ich gar keinen, glaube ich. Und dann habe ich das irgendwie aber gehört und mal reingeguckt und ich dachte schon so, ey, ob man sie mag oder nicht, aber der Umgang ist hart daneben. Da waren dann irgendwie so, ich glaube, die Anfangsfrage war, Sie als Linkspartei, Sie sind ja so eine kleine Opposition und wenn Sie dann daneben diese große Koalition sehen, haben Sie dann manchmal Minderwertigkeitskomplexe, die große Koalition so groß und Sie so ganz klein und Lanz hat noch hinterhergeschoben, Sie als Fraktion so ganz klein und Gregor Gysi nur 1,60 groß und man denkt so,
Was soll das? Also, warum macht er das? Und dann redet er den Leuten irgendwie immer rein, macht dann so einen Vorwurf und sobald sie dann sagen, Moment mal, schreit er direkt doch. Das ist so, das kann, irgendwie ist es ein beschissener Moderationsstil einfach. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Sendung du meinst. Die war von 2014. Ich glaube, Da da hat war irgendwie Moritz Linkspartei. Bleibtreu mit zu Gast, oder? Und noch wer? Ich glaube, Kubicki Ich weiß auch es oder so. nicht. Oder irgend so ein FDP-Typ, der immer gesagt hat, ja, Herr Lanz, ja, Jörges. richtig. Ja, Oder? der war von der Zeitung. Der Jörges war das, glaube Ah, ich. ja, kann sein, ja. Nee, auf jeden Fall hat die Linke in ihrem Programm da geschrieben, dass die EU militaristisch und neoliberal sei. Und ja, diese Militarisierungsbemühungen, die innerhalb der EU mit so einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, ja, kann man so kritisieren und dass die EU neoliberal ist, also das ist offenkundig, das sieht jeder. Also guck dir den Vertrag von Maastricht an, guck dir noch schlimmer diesen Fiskalpakt an, guck dir an, was die EZB gerade anrichtet. Also das ist so offenkundig, dass die EU neoliberal ist und auch außerdem sehr empfänglich für Lobbyinteressen, da die demokratische Kontrolle da eben nicht so gut funktioniert wie auf Ebene der Nationalstaaten. Also der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, hat ja gesagt, dass wenn die EU einen Beitritt in die EU beantragen würde, sie wahrscheinlich abgelehnt werden würde, aus Hat das Mangel nicht an Sonneborn Demokratie. gesagt? Nee, das hat Martin Schulz gesagt Dann hat tatsächlich. Sonneborn ihn zitiert wahrscheinlich. Ja. Ja, Das waren es wurde ziemlich zwei häufig Fakten über zitiert. die EU, war, glaube ich, dass Sonneborn meinte, wenn die EU ein Staat wäre, dürfte sie nicht rein in die EU. Und was er noch gesagt hatte, war, dass Luxemburg ein Nehmerland in der EU ist. Und das war auch irgendwie so ein Fakt, den man eigentlich nicht gedacht hätte. Ja. Dieses Geberland auch ein bisschen dämlich ist. Also Ja, also das ist, also ich glaube, Deutschland profitiert schon von der EU. Das ist eine relativ dumme Forderung, da was heißt auszutreten. profitiert? Was heißt profitiert? Man hat ja diese schwachsinnige Eurozone gemacht. Man hat alle Länder auf eine Währung gemacht, sogar noch als so teils starke Leistungsbilanzungleichgewichte herrschten. Also war ja nicht so, dass alle Leistungsbilanzen vor allem auf Null gebracht wurden. Also nicht mal darum hat man sich gekümmert. Und dann hat man wirklich keine gemeinsame Lohnkoordination, kein nichts. Und wenn die Lohnstückkosten in einem Land wesentlich langsamer wachsen als in den anderen, dann steigt auch das Preisniveau auch langsamer. Die Lohnstückkosten folgen dem Preisniveau und das war eben in Deutschland der Fall. Deutschland hat durch die Agenda 2010, durch Lohnzurückhaltung, durch eine Verringerung der Tarifbindung, also viele Maßnahmen, die auch politisch immer gefördert wurden, durch Kürzung der Renten, dadurch extrem Druck auf die Löhne ausgeübt und es so geschafft, sich Vorteile zu ergaunern. Es hat geschafft, die Lohnstückkosten über 10 Jahre hinweg überhaupt nicht steigen zu lassen. Während sie in Frankreich beispielsweise ganz normal gestiegen sind, so 2% pro Jahr, wie sie es bei einem Inflationsziel von 2% auch machen sollten. Aber Und woher so weißt du, konnte dass es Deutschland. daran liegt und nicht an anderen Faktoren? Weil diese zeitliche Koinzidenz so eindeutig ist und auch weil die Okay. theoretischen Zusammenhänge so klar sind. Also Deutschland hat die Lohnstückkosten seit Ende der 90er langsamer steigen lassen. Zuerst ist nichts passiert und dann, als der Abstand zu Frankreich immer größer wurde und zu anderen EU-Ländern, hat sich der deutsche Leistungsbilanzüberschuss immer weiter erhöht und seitdem hat Deutschland so einen Vorsprung. Also seit 2010 steigen die Lohnstückkosten wieder, aber den Vorsprung, den hat Deutschland behalten und seitdem hat es riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Also die EU hat das mittlerweile in der Gestalt gelöst, dass sie diesen Leistungsbilanzüberschuss einfach auf den Rest der Welt abgeschoben hat. Das heißt, irgendwelche Schwellenländer am anderen Ende der Welt oder die Vereinigten Staaten, die dürfen jetzt Leistungsbilanzdefizite machen, damit wir hier in Europa schön sagen können, wir sparen, wir halten uns an die Maastricht-Kriterien. Also das ist auch, also dieser hohe Leistungsbilanzüberschuss der EU ist auch ein Grund, warum Donald Trump seinen Handelskrieg gestartet hat. Er war unter anderem sauer auf uns Europäer. Dass er einen Handelskrieg gegen Europa startet, konnte ja noch abgewendet werden, aber das ist die logische Reaktion, wenn man so eine Politik macht. Wenn Na, es man gab ja, er Bagger. wollte ja Strafzölle errichten und sowas und hat es dann irgendwie Ja, hätte nur auch zum machen Teil gemacht, sollen. ne? Also jetzt nicht gegen China, sondern gegen Europa. Die EU hat eine Bagger-the-Neighbor-Politik gemacht, die hat, also, das ist absolut gefährlich, in der internationalen Ordnung die Verschuldung aufs Ausland abzuschieben. Also muss ich vielleicht mal kurz erklären, es gibt in der Ja. Wirtschaft 4 Sektoren, das Ausland, die Unternehmen, die Haushalte und den Staat. Und die EU hat halt das Ausland zum Netto-Schuldner gemacht. Normalerweise früher in den 60ern waren die Unternehmen der Netto-Schuldner, die sind dabei in fast allen Industrieländern Netto-Sparer. Das heißt, braucht man neue Netto-Schuldner. In den USA macht das der Staat. Und in der EU, in der Schweiz, in Japan, da macht das eben zu einem Gutteil das Ausland. Und das ist nicht gut, weil wenn das Ausland Netto-Schuldner ist, dann muss
aus Sicht von irgendwelchen anderen Ländern, das ein Ausland-Nettosparer sein. Der Leistungsbilanzüberschuss der gesamten Welt ist immer null. Ich glaube, da Das kommen manche jetzt Leistungsbilanzdefizit schon der nicht so gesamten ganz Welt ist immer mit. Ich null. vielleicht noch mal erklären, was du genau meinst. Da sind ja viele Wörter jetzt bei gewesen, die man vielleicht nicht so oft hört. Also, wir haben vier Wirtschaftssektoren. Ja. Wir haben vier Wirtschaftssektoren. Das Ja. Ausland, die Unternehmen, die privaten Haushalte und den Staat. Ja. Diese Sektoren, die geben Geld aus und die Einnahmen des einen Sektors sind die Ausgaben des anderen Sektors. Das Diese vier ergibt Seiten, Sinn, die ja. saldieren sich Außer immer man zu hat null. ein großes Immer. Wirtschaftswachstum, dann machen alle Profit. Oder nicht? Oder würdest du sagen, ist Quatsch? Naja, diese Seiten, addieren sich immer zu null. Also die Einnahmen des einen sind immer die Ausgaben des anderen. Wenn alle Ja. zusammen ihre Ausgaben steigern für BIP-relevante Güter, dann haben wir Wachstum. Aber Wenn alle vielleicht hat weniger man eine ausgeben, tolle dann neue haben wir Schrumpfung. Technologie oder sowas. Ja, wenn eine neue Technologie hat, braucht man erstmal die Nachfrage, um diese Technologie zu kaufen. Das heißt, an dieser Logik der sektoralen Buchhaltung, da kommt man nicht vorbei. Wenn es einen Produktivitätsfortschritt gibt und keiner mehr Geld ausgibt, um diesen Produktivitätsfortschritt irgendwie zu nutzen, dann sorgt dieser Produktivitätsfortschritt dafür, dass mehr produziert wird. Dadurch sinken dann entweder die Preise oder es gehen Produkte verschütt oder was auch immer. Das heißt, dieser Fortschritt übersetzt sich nicht in Wachstum. Also die Nachfrage muss steigen. Es muss mehr Geld ausgegeben werden, damit die Wirtschaft wachsen kann. Das ist elementar. Ja, wir haben doch Und hier eigentlich dieses diesen, im Kapitalismus ist es ja eigentlich gegeben, dass man jedes Jahr Wirtschaftswachstum hat, ne? Man hat zwar nur eine Erde mit einer begrenzten Anzahl Ressourcen, aber es wird immer mehr und mehr und mehr, es wächst immer größer. Dadurch sagen ja dann auch oft irgendwelche Klimaaktivisten, das ist langsam zu viel, weil, ne, du brauchst immer mehr Maschinen, du machst immer mehr überall irgendwie Strom und Kohle rein und vielleicht entwickelst du dann mal irgendwas, was ein bisschen energiesparend ist, aber die Bilanz geht ja eigentlich die ganze Zeit nach oben, dass du sagst immer, immer mehr Technik und immer mehr Produktion und immer, immer weiter wachsen. ja, das ist richtig. Und wenn dieses Wachstum will, dann muss irgendwer mehr Geld ausgeben, sonst wächst die Wirtschaft nicht. Also, wie hatte ich ja schon erklärt, das BIP ist die Menge aller Güter und Dienstleistungen. Und wenn im Folgejahr nicht mehr Geld von irgendwem ausgegeben wird, also es ist erstmal egal, wer das macht, wenn nicht mehr Geld ausgegeben wird als im Jahr davor, dann wächst die Wirtschaft nicht. Also, die Wirtschaft wächst nur, wenn im Folgejahr mehr Geld ausgegeben wird. Logisch, oder? Klingt logisch. Das bedeutet, wenn alle Sektoren versuchen zu sparen und private Haushalte sparen, die Unternehmen sparen, dann funktioniert das mit dem Wachstum nicht mehr, sondern dann kommt das Gegenteil, Schrumpfung. Jetzt hat man zwei Optionen. Entweder der Staat verschuldet sich oder man macht das Ausland zum Nettoschuldner. Und Ich das glaube, macht man, indem man Leistungsbilanzüberschüsse macht. da bist du, glaube ich, sogar einer Meinung mit Dara. Der sagt sowas auch häufiger mal. Also was das angeht, seid ihr, glaube ich, gar nicht aneinander geraten, oder? Der sagt immer, dass, was war das nochmal? Der meinte immer, die Staatsschulden sind das, was du auf dem Konto hast. Das ist so ein Satz, den hört man Also, bei ihm ja, das ist häufiger. reine Logik. Das ist reine Logik. Okay, also was das angeht, seid ihr sogar auf einer Wellenlänge, aber ihr habt Das dann. ist eine Wellenlänge. Nur ein Idiot würde das bezweifeln. Also das, Okay. da könntest du auch die meisten, jeden VWL-Professor kannst du fragen. Keiner würde sektorale Buchhaltung bezweifeln. Also die ist evident, die ist logisch. Das ist nicht mal Theorie. Das ist einfach, man schaut sich die Wirtschaft an und die müssen sich zu null addieren immer. Welche Schlussfolgerungen sich daraus jetzt ergeben? Da würden einige dann mit eher neoklassischen und andere mit eher keynesianischen Modellen argumentieren. Also es ist dann unterschiedlich, aber diese sektoralen Seiten, was ich gerade erklärt habe, das ist wirklich Grundlage. Das würde niemand bestreiten, außer vielleicht irgendwelche ganz Libertären, die da ganz komische Ideen haben. Aber wenn du an irgendeiner normalen Uni irgendwelchen VWLer befragst, niemand würde das bestreiten. Okay, aber trotzdem hat man ja irgendwie eine schwarze Null und tut so ein bisschen so, als wäre der Staat quasi eine Firma, der mal ein bisschen aufs Budget gucken soll. Ja, also da würde ich jetzt sagen, das liegt ja am Neoliberalismus. Man will die Rolle des Staates möglichst zurückdrängen und wie stark das jetzt ideologische Gründe hat und wie stark da bestimmte Kapitalinteressen hinterstehen. Denn wenn man die Rolle des Staates zurückdrängt, dann muss man vielleicht auch Staatsunternehmen privatisieren und davon profitieren dann halt bestimmte Kapitalinteressen, die sich dann Aber da kann das einkaufen auch mal können. gut sein, vielleicht? Wie kann das gut sein? Naja, wenn du zum Beispiel siehst, dass der Bundestag größer wird oder so, und man sagt, warum sitzen da eigentlich ein paar hundert Leute drin und warum muss eigentlich so ein Riesenapparat sein? Oder wenn du dir den,
so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk anguckst und denkst, der ist auch irgendwie aufgebläht und macht seine Arbeit gar nicht so gut, wenn dann Leute sagen, das könnte man mal ein bisschen schrumpfen oder ein bisschen reformieren oder sowas. Ja, kann man sicher den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schrumpfen. Davon würden nur wahrscheinlich nach der Medienlandschaft wahrscheinlich erstmal die Konzernmedien profitieren. Und die vertreten natürlich direkt Kapitalinteressen. Da hätte man dann nicht solche Bundesfunkräte, wo das so um die Ecke passiert, also wo dann um die Ecke so Parteipolitik beziehungsweise Politik für bestimmte Kapitalinteressen gemacht wird, sondern da hätte man das halt dann ganz direkt, über direkte Kontrolle über das Kapital. Also könnte man auch haben, wäre halt kein Stück besser als unser aktuelles System. Außer Also man ich einigt sich, finde, dass man sagt, Entertainment funktioniert auch irgendwie privat und wenn Informationen, dann sagt man, macht irgendwie Tagesschau und sowas, aber wir schmeißen halt mal irgendwie SPD und CDU aus den ganzen Räten raus und die haben sich da nicht mehr ja, das kann einzumischen. man gerne machen, aber öffentlich-rechtliche, das hat ja jetzt nicht so viel mit diesen sektoralen Seiten zu tun. Also wenn du dir da um die Summen anguckst, wie das geht, also die privaten Haushalte, muss ich mal überlegen, die neuesten Zahlen sparen auf jeden Fall weit über 100 Milliarden Euro pro Jahr. Weit über 100 Milliarden Euro. Und wenn du die ausgleichen willst, dann muss irgendwer die Schulden in dieser, ich glaube, 200 Milliarden sind es roundabout pro Jahr. Chat korrigiert mich mal, wenn ich falsch liege. 200 Milliarden sind es gleich pro Für Jahr. was? Da muss auch 200 sparen. Milliarden. Deswegen so, das 200, die privaten Haushalte in Deutschland sparen jedes Jahr rund 200 Milliarden Euro. Und du brauchst auf der anderen Seite, also 200 Milliarden Euro, die nicht mehr ausgegeben werden. 200 Milliarden Euro, ich hatte ja vorhin gesagt, wenn du Wachstum willst, muss mehr Geld ausgegeben werden als im Vorjahr. Jetzt wird weniger Geld ausgegeben. 200 Milliarden Euro, die nicht mehr ausgegeben werden. Das heißt, du brauchst irgendwen, der jetzt 200 Milliarden Euro ausgibt. Und das kann der Staat sein. In Deutschland war das jetzt bis zur Corona-Krise nicht. Das können die Unternehmen sein. Die waren das auch nicht. Oder es kann das Ausland sein. Und genau das haben wir in Deutschland gesehen. Wir haben einen riesigen Leistungsbilanzüberschuss gehabt. Aber so ein Leistungsbilanzüberschuss heißt, jemand anderes muss ein Leistungsbilanzdefizit machen. Das heißt, wir bauen Vermögen auf gegenüber demjenigen und derjenige baut Schulden auf. Und das waren im ersten Jahrzehnt des Euros die Griechen, die Spanier, die Portugiesen, ja, die Franzosen ein bisschen weniger, die Italiener und ja, die Griechen, die sind es tatsächlich immer noch. Aber wie gesagt, die Eurozone hat dieses deutsche Modell jetzt auf die gesamte Eurozone ausgeweitet. Wir machen jetzt als ganze Eurozone Überschüsse und das dürfen dann, ja, Schwellenländern, anderen Weltregionen damit bezahlen, dass die dann Defizite machen. Ist das nicht quasi Beziehungsweise, vorprogrammiert, dass sowas passiert, wenn man Systeme aufbaut, in denen das möglich ist? ja, der Euro ist eine einzige Fehlkonstruktion. Ich sage das ja schon. Aber das so als Willst du da jetzt noch Industrieland austreten oder ist es jetzt zu spät? nicht austreten, reformieren. Also, wenn wir jetzt, was die AfD fordert, aus dem Euro austreten und danach riesiges Chaos ausbrechen lassen, dann ist doch keinem geholfen. Dann haben wir wieder das freischwankende Wechselkurse, die wir in den 70ern hatten. Dann haben wir riesiges Chaos. Die Hälfte der Länder bindet ihre Währung an eine D-Mark, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und der Rest, der ist dann halt in einer Situation wie arme Schwellenländer aktuell. Also das ist ja auch keine Entwicklung, die man anstreben sollte. Na, wir sollten entweder den Euro kontrolliert abwickeln, so dass wir dann danach ein europäisches System fester, flexibler Wechselkurse haben. Also quasi neuer Ecu mit festen, flexiblen Wechselkursen. Oder, das wäre auch noch eine Option, wir vereinigen die Europäische Union weiter. Wir führen neue Transfermechanismen ein und vor allem die Staaten, wo die Lohnentwicklung bisher zu schwach war, vor allem Deutschland, die Niederlande, die erhöhen mal kräftig ihre Löhne, damit sich diese Leistungsbilanzüberschüsse wieder ausgleichen, Ja, damit die oder man anderen hat Länder wieder auf sowas die wie Beine kommen Bitcoins können. oder so, die gar nicht an den Staat gekoppelt sind, oder meinst du, das ist eine dumme Idee? Also ich fand die Grundidee Ja. eigentlich davon ganz in Ordnung, aber die Züge, die es dann angenommen hat, sehe ich auch ein bisschen kritisch teilweise. Welche Züge hat es denn angenommen? Ja, dass man halt wahnsinnig viel Energie da reinballert und dann irgendwelche Leute hat, die sagen, wow, Leute, das ist die Zukunft und ich habe jetzt auch noch eine eigene Währung, holt euch die mal und dann ist halt super viel Scam mit da drin. Ja, aber das ist gar nicht so. Die Grundidee war schon Quatsch. Also du kannst Warum? nicht nur begrenzt. Ja, wir haben in unserem aktuellen System ja, dass die Zentralbanken Zins festlegen. Und das Geldangebot passt sich dann der Geldnachfrage an. Die Geldnachfrage ist total volatil. Heute können Unternehmen viele Kredite nachfragen, morgen wenig. Das schwankt relativ stark. Und wenn du jetzt eine feste Geldmenge hast, dann kann es sein, dass die Zinsen in der Krise plötzlich, wenn die Geld, dann kann es passieren, dass die Zinsen plötzlich explodieren und du keine Instanz hast, die irgendwas dagegen tun würde. Also aktuell hast du ja eine Zentralbank, die hält die Zinsen einfach stabil. Da passiert dann nichts, wenn plötzlich die Geldnachfrage extrem einbricht oder wenn die Geldnachfrage extrem stark zunimmt oder auch das Geldangebot.
In der Krise würden alle ihr Geld zurückhalten, auch in Erwartung dessen, dass es mehr wert würde. Und keiner würde es mehr verleihen. Das heißt, man hätte hohe Zinsen. Keiner würde mehr an Geld kommen, der investieren wollte, und es würde die Krise noch weiter verstärken. Also wir hätten in der Deflation dann nochmal hohe nominale Zinsen, und das wären Realzinsen, die jede Wirtschaft töten. Also das ist absolut, ja, fatale Idee. So kannst du keine Wirtschaft organisieren. Also da kommt da. Deswegen haben wir Zentralbanken. Der moderne Kapitalismus funktioniert nur mit diesen Zentralbanken. Aber den wollen wir ja eigentlich nicht mehr haben, oder? Ich habe gesagt, ich habe nichts gegen eine Marktwirtschaft. Okay, also aber du würdest sagen, Marktwirtschaft und Kapitalismus ist schon nicht das gleiche, oder? Doch. Doch, ist das gleiche, okay. Kapitalismus heißt einfach Kapital ist in Privatbesitz. Es gibt doppelt freie Lohnarbeiter. Das ist Kapitalismus. Und das ist auch eine Marktwirtschaft. Also da kann man jetzt semantisch noch ein bisschen dran rumdeuten, aber das ist eigentlich die, so wie die Worte meistens verwendet werden. Und das würde ich jetzt auch so verwenden, um keine Verwirrung zu stiften. Sozialismus ist dann halt Kapital eben nicht in Privatbesitz, sondern entweder im Staatsbesitz oder im Besitz der Arbeiter, die das kontrollieren. Und dann im Besitz der Arbeiter, die dort arbeiten. Also da gibt es ja auch. Und bisher die Version, die umgesetzt wurde, war ja die, dass Kapital in den Staatsbesitz ist. Also das gab es ja bisher. Ja, das hat ja auch irgendwie nicht so ganz geklappt, ne? Ist halt zusammengebrochen. Ja. Aber es gibt ja noch diese Unterschiede zwischen der sozialen Marktwirtschaft oder so Manchester-Kapitalismus, der einfach sagt, du kannst auf alles halt ein Preisschild drauf machen und da hält dich auch keiner von ab. Und wenn einer was haben will, muss er es halt kaufen. Ja, laissez-faire, also Manchester-Kapitalismus, also früher unter dem Namen laissez-faire vermarktet, dann als das laissez-faire nach der großen Depression, nach der Weltwirtschaftskrise 29 bis 33, ziemlich unbeliebt war der Begriff, hat man das durch den Begriff Neoliberalismus ausgetauscht, und der ist heute seltsamerweise schon wieder ziemlich unbeliebt. Ja, und dann Also man bald hat man verkauft, vielleicht noch wieder einen neuen Begriff und dann macht man ja öfter Man so. verkauft immer alten Wein in neuen Schläuchen, und das ist immer der gleiche Mist. Also die Idee ist, man macht Nachtwächterstaat, der Staat kümmert sich um Polizei, Militär und ja, vielleicht noch das Bildungssystem, wenn er gerade, wenn die Wirtschaft es braucht, aber irgendwo ist auch Schluss. Also zu viel darf der Staat auch nicht finanzieren, und ja, das funktioniert halt nicht. Also mittlerweile haben wir in vielen Industrieländern eine Staatsquote von 40, 50%, und die kann man nicht wieder so auf Nachtwächterstaat zurückfahren. Deswegen hat dieser Neoliberalismus überall in der Katastrophe geendet, beziehungsweise konnte nicht mehr in der Form weitergeführt werden. Aber Also können wir denn eine soziale Marktwirtschaft oder einen Kapitalismus haben ohne Neoliberalismus und ohne, dass man Krieg überall führt und diese ganzen Sachen, die du kritisierst, ohne das, was die USA veranstalten oder ohne dass, wie in Amerika gesagt wird, naja, Krankenversicherung und Essen und alles musst du halt leisten können und sonst, naja, Pech gehabt. Also geht das so zu trennen? Kann man das irgendwie schaffen? Also ich meine weltweit gesehen, was machst du denn, wenn du total friedlich und nett bist und um dich rum hast du halt aber Nachbarn, die das nicht sind? wenn du jetzt einen Marxisten zu Gast hättest, der würde sagen, nein, aber ich würde sagen, ja, natürlich geht das. Also die Welt könnte natürlich immer friedlicher und immer wohlhabender werden. Wir haben das ja. Letztens, wir haben das ja in der Europäischen Union gesehen, die Länder sind immer mehr zusammengerückt, sie haben ihre nationalen Interessen erstmal zurückgestellt, zumindest weitgehend. Also das ist dann ja in den letzten 20 Jahren leider nicht so gut gegangen, weil vor allem Deutschland dann eine Politik auf Kosten seiner Nachbarn gemacht hat, also so Länder wie Deutschland und die Niederlande, hatte ich ja gerade erklärt. Aber Entwicklung der Europäischen Union zeigt ja, dass Länder, die ehemals verfeindet waren, sehr schnell sehr eng zusammenrücken können. Und das ginge jetzt beispielsweise auch sehr schnell mit Russland, wenn das politisch gewollt Mit wäre. Deutschland hat es ja Wenn man irgendwie auch in. funktioniert, ne? Die haben halt zwei Weltkriege veranstaltet und man hat sie dann trotzdem wieder lieb gehabt danach und gesagt, gut, ihr habt jetzt eine andere Regierung, jetzt reden wir wieder mit euch. Also, Beziehungsweise den Ersten Weltkrieg, den hat Deutschland ja gar nicht veranstaltet. aber schon eine wichtige Rolle gespielt, ne? Also, Das waren die blöden Österreicher. ja, der zweite, also eigentlich waren es Nee, ich habe gesagt, das waren die ja. Österreicher. Es gibt heute Im Zweiten gehörte Österreicher. Österreich ja dann zu Deutschland, als sie begonnen haben. Ja, Also. es gibt aber jetzt eine Menge Österreicher, die sich auch so ein bisschen darauf ausruhen, dass in den Geschichtsbüchern überall Deutschland steht und die tun so wie, ja, wir sind ja erste Opfer gewesen, wir Ja, können ja also auch der nichts Erste Weltkrieg, dafür. das
Der Erste Weltkrieg, dass Deutschland da Alleinschuld hat, also dass sie zugeschrieben wurde, liegt am Vertrag von Versailles. Da wurde Naja, dass man Deutschland an die gesagt hat, wenn Alleinschuld ihr in gegeben. Probleme kommt, dann helfen wir euch auf jeden Fall, egal wer schuld ist und was ihr gemacht habt, ne? Ja, Österreich-Ungarn war zerbrochen, das Osmanische Reich war gerade am Zerbrechen, das wollten Frankreich und Großbritannien dann unter sich auch teilen. Das heißt, da brauchte man irgendwen, der die Reparation dazu bezahlen hat, und das war dann das Deutsche Reich. Das war die große Achsenmacht, die quasi noch ja, in der Lage war, solche Reparationen zu bezahlen. Und die wollte man dann, da man sie nicht zerschlagen hatte, die wollte man dann durch so einen Versailler Vertrag dauerhaft schwächen und die wollte man auch demütigen. Und da hat man dann auch die Alleinschuld. Also das war halt so eine Demütigung. Man wollte Deutschen auch symbolisch zeigen, dass sie verloren haben. Deswegen wurde dann da die Alleinschuld festgeschrieben. Ich habe das in einem, ich habe sowas Ähnliches in einem Vortrag von Gabriele Krone-Schmalz gehört. Die hat gesagt, dass sie ist ja irgendwie Russland-Korrespondentin der ARD gewesen und die meinte, dass man bei Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg irgendwie gesagt hat, wir demütigen die jetzt und wir machen die kaputt und wir machen Sanktionen. Und das hat dann wieder zum Zweiten Weltkrieg geführt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann gesagt, komm, wir machen hier Marshallplan und helfen und so weiter. Und dann hat sich Deutschland ja ganz in Ordnung entwickelt. Und dass, wenn man jetzt bei Russland wieder sagt, nee, wir machen hier Sanktionen, dass das dann vielleicht dazu führen könnte, dass immer wieder sowas passiert. Ist jetzt ein Zitat. Ich, ne, bin zu wenig Experte. Das kannst du ja jetzt vielleicht einordnen, ob du da Ja, zustimmen würdest oder also, nicht. ja, aber was meinst du mit gut finden? Ich weiß halt auch nicht, ob man das so vergleichen kann, ob man das damalige Deutschland mit dem heutigen Russland irgendwie so Nee, gleichsetzen könnte. Deutschland war besiegt. Russland kann man militärisch gar nicht besiegen. Wir haben Atomwaffen. Also, das ist ja das zweifelhafte Glück, dass wir Atomwaffen haben. Da ist ein heißer Krieg eigentlich ausgeschlossen, weil er zur gegenseitigen Vernichtung führen würde. Und du meinst, es ist ausgeschlossen, dass das passiert? Wenn es passiert, sind wir alle tot. Ja, ich meine auch, also. Ja, da kann man ja auch irgendwie die ganze Zeit hin und her diskutieren, was jetzt ihn dazu treiben könnte, die doch noch zu zünden. Aber die einen Was ihn werden dazu zu sagen, wenn man ihn treiben. weitermachen lässt, dann knallt er alle ab. Und die anderen sagen, wenn man ihn demütigt, dann knallt er alle ab. Also, ja, Ja, was weiß man heißt, nicht, ne? ihn dazu zu treiben? Also, keiner hat Interesse daran, Atomwaffen einzusetzen, aber jeder hat Interesse, so weit zu eskalieren, dass der Gegner zurückschreckt. Das heißt, sowohl die NATO als auch Russland haben viel theoretisch ein ganz starkes Interesse daran, möglichst nah an den Einsatz von Atomwaffen ranzukommen von der Eskalationsstufe. Aber immer knapp Also dem drunter nur, Gegner. ne? Also, dass man Ja. den Finger schon auf dem Knopf hat und sagt, ich könnte aber jeden Moment. Das ist zum Beispiel in der Kuba-Krise war diese ganz prekäre Situation, wo man, ja, wo es beinahe zu einer Eskalation gekommen wäre, weil die USA eben keinen sowjetischen Stützpunkt vor ihrer Haustür geduldet hatten. Also da waren die USA der Aggressor, ähnlich wie Russland jetzt in der Ukraine. Das kann man ziemlich gut vergleichen. Aber mit der Türkei, das hätte man ja auch Türkei-Krise nennen können. Die waren ja, die hatten ja selber auch quasi einen Stützpunkt bei Nee, den aber anderen. Die Kuba, Geschichte ist halt so ein bisschen Kuba. Geschichte der Sieger, ne? Dass man das nennt man dann Kuba-Krise, weil Kuba war das, was den Gewinner bedroht hat und nicht das, was den Verlierer bedroht hat, ne? Ja, aber ne, was heißt jetzt bedrohen? Das ist auch schon wieder die Frage. In Kuba, da gab es eine Revolution, die war anfangs gar nicht kommunistisch. Der proamerikanische Diktator Batista wurde gestürzt. Kuba wollte eigentlich nur die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA neu ordnen. Darauf haben die USA dann mit Attentatsversuchen, Angriffskriege, Wirtschaftssanktionen geantwortet. Daraufhin hat Kuba sich der Sowjetunion zugewandt. Und nachdem die USA versucht haben, in Kuba die Regierung zu beseitigen durch die Invasion in der Schweinebucht, danach hat Kuba dann schließlich erst die Atomraketen stationiert. Das heißt, aus Kubas Sicht war das rein defensiver Schritt, um eben nicht mehr dauernd von einer amerikanischen Invasion bedroht zu sein. Und ja, aus heutiger Sicht, wenn man diesen ganzen Propagandisten so zuhört, dann hatte Kuba dazu ja jedes Recht. Dann darf einem souveränen Staat ja keiner absprechen, welche Waffen es auf seinem Territorium haben will, in welchem Bündnis es sein will. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Die USA dulden keine sowjetischen Raketen vor ihrer Haustür, genauso wie Russland keine amerikanischen Raketen vor seiner Haustür duldet. Es Und ist schon, bist da haben schon die ein USA dann. Putin-Versteher, oder? Was heißt ein Putin-Versteher? Hä? Sowas, Ich bin also. Amerika-Versteher. Ich habe Ja, gerade ich gesagt, ich habe weiß. vollstes Verständnis für die USA. Ich bin Amerika-Versteher. Nee, Aber. ich hab nur aus meiner Beobachtung immer, wenn jemand sowas sagt, wie der wurde da vor seiner Haustür bedroht, dann kommt halt direkt Putin-Versteher und böse und sowas. Also, das hast du ja bestimmt auch Wie mitbekommen. gesagt, Amerika-Versteher. Ich habe es gerade in Bezug auf die USA erzählt. Also diese Kuba-Krise, das ist wirklich sehr, das kann man eins zu eins vergleichen. Dann haben die USA eine Seeblockade eingerichtet und halt mit Krieg gedroht.
Und die Sowjetunion, die hat sich dann schließlich nach all den Konzessionen, Abzug der Raketen aus der Türkei und so weiter, und die Garantie der Amerikaner, vor allem Kuba nicht anzugreifen, die hat sich dann bereit erklärt, eben die Raketen abzuziehen. Und die USA, die haben dann halt ein Wirtschaftsembargo und so weiter gemacht, um Kuba möglichst am Boden zu halten. Können wir dann Ja. Weltkrieg einfach, Weltfrieden einfach erreichen, indem jeder Atomwaffen hat? Oder Atomkrieg. Also ich habe mich gerade nicht über Atomwaffen ausgesprochen, damit das klar ist. Die sind brandgefährlich und man sollte internationale Abkommen knüpfen, um die halt abzurüsten. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, wie viele es gibt. Also du bräuchtest die ja gar nicht. Du könntest ja mit, glaube ich, von modernen Atomwaffen, da reichen ja irgendwie 10, 15 Stück, um quasi die ganze Welt eigentlich zu zerstören, oder? Da brauchst du ja eigentlich nur eine Geht um Handvoll. Zweitschlagskapazitäten. Naja, Geht um aber die haben jedenfalls, Zweitschlagskapazitäten. Du also musst. haben die nicht halt irgendwie, haben die, also USA und Russland haben doch beide ein paar Tausend und so viele bräuchten die ja gar nicht. Die haben ja deutlich mehr, als sie bräuchten, um eine Erde zu zerstören. Ja, aber du brauchst, wenn der Gegner von dir einen Großteil abschießt, dann brauchst du so viele, dass du den Gegner immer noch komplett vernichten kannst. Das heißt, du musst den Gegner schon ein paar Dutzend mal vernichten können, damit du ihn auch garantiert abschreckst. Das ist halt dieses Prinzip der nuklearen Abschreckung. Na, aber wenn du ihn schon vernichtet hast, du musst ihn ja nicht zweimal vernichten. Wenn du ein Land komplett zerstört hast, du kannst, also Ja, kannst ja nicht noch. Zweitschlagskapazität. Wenn der Gegner dich angreift, dann greift er natürlich auch deine Atomsprengköpfe an und du weißt nicht, wie viel der zerstört. Okay, du willst welche in Reserve haben, oder wie? Du willst so viele haben, dass du deinen Gegner im Zweitschlag, wenn du zurückschlägst, ihn auch garantiert vernichten kannst. Und eben damit so diese Eskalation nicht so extrem geht, hat man ja auch den INF-Vertrag gegründet, also der Mittelstreckenraketen verbietet, die, glaube ich, Reichweite 500 bis 3.500 Kilometer waren das, glaube ich, hatte. Also solche Raketen zu verbieten, also die extrem kurze Vorwarnzeiten haben. Und denen haben ja die USA auch gekündigt. Und seitdem geht dieses Wettrüsten, also nicht erst seitdem, das geht schon länger, dieses Wettrüsten geht so auf jeden Fall immer weiter. Das ist etwas, was wir hier in Europa definitiv stoppen sollten, aber passiert nicht, sondern es wird immer weiter aufgerüstet. Ja gut, wir dürfen ja nicht so ganz, aber wir können die von den anderen hier aufbewahren, ne? Also Deutschland darf ja keine Atombombe haben, trotzdem stehen hier welche. Ja, das, also ich Würdest du sage da ja, wir mitgehen, sollten. einfach zu sagen, wir sollten die Amis aus Rammstein rausschmeißen und sagen, macht das zu, verpisst euch hier, oder? Ja, Sollte man machen? wir sollten aus der, also die ganzen, alle europäischen Länder sollten aus der NATO austreten. Die ist nicht in unserem Interesse. Aber was ist, wenn dann der Russe kommt? Der kommt nicht. Sicher? Ja. Also bei der Ukraine hättest du vorausgesagt, dass der kommt und bei anderen, dass sie nicht kommen, oder hättest du da auch gesagt, der Das heißt, kommt nicht? nee, auch da hatte ich gedacht, dass Russland rational genug wäre, das nicht zu tun. Aber aus der russischen Perspektive, Russland will halt nicht, dass die Ukraine wurde immer weiter hochgerüstet, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Sie wollen nicht, dass die Ukraine sich wirtschaftlich weiter in den Westen integriert. Und da hat man die Ukraine dann angegriffen. Also, Aber die wollten auch nicht, dass auch das Finnland könnte in die man NATO friedlich geht, und die lösen. machen das jetzt. Auch das könnte man friedlich lösen. Ja, Finnland gehört schon zur Europäischen Union. Ja, aber in der NATO Auch das. waren sie nicht die ganze Zeit, und Russland wollte auch nicht, dass sie reingehen. Und durch den Ja, Angriff haben die dann aber gesagt, na gut, wir gehen jetzt doch da rein. es gibt auch in der Europäischen Union Beistandsklauseln. Auch die EU ist ein Militärbündnis. Also, auch deshalb brauchen wir die NATO nicht, Aber weil die die EU EU hat keine sowieso schon EU-Armee, ne? beschützt Das wird wurde ja hier. immer besprochen, aber die kamen dann ja Nee, nicht. nee. Brauchen wir auch nicht. Also, Aber ist das nicht ein die EU schlechtes sollte sich. Militärbündnis, wenn es gar kein Militär hat? Es gibt ja auch keine NATO-Armee. Es Naja, gibt ja gut. auch da die nationalen Armeen. Okay, ja gut, Aber stimmt, Punkt für dich. die EU sollte sich erstmal eine pazifistische Verfassung geben, dass sie nicht im Ausland, also dass diese EU-Armee rein zur Verteidigung eingesetzt wird und nicht irgendwo in Afrika irgendwelche Kolonialkriege für Frankreich oder wen auch immer führt. Und dann können wir uns eine EU-Armee anschaffen, aber vorher nicht. Also das ist, Wo ich will sollte nicht, dass die sich, wo Deutsche. sollten wir uns denn einmischen auf der Welt, wenn irgendwo ein Krieg ist? Gar Also nicht. nirgendwo. Also es, wenn der UN-Sicherheitsrat ein Dings gibt, dass Krieg geführt werden darf, dann können die Länder, die da in der Region sind, die das für sinnvoll halten, sich da einmischen. Dann ist es ja völkerrechtlich so vorgesehen, dass der UN-Sicherheitsrat überhaupt beschließen darf. Also wenn da beispielsweise kein Völkermord stattfindet, wenn da irgendein Machthaber droht, alle Nachbarstaaten anzugreifen oder so, dann Serbien, Kosovo, darf der UN. sowas.
Das war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf den Kosovo. Das war vom UN-Sicherheitsrat eben nicht genehmigt. Der Angriff der NATO auf den Kosovo. Also der Angriff auf ganz Serbien, um die Sezession des Kosovo zu erpressen. Aber in Serbien, Also. die, also die haben ja schon Gründe geliefert, oder? Also was hätten die noch machen Welche müssen, dass Gründe man. denn? Welche Gründe denn? Welche Gründe denn? Haben die nicht Nachbarländer angegriffen und Genozid Nee. geplant? Nee. Ja, Genozid gab es. Genozid gab es, aber der war vorher, der war lange vorher. Das hat damit nichts zu tun. Es gab in Srebrenica einen Genozid, aber der hat nichts mit dem Kosovo-Krieg 1999 zu tun. Also Nichts? du vertauschst dir gerade Sachen. Nein, Wann war gar der? nichts. Srebrenica war, glaube ich, 95 und der Kosovo-Krieg, der war 99. Ja gut, ist ja nicht so lange voneinander weg, ne? Ja, trotzdem kannst du nicht, also, stell dir jetzt mal vor, Russland würde sagen, in der Ukraine, da vor, als Nazi-Deutschland einmarschiert ist, da haben Stefan Bandera und seine Kumpanen hier grausame Verbrechen verübt. Stefan Bandera, der wird da jetzt zum Volkshelden hochgelobt. Deshalb ist es jetzt vollkommen gerechtfertigt, weil ein Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung droht, da einen Responsibility Aber to das ist Protect noch ein Einsatz zu bisschen machen. länger Also her das und den ist man. sehen auch nicht alle als Helden. Also ich weiß, dieser, ich habe den Namen Nein, wieder ich sage, dass vergessen. diese, mit dieser Ja, Argumentation kannst du okay. jeden Angriffskrieg rechtfertigen. Das ist einfach eine Argumentation, die uns verkauft wurde, um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu rechtfertigen. Und Aber so das eine ist welche halt, Kraft und Argumentation nutzt Russland auch? Bandera ist doch jetzt fast 100 Jahre her, oder? Da, Er also, ist, das war doch also 40er, 50er? seine Einheiten haben bis Anfang der 50er im Guerillakrieg in der Ukraine gegen die Sowjetunion mitgewirkt. Ja Also, gut, das jetzt, ne? ja, aber ich sage doch jetzt nicht, dass das ein gutes Argument ist. Nee, Ich nee, sage aber doch ich nur mit meine, solchen 4 Jahre sind ja Schwachsinnsargumenten. 4 Jahre sind ja nicht so viel Ja, wie. trotzdem hat die serbische Regierung von 1999 in völlig anderen Gebieten als Bosnien, also es ging um den Kosovo, es ging nicht um Bosnien. Ja. Also ich empfehle da jedem, guckt euch den Kriegsverlauf von damals an, guckt euch an, was damals passiert ist, dann seht ihr, dass Srebrenica nichts mit der Unabhängigkeit des Kosovo Und wenn man 4 Jahre früher gekommen wäre, wäre das dann okay gewesen? Das hier, vor allem, man hat sich doch die ganze Zeit eingemischt, man hat doch so ein Feuerwehr da bombardiert. Es ging 1999, das war ein anderer Krieg. Du vertauschst. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin zum Teil im Thema. Ich habe mich damit nicht so hundertprozentig auseinandergesetzt, aber ich weiß Ja, nicht der so richtig. Bosnienkrieg und der Kosovo-Krieg, das waren unterschiedliche Kriege. Ja. Da empfehle ich, wie gesagt, jedem, sich nochmal einen Kriegsverlauf anzusehen, dass. Aber es gibt ja zum Beispiel beim Zweiten Weltkrieg, da sind ja viele Leute den Amerikanern und Sowjets dann doch dankbar, dass sie gekommen sind. Und dass sie halt den Nazis mal gesagt haben, Ja, so, ihr hört jetzt aber auf und einfach da ein der paar von Zweite denen Weltkrieg plattgemacht ist haben. kein gutes Argument. Die Sowjetunion hat bis 1943 durchgängig versucht, Frieden mit Deutschland zu schließen. Also sie hat es versucht. Es gab diplomatische Initiativen. Der Zweite Weltkrieg hätte 1943 enden können, wenn ja Hitler nicht so verrückt gewesen wäre. Also da lag es jetzt mal tatsächlich an dieser einen Person. Also da herzlichen Glückwunsch, Ali, ich habe das eine Beispiel aus 100 Jahren gefunden, wo man tatsächlich so einen verrückten Führer hatte, der aus seiner persönlichen Motivation heraus sein Land in Abgrund geführt hat. Aber das ist halt nicht die Regel. Und das ist jetzt nicht mehr so. Woher weißt du das? Nein. Ja, weil Russland ganz klar gesagt hat, welche Bedingungen es für Frieden akzeptiert. Deutschlands Bedingung war totale Liquidierung der Sowjetunion. Hungerplan Ost, Auslöschung von ein paar Dutzend Millionen Sklaven. Also das waren die deutschen Friedensbedingungen. Das hat nichts mit dem zu tun, was Russland in der Ukraine fordert. Also Russland fordert die Annexion der südlichen Oblastes, Saporischschja, Cherson, Donetsk, Luhansk und Und die Krim, ne? ja, und die Krim. Ja, Und einen Teil dieser Oblasten kontrollieren sie ja eh schon, einen großen Teil. Also de facto wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man es bei den aktuellen Frontlinien einfriert und dann irgendeinen Trommelkompromiss findet, der sagt, Russland zahlt da jetzt Ablösegebühr oder Mautgebühr dafür, dass es diese Gebiete weiterhin besetzt halten darf. Also das wäre dann wahrscheinlich der Kompromiss. Und man belässt es bei den aktuellen Frontlinien. Also darauf würde das hinauslaufen. Also es ist null vergleichbar mit den deutschen Weltmachtplänen von 1939, beziehungsweise 1941, wenn die Sowjetunion erst angegriffen hat. Was ist das für eine Quelle? Wo hast du das her? Das hat die russische Botschaft mitgeteilt. Also es sind die offiziellen russischen Bekanntmachungen. Es kann natürlich sein, dass das alles Also die gelogen haben ist, aber. gesagt, wir greifen das Land an ganz vielen verschiedenen Stellen an. Und wenn ihr uns ein paar von den Stellen gebt, dann hören wir auf. Nee, nicht ganz. Du vertauschst da gerade Sachen. Also
Anfangs haben sie versucht, ein Regime-Change in Kiew umzusetzen. Ob sie da überhaupt Landesteile annektieren wollten oder nur eine Marionettenregierung in der Ukraine einsetzen wollten, das wissen wir jetzt rückblickend nicht. Vielleicht hätten sie auch dann Landesteile annektiert, was keinen Sinn ergeben hätte, wenn sie da eh ein prorussisches Regime eingesetzt hätten. Also warum Völkerrecht brechen, wenn man es nicht muss, weil man eh eine treue Regierung da einsetzt. Aber Aber was ist denn, danach. wenn wir jetzt nicht mit einem rationalen Gesprächspartner reden, sondern tatsächlich mit einem Verrückten, der Großmachtsfantasien hat und sagt, ich mache mein Land jetzt immer größer und ich greife erst dies Nachbarland an und das und das und Ja, das das ist und die ich Frage. guck mal, ob die mich das machen lassen. Ich sag, ich will nur die Hälfte, dann greife ich ein anderes an und da will ich dann auch nur die Hälfte und dann wieder hier ein bisschen und hier ein bisschen und dass man so nach und nach dann irgendwo reingeht. Das Also, Ding ist, genau das hat der Westen in der Vergangenheit die ganze Zeit gemacht. Ich habe naja, es schon gut, ein gesagt, der bisschen Westen anders. Also, Kolonialismus ist ja jetzt noch ein bisschen weiter her. Ja, gut, also ich bin auch nicht so ganz Nicht einverstanden damit, Kolonialismus, was nicht Amerika Kolonialismus. veranstaltet, aber die haben ja jetzt nicht gesagt, Irak ist jetzt einfach unser 51. Staat und wir nehmen uns das jetzt. Warum sollte man einen komplett zerstörten Naja, gut. Staat, warum sollte man den annektieren? Also Aber welchen Grund hat warum das? sollte Russland Ukraine komplett kaputt machen und die dann annektieren? Das bringt ja da auch nichts mehr. Wir sehen bei so vielen Völkerstaaten wie der Sowjetunion, wie Jugoslawien häufig, dass diese Landesgrenzen erstmal ausgekämpft werden, bevor es dann zu einem dauerhaften Frieden kommt. Und ja, wenn diese Interessen, diese verschiedenen Staaten haben, nicht friedlich am Verhandlungstisch gelöst werden, dann passiert das halt jetzt durch Krieg. Und es ist, wie gesagt, also wahrscheinlich, es wird einen Kompromissfrieden geben irgendwann. Und aktuell kommt man noch da, wahrscheinlich damit davon, dass Russland nur diese vier Oblasten bekommt, nicht noch mehr. Aber wer weiß, ob die Friedensposition in der Ukraine in einem Jahr besser ist. Also auf jeden Fall sind da noch ein paar 10.000, Ich vielleicht könnte mir auch 100.000 Menschen vorstellen, tot. dass das noch eine Weile Also was passiert weitergeht, bis dahin? aber man will es natürlich nicht, ne? Ja. Also ich würde mir für alle Leute wünschen, dass die nicht erschossen werden oder vor Krieg fliehen müssen. Das denke ich mal, siehst du so ähnlich. Ich finde es auch gerade hier ich finde es ein bisschen traurig, hier zu sehen, wie Leute sich wegen diesem Thema hier an die Gurgel Hast du denn geben. da? Was? Ja, deswegen, was hast du denn da für ein Chat? Ich glaube. Weil es Russland ist? Plünderer und Vergewaltiger? Wer Naja, was also bald wieder? es ist ein sensibles Thema, ne? Also einige Leute werden Das ist ein sauer, wenn es um das sensibles. Thema Ich geht. habe es vorhin schon erklärt. Es geht bei diesem Krieg nicht um Werte, es geht nicht um Freiheit, es geht nicht um Demokratie, es geht um diese Weltordnung. Russland ist nicht zufrieden mit dieser Weltordnung. Russland will vor allem nicht, dass die Ukraine in die NATO kommt. Russland will nicht, dass die Ukraine in die EU kommt. Und das ist auch, ich hatte ja vorhin gar nicht fertig erzählt, auch eine russische Friedensbedingung, nämlich, dass die Ukraine neutral bleibt. Die Also ich Ukraine glaube bleibt auch, neutral. ne, um nochmal darauf einzugehen, Plünderer und Vergewaltiger, das ist, glaube ich, leider in so gut wie jedem Krieg so, ne? Also sowas wie Abu Ghraib und Ja, so gab also es ja auch. Also andere Länder verhalten sich auch nicht unbedingt so viel vorbildlicher, wenn sie irgendwelche anderen Länder Dinge, die in überfallen. jedem Ne? Krieg passieren, Dinge, die in jedem Krieg passieren, werden jetzt plötzlich skandalisiert um die Bösartigkeit der Russen oder ist es Kriegspropaganda, die wir gerade in vielen Medien einfach sehen. Das sind Mechanismen, die haben wir schon vor Aber 100 Jahren gehabt, die kannst du kommen denn. jedes Mal wieder. Das braucht man auch gar nicht ernst nehmen, diesen Schwachsinn. Aber Also kannst du Leuten, die es ernst nehmen, einen Vorwurf draus machen? ja. Warum? Vielleicht sind die zu schwach einfach. Vielleicht verstehen die das nicht. Also nicht, dass es ernst nehmen, aber sie können dann noch höflich bleiben. Sie können dann sagen, ja, ich bin ja der Meinung, wir sollten der Ukraine Waffen liefern, das sind meine Argumente und sie sollten einen dann nicht als irgendwas verleumden. Keine Ahnung, Putin-Versteher, Aber gäbe es Themen, wo du Russland-Unterstützer, richtig sauer wirst? Verschwörungsideologe oder sowas. Wenn ich dir jetzt Was? irgendwelche Sachen sage, wo du komplett dagegen bist und du hast irgendwie einen absoluten Erzfeind und du denkst, das ist der Teufel in Person und ich sag dir, ja, der ist doch eigentlich ganz nett oder red doch mal mit dem oder irgendwas, würdest du dann nicht irgendwie Das auch würde ich jetzt von sauer keinem werden oder? sagen. Das würde ich jetzt von keinem sagen. Was? Du hast keinen Erzfeind oder so oder keinen Nee, schlimmsten also. Menschen der Welt oder so gerade. Nee. Ich glaube, für viele Leute, wenn du die fragen würdest, würden die wahrscheinlich Putin sagen aktuell. Und die haben halt Ja, ich dieses. sag ja, also. Ich meine halt, wenn man sich versucht, empathisch da reinzudenken, diese Leute, die sehen in diesem Mann, dass der quasi der Teufel in Person ist. Die denken, das ist quasi der neue Hitler und der geht einfach aus Bösartigkeit woanders rein und tötet da alle Leute und du sagst jetzt, ja, red doch mal mit dem. Also das kann man Ja, dann, kann man natürlich. nachvollziehen, Also. dass die dann sauer werden. Nein. Also, wie gesagt, der Führer des feindlichen Lagers wird dämonisiert. Das ist ein typisches Merkmal von Kriegspropaganda. Das sehen wir, das haben wir vor 100 Jahren schon gesehen, das haben wir vor 50 Jahren gesehen, das haben wir schon immer gesehen.
Also, bevor man auch in den Irak eingefallen ist, da wurde uns Saddam Hussein als der neue Hitler verkauft. Aber Nachdem man kann ja auch beide also einfach als Dämon sehen. guck dir jeden anti-westlichen Führer an, der irgendwas gemacht hat, sei es irgendwo einmarschiert, sei es die Ölindustrie verstaatlicht, sei es was auch immer. Die westliche Kriegspropaganda hat immer sofort geschrien, der neue Hitler. Also Gaddafi war der neue Hitler, Nasser war der neue Hitler, Assad war der neue Hitler, Hussein und jetzt Putin. Also es ist egal, es ist Propaganda, es hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist Bespaßung der Bevölkerung, damit die den Schwachsinn glaubt, den man ihr da erzählt. Also das ist Emotionalisierung. Was ist da deine Quelle, dass die nicht wirklich böse sind? Ja, was heißt nicht wirklich böse? Böse ist moralisches Urteil, dafür braucht man keine Quelle. Also Ja. ich finde die jetzt moralisch auch nicht gut. Also, Ja, also du bist das ist auch kein meine Fan von Quelle. irgendwem von denen, aber du sagst halt quasi, die Amis Nein, sind ich genauso bin nur böse der wie die. Meinung, dass Dinge, die bei staatlichen Führern völlig normal sind oder die zumindest in großer Regelmäßigkeit auftreten, dass die bei Ländern, gegen die man gerade vorgehen will, dass die dort hervorgehoben werden in einer Art und Weise, wie es eben ja bei einheimischen Führern nicht gemacht wird. Also klar, ich verstehe schon auch, ich finde es irgendwie seltsam, dass man immer beim Angriffskrieg vorhersagen muss, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, weil du zeig mir mal einen Angriffskrieg, der nicht völkerrechtswidrig ist. Aber ja, weiß ich nicht, selbst wenn man jemanden als superböse hinstellt, kann ja sein, dass der trotzdem schon böse ist, nur vielleicht halt jetzt, wenn man irgendwie sagt, der greift andere Länder an und der frisst Kinder, dann sagt man ja, okay, die Hälfte stimmt vielleicht. So, ne? Es ist mir egal, ob der böse ist. Das ist mir komplett egal. Ich bewerte nicht die Akteure. Ich bewerte vielleicht, was sie machen. Aber auch dann, ich setze nicht das moralische Urteil und dann schaue ich, was ich mache, sondern ich schaue mir erstmal die Interessenslage an. Ich schaue mir, welche Entscheidung konnte wozu führen. Und dann schaue ich, was wäre das Beste? Also, was wäre das moralisch Beste? Und ich versuche nicht, die verschiedenen Akteure moralisch einzuordnen und dann daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu treffen. Also so macht man sich anfällig für Manipulation, wenn man so vorgeht. Also so sollte man auch nicht vorgehen, wenn man dann zu komplett irrationalen Entscheidungen kommt. Was Das meinst du, ist keine. warum ausgerechnet dieser Krieg jetzt von den ganzen aktiven Kriegen der ist, der hier am meisten gepusht wird? Ist es, weil das uns am nächsten ist, weil es am gefährlichsten für uns ist, oder ist es wegen. Nein, weil es um diese Weltordnung geht. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Es geht um die Aufrechterhaltung der westlichen Weltordnung, dieser unipolaren Weltordnung. Die ist aktuell gefährdet. Und der Ukraine-Krieg ist da gar nicht der wichtigste Baustein. Der wichtigste Baustein ist der westliche Wirtschaftskrieg gegen Russland. Also das ist wirklich der zentrale Baustein. Damit hat der Westen versucht, Russland komplett zu isolieren, die russische Wirtschaft komplett zu zerstören, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und das hat nicht funktioniert. Also das kann man jetzt mal so festhalten. Also egal, ob das Wachstum in Russland jetzt die nächsten 10 Jahre vielleicht ein bisschen geringer ausfällt. Aber Kann meinst du, sein. Also Russland gibt uns korrekte Zahlen und wir wissen das, ob sie jetzt wirtschaftlichen Erfolg haben oder nicht? hast du Grund, das Gegenteil anzunehmen? Naja, es ist ja jetzt halt eine gewagte These zu sagen, wir sehen, dass es nicht funktioniert, oder? Ja, wir haben ja die offiziellen Zahlen aus Russland. Genau, also Ja, aber ich aus könnte jetzt auch Russland natürlich halt, ne? sagen, Weil man davon ja, ausgeht, dass die uns anlügen. also das ist doch wirklich Quatsch, dass man bei westlichen Statistikämtern sagt, oh, die Zahlen, die sind korrekt. Also wer die Anzahl hört, die Führungstheoretiker oder so Quatsch. Und wenn eine Zahl aus Russland, aus China kommt, dann wird überall gesucht, könnte das nicht doch manipuliert sein? Und also wenn man Belege dafür findet, wenn man Inkonsistenzen findet. Also ich sage es mal so, wenn jetzt die russische Leistungsbilanz plötzlich deutlich, deutlich negativ wird innerhalb der nächsten Jahre, obwohl der Wechselkurs geschwächt ist und die Inflation so niedrig ist. Also ich glaube, ich muss mich wieder langsam erklären, damit alle folgen Nee, können. ich frag nur Wenn die einfach und so ein generelles Ding, also okay. Ich will dir gerade sagen, wie man das als Laie, beziehungsweise als jemand, der sich nicht jede einzelne Zahl anguckt, wirklich so überprüfen kann, ob da Inkonsistenzen auftreten. Denn wenn da die Inflation ist in Russland relativ niedrig, der Wechselkurs ist relativ schwach, also der ist rund 20%, glaube ich, ein bisschen mehr sogar gerade, schwächer als vor Beginn des Ukraine-Krieges. Das heißt, eigentlich müsste jetzt Leistungsbilanzüberschuss steigen, da die russische Export- und Wirtschaft wettbewerbsfähiger ist. Also jetzt nicht sofort im nächsten Monat, aber über die nächsten Jahre, wenn das so bleibt. Und dann können wir uns angucken, wenn der russische Leistungsbilanzüberschuss nicht steigt, sondern die vielleicht ein Defizit macht. Also dann besteht Grund zur Annahme, dass die Zahlen zur Inflation, dass die Zahlen zur Inflation offenbar manipuliert waren.
Also dann zeigen sich in diesen Zahlen Inkonsistenzen. Man kann die nicht so gut manipulieren, dass dann alle volkswirtschaftlichen Daten so aussehen, wie man das gerne hätte. Also das wäre wirklich die größte Verschwörung aller Zeiten, die du aufgedeckt hättest, wenn du wirklich alle Zahlen koordiniert aufeinander so manipuliert hättest, dass die systematisch falsch wären und es trotzdem noch konsistente wirtschaftliche Zahlen geben, die nicht alles widerlegen, was wir über Volkswirtschaft wissen. Also die wirklich zueinander passen. Also dann hättest du wirklich eine riesige Verschwörung aufgedeckt. Also das ist wirklich dieser Gedanke, ja, das ist manipuliert, das ist ja tatsächlich eine Verschwörungstheorie. Also, und wie gesagt, ich halte von dem Begriff, ach stimmt, über den Begriff hat man noch gar nicht geredet, aber ich halte von diesem Der Begriff ja kommt von nichts, der aber. CIA, richtig? Und man sagt Verschwörungsmystik oder Nee, der kommt nicht von Verschwörungsideologie, nicht? der kommt nicht von der CIA. Der kommt also in Deutschland wurde zuerst in juristischen Texten Ende des 19. Jahrhunderts verwendet. Im heutigen Sinn Okay. wurde er zuerst von Karl Popper verwendet. Und die CIA hat den tatsächlich in Framing-Dings, also in Strategiepapieren, also vorgeschlagen, den so zu verwenden, dass man damit Kritiker der US-Außenpolitik diskreditieren kann. Und das passiert ja aktuell. Also, Also er kommt nicht von der CIA, aber sie nutzt ihn strategisch, ja. ich habe das auch kürzlich, ich habe ja gerade Lanz angesprochen, bei dem habe ich das auch gehört. Da wurde ja Seymour Hersh immer wieder als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Deswegen, sowas meinst du sicherlich, oder? Ja, ein Zuschauer schreibt es gerade, er wurde von der CIA gepusht im Kontext der JFK-Morde. Das ist ein gutes Beispiel. Also Also, JFK wurde aber auch, der wurde nur von diesem einen Mann erschossen. Der hat einfach so sich alleine ein Gewehr genommen, ist in ein Haus gegangen und hat geschossen. Ne? Also ja. gar keine andere Beteiligung, kann man einfach machen. Ja, dann hast du eine Komischerweise Kugel danach abgeschossen, die mehrere so Präsidenten vor uns gewesen. zurückging. Ja, ganz viele Präsidenten, die alle sehr, sehr unbeliebt sind und nicht erschossen wurden. Also dass keiner auf Trump geschossen hat oder auf Obama oder so, das ist Zufall, glaube ich. Dass es bei Kennedy so einfach ging und danach dann wieder nicht mehr. Aber ja, gut. Ja, wir müssen jetzt nicht über Kennedy reden. Am Ende gelten wir hier wirklich als Verschwörungstheoretiker. Obwohl, das sind wir jetzt wahrscheinlich eh schon, weil Ich wir über glaube, wir haben da schon US-Außenpolitik geredet haben. ganz gut für Also, gesorgt. Also. wie gesagt, das, was ich über Außenpolitik gesagt habe, ich kann es noch einmal betonen, das ist einfach nur das Gegenüberlegen von Interessenslagen. Das hat nichts mit einer Verschwörung zu tun, das hat nichts mit geheimen Interessen zu tun, das hat was mit den ganz offen zutage liegenden Interessen der Staaten zu tun. Also du Staaten in meinst, der das ist wie kapitalistischen wenn die Staatenkonkurrenz da haben. einfach Risiko spielen und man sagt ja, da sterben da ein paar Leute und dann sagen die, ja, ist halt so und machen einfach. Ja, natürlich. Die sind denen, natürlich sind denen die Leute egal. Also, wenn du als Politiker sonderlich viel Empathie hättest, dann würdest du in diesem System nicht weit kommen. Das ist, also in der, wie gesagt, kapitalistische Staatenkonkurrenz. Das ist keine Erfolgsmetrik in diesem System, dass du möglichst gutes Leben für die Mehrheit der Bevölkerung erreichen sollst. Sondern die Erfolgsmetrik ist halt, dass du für das inländische Kapital, für deinen Kapitalstandort, für deinen kapitalistischen Staat das Bestmöglichste rausholst. Beziehungsweise für deinen Machtblock. Also, ob das jetzt für das deutsche Kapital so gut ist, dass wir diese Weltordnung verteidigen, die offensichtlich weder im Sinne der europäischen Völker noch im Sinne des europäischen Kapitals unbedingt ist, das ist die andere Frage. Aber es passiert ja trotzdem. Also, Ja. Politiker machen Politik im Sinne des westlichen Machtblocks aktuell. Und ja. Also ich finde, man sollte Menschen nichts Böses unterstellen, man sollte ihnen nicht unterstellen, dass sie bösartig sind, man sollte ihnen aber auch nicht unterstellen, dass sie gut sind und nur das Beste wollen. Das Man ist ja sollte im erstmal Grunde unterstellen, dass sie wie, Interessen vertreten. also das, Neutral, also einfach neutral sagen. mich erinnert das so ein bisschen an die Beschreibung eines Kapitalisten von Marx, der gesagt hat, der beutet einen aus, aber nicht, weil er will, sondern er muss ausbeuten, weil die anderen, die stärker ausbeuten, überholen den sonst. Ja. Wenn man das Also von guck dir Firmen an, auf was mit Staaten Kult. überträgt, dann könnte das passen ungefähr, ne? Bei Staaten haben wir halt über Wahlen die Einflussmöglichkeit, dass wir das verändern, dass wir Politiker an die Macht wählen, die Frieden wollen, dass wir Politiker an die Macht wählen, die ja Aber nicht auf innerhalb der EU hat es ja Wirtschaftskriege und funktioniert nicht auf richtige eigentlich. Kriege setzen. Also innerhalb der EU hat es ja Ja, und eigentlich das muss jetzt. funktioniert, dass die sich nicht gegenseitig angreifen. Also natürlich haben EU-Länder seit Ja. Gründung der EU mit anderen Krieg geführt, aber untereinander haben sie es dann erstmal gelassen. Also ich muss ja in jedem Twitch-Stream, wo ich zu Gast bin, mal ein Buch empfehlen. Also Ach ja, warte ich. hier, Nee, das ist ein anderes. Ulrike. Nee, das ist ein anderes. Ja, das ist, habe ich vor kurzem durchgelesen. Das ist relativ teuer für so ein dünnes Buch, aber steht auch relativ viel drin. Endspiel Europa. Da Von arbeiten Ulrike so Gero. und Hauke Ritz. Okay. Das ist so ein Die habe ich Kulturphilosoph, kürzlich glaube ich. gesehen. Hast du das mitgekommen von Ulrike Gero bei Lanz?
Nee. Sie hat hinterher behauptet, sie hätte ein Genitalherpes bekommen, dadurch, dass sie bei Lanz gesessen hat. Und das würde ja zeigen, dass das eine männliche Energie war von Lanz, die da auf sie gewirkt hat. Und deswegen Also, wäre das vermute stark, dass auf was? Twitter was manipulativ zusammengeschnitten wurde. Ich vermute stark, dass auf Twitter jemand was manipulativ zusammengeschnitten hat. Meinst du? Die hat halt Also in ich einem habe ein Interview Video so gesehen, da beiläufig war sie auf so einem erwähnt und Panel und hat halt irgendwas erzählt von wegen, durch die männliche Energie ja. hätte sie Genitalherpes bekommen und ihr Frauenarzt hätte noch ein Ja, die Foto redet davon doch immer gemacht und relativ sowas. frei oder wirr, wie du es auch immer nennst. Also sie würfelt viel, sie hat viele Gedanken und die würfelt sich schnell zusammen. Ich mag das ja auch nicht, diesen Stil, Es aber kann ja auch sein, dass sie in manchen und Bereichen wenn du dann, valide ist und in anderen Bereichen Quatsch erzählt, aber das war ja, das, wenn du was ich dann, kürzlich halt mitbekommen habe und wo ich dachte, meine Güte, keine was? Ahnung, ich bin kein Mediziner, aber wenn du halt böswillig irgendwas zusammenschneiden willst, dann würdest du jetzt auch bei dir im Stream wahrscheinlich was finden. Und sie Ja. hat halt nicht so einen strukturierten Redefluss, sondern sie hat so viele Gedanken, die sie gleichzeitig sagt und dann erwähnt sie sowas beiläufig und dann. Aber nee, das Buch, das ist strukturiert geschrieben. Das ist, also man merkt auch, glaube ich, welche Stellen sie und welcher Hauke Ritz geschrieben hat. Die Stellen von ihm sind nämlich wesentlich sachlicher und ich finde auch wesentlich schärfer. Und auf jeden Fall wird da beschrieben, dass Europa es ja geschafft hat, dieses Projekt der Einigung. Warum das gescheitert ist, hatten wir ja vorhin auch schon teils angesprochen mit dem Euro, mit Leistungsbilanzungleichgewichten und mit der Außenpolitik, dass Europa eben keine friedenssichernde Außenpolitik gemacht hat, dass Europa eben nicht Frieden und Kooperation mit Russland gesucht hat, sondern Russland als Konkurrenten gesehen hat. Und deswegen eine, ja, immer, also das heißt Europa, der Westen als geeinter Block, dass diese Ich transatlantische Verbindung kenne Europa nicht gut diese getan hat, Ideen. Analyse. Ich habe auch Videos dazu gesehen, dass das ein vermeidbarer Krieg sei und dass Amerika mit dran provoziert hat. Aber das heißt ja eigentlich trotzdem nicht, dass es dann, dass man sich provozieren lassen muss oder so, oder dass man Ja, zu was dieser heißt Lösung greifen provozieren? muss, ne? Was heißt provozieren? Was heißt provozieren lassen? Also, Naja, du kennst doch um das sicher. jetzt nochmal, um das jetzt nochmal zu sagen, Putin ist moralisch an allem schuld, er ist böse, bla 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 bla, haken wir das selbstverständlich ab, kommen wir jetzt zu den wichtigen Teilen, um das sachlich zu analysieren. Staaten befinden sich in der kapitalistischen Staatenkonkurrenz. Sie versuchen ihren Machtbereich so weit es geht auszuweiten, sie versuchen sich so viele Ressourcen untertan zu machen, sie versuchen wirtschaftlich ihr eigenes Kapital so weit zu entwickeln, dass sie möglichst große Hegemonie über ihren direkten Einflussbereich oder vielleicht sogar globale Hegemonie, wie im Fall der Vereinigten Staaten erreichen können. Ja. Und ja, und Russland und der Westen haben sich in der Ukraine nun mal nicht friedlich auf eine Verhandlungslösung geeinigt, wie man die Interessen friedlich ausgleicht. Also ist es jetzt zu einem Krieg gekommen und da hätte man auch von westlicher Seite also wesentlich, ja, Russland eigentlich eine Neutralität der Ukraine zugestehen müssen. Also das Minsker Die Abkommen war ja schon Frage mal ein wäre erster ja Schritt in so. eigentlich, also du bist ja nicht so großer Philosophie-Fan, aber da könnte man ja die Frage stellen, ob zu viel Freiheit und ja, so eine Grenzenlosigkeit, ob die nicht quasi immer zu Krieg führt, weil die Leute dann gierig werden und sagen, ich will das und ich will das und ich will das und ich habe die Freiheit, das zu machen und dass man immer mehr haben möchte und wir inzwischen einfach zu viele Konkurrenten haben, die alle viel haben wollen und wenn du eine begrenzte Spielfläche quasi hast, wo alle einen größeren Platz haben wollen als den sie jetzt haben, dass sie dann immer aneinander kommen und immer Krieg haben werden. Verstehst du, wie ich Das ist meine? jetzt ein sehr negatives Menschenbild, aber ich bin der Meinung, das habe Aber ich im jetzt erstmal nicht. Kapitalismus und Neoliberalismus ist man ja schon gewissermaßen Ja, aber gierig, der ist ja kein, oder? der, es ist kein Naturgesetz. Ja, natürlich, aber es ist ja kein Naturgesetz, dass wir jetzt Politik gegen russische Interessen machen. Wir können ja auch am Verhandlungstisch stetig die Interessen ausloten, dann wieder den Handel aufnehmen und dann nicht so einseitig, wie er vorher gemacht wurde, also dass wir Russland zu einem billigen Rohstofflieferanten degradieren. Während sich bei uns durch die billige russische Energie Wirtschaft schön entwickeln kann, so war es ja in der Vergangenheit. Also Also meinst wir du, haben davon viel Russland und mehr profitiert Putin, als das ist Russland. einfach eine gekränkte, gedemütigte Großmacht, der einfach irgendwann quasi Amok gelaufen ist, weil er die ganze Zeit Was gekränkt heißt wurde? Amok gelaufen? Russland agiert seit 1991 aus einer strategischen Defensive. Und das russische Kapital, das ist auch nur dort dominant, wo es entweder wo die USA sich verzogen haben, weil, beziehungsweise das Land mit Wirtschaftskrieg überzogen haben, oder wo Russland es durch brutale militärische Gewalt festgehalten hat. Das ist jetzt nun mal der Status der Dinge. In der Ukraine, die ist seit 2014 sehr eng mit dem Westen verbunden und aktuell durch diese ganzen Schulden, die sie gegenüber dem Westen haben, durch die ganzen Wirtschaftsabkommen. Also ist die Ukraine komplett abhängig vom Westen. Das heißt, wenn jetzt nicht in einem Abkommen
dass Russland jetzt nur mit militärischer Gewalt erpressen kann, die Neutralität der Ukraine vorgeschrieben wird, dann ist die Ukraine dauerhaft Teil des westlichen Machtblocks. Das heißt, Russland wird diesen Krieg auf jeden Fall so lange fortsetzen, bis es eine Neutralität der Ukraine bekommt. Und ich sage es nochmal, das ist moralisch natürlich zu verurteilen, aber es ist nun mal so, Russland hat diese Interessen und das ist scheißegal, ob diese Interessen legitim sind, ob man diese Interessen gut findet. Diese Interessen existieren und man kann sie wesentlich friedlicher klären als auf dem Schlachtfeld. Und wie ist die Neutralität zu gewährleisten? Also kann man einfach sagen, wir erklären das jetzt zu einem Gebiet wie der Schweiz oder so, wo man sagt, also die kämpfen jetzt nicht selber, aber alle lassen die in Ruhe. Meinst du, ist das irgendwie möglich? Also man sagt, also Ja, keiner greift da an, keiner erhebt jetzt Anspruch, dass die eigenen Firmen da sind oder dass die nach deiner Pfeife tanzen. Kann man das machen? es sind ja da sind von beiden Seiten. Also es Genau. darf, die Ukraine darf dann, das muss man dann im Wirtschaftsabkommen regeln. Also Würdest das du ist sagen, das ist dann, ein Stellvertreterkrieg? ja, da wird ja jetzt immer gesagt, also vorher hat man ja gesagt, nein, die Ukraine ist kein Stellvertreter des Westens. Dieses Narrativ hat sich jetzt wieder gedreht. Da sagt man jetzt, ja, die Ukraine ist jetzt vielleicht Stellvertreter des Westens, weil man es jetzt nicht mehr leugnen kann. Und dafür sind die prorussischen Separatisten aber keine Stellvertreter. Die werden zu 100% auf Moskau gesteuert und deswegen ist es kein Stellvertreterkrieg. Also die westliche Propaganda, die denkt sich da immer, ja, neue absurde Argumente aus, um das Wort Stellvertreterkrieg vermeiden zu können. Also ja, ich hätte das so die ganze Zeit als Stellvertreterkrieg bezeichnet. Obwohl Russland da direkt beteiligt ist. Also das ist ja jetzt das Argument, Russland kämpft direkt, also ist ja nicht mal ein Stellvertreter. Was sorgt denn dafür, dass die Leute so sauer werden, wenn man sowas sagt? Woran liegt das? Ich würde tatsächlich sagen, Propaganda. Also mir fällt kein sachlicher Grund ein. Also warum hat irgendjemand, der hier in Deutschland ist, der damit mit dem Kampfgeschehen erstmal nichts zu tun hat. Warum hat er Interesse daran, dass man Russland schlecht behandelt, dass man Waffen an antirussischen Staat liefert? Also warum hat man Interesse daran, selber höhere Energiepreise zu zahlen? Also wenn jeder nur Na, rational an vielleicht sich aus selbst denken Empathie würde. oder so, dass man denen eine Geschichte erzählt hat, wo man sagt, der eine, Als der Empathie. misshandelt den anderen und du kannst daran mithelfen, dem zu schaden. Und wenn du zu jemandem sagst, also wenn du es auf ein anderes Beispiel anwenden würdest, es gab ja auch in Amerika immer, wenn da Todesstrafen verhängt werden, Leute, die am Zaun stehen und jubeln, wenn der Bösewicht aus dem Gerichtssaal zum Stuhl gebracht wird. Bei Ted Bundy und so, da gibt es ja Videoaufnahmen von, wo man sagt, der Typ ist durchs Land gefahren, hat Leute umgebracht und dann wurde der verurteilt, wird auf den Stuhl gesetzt und die Leute stehen da und klatschen und sagen, Hurra, er ist weg. Ja, aber nur dann, weil man es den Ja, Leuten, aber die sind ja also im auch Falle nicht von selber Russland, ja. Opfer von ihm und die hassen ihn trotzdem, weil sie einfach denken, dass, ne, der Typ, der muss weg. Ja, aber im Fall von Russland, da hat man es den Leuten ja jetzt eingeredet. Also warum herrscht nicht ein gleicher Hass auf, keine Ahnung, Deutschland, weil es am Angriffskrieg auf Serbien 1999 mitgemacht hat oder Ja, beim das ist ja ein Angriffskrieg bisschen her schon. auf 2001? Ach, Also ich glaube, Deutschland hassen Afghanistan auch einige 2001? Leute. Also. Ja, das sind die Deutschen. Es Aber hat, nicht glaube ich, schon deswegen, einen denn Grund, dass, wenn du in den Urlaub fährst, dass du in Ländern wie Niederlande und Co., dass du da Fahnen von der eigenen Nation an jedem Haus findest. Oder wenn du mal in die Türkei fährst oder so, das siehst du in Deutschland ja nicht unbedingt. Also da vielleicht mal alle 4 Jahre zur WM oder alle 2 Jahre, wenn EM ist, vielleicht auch nochmal. Aber wenn kein Fußball ist, eine Deutschlandflagge rauszuhängen, macht ja irgendwie keiner. Und die paar Leute, die es machen, werden angegriffen dafür, ne? ja, wir haben immer eine Deutschlandflagge draußen hängen gehabt bei uns zu Hause. Echt? Also wenn ich jetzt alleine in meiner Wohnung bin, ich habe jetzt eine eigene kleine Wohnung, da mache ich es nicht. Ich habe keine Deutschlandflagge, die ich da hinhängen könnte, aber Warum? ja, ich habe jetzt nichts gegen Leute, die es machen, kann jeder machen, wie er will. Ist mir relativ egal, meine Güte. Also ich glaube, es gibt eine Menge Flaggen in Deutschland, die siehst du häufiger als die Deutschlandflagge. Kann sein. Zum Beispiel Regenbogen, Türkei, Europa. Das siehst du alles, glaube ich, häufiger. Ja. Aber dass das so verdammt wird, also ich habe jetzt aus dieser Woken Bubble neuerdings mitbekommen, also das fand ich wirklich wirr, also wirklich komplett seltsam, dass da Leute wie Tilted Floster oder Filioka, Leute, die eine Deutschlandflagge im Profil haben, jetzt in die Nähe von Rechtsextremen rücken. Also das fand ich. Ich glaube, ich weiß aber, was die meinen. Also das ist ja nicht irgendeine Deutschlandflagge. Das ist ja meistens diese mit den 6 Streifen statt den Die dreien. Stolzflagge. Ja, Die ja. Und Stolzflagge, ja. Ich also weiß auch nicht, was an der so schlimm sein soll.
Naja, die hat ja einen direkten Bezug zu AfD und Co. Ja, und? Also, wenn die AfD jetzt die deutsche Flagge die ganze Zeit verwendet, kann man doch nicht sagen, die deutsche Flagge ist deswegen rechtsextrem. Aber die benutzen ja eine Das ist doch besondere absurd. Variation davon. Die benutzen ja nicht einfach nur die normale. Ja, aber die ist immer die Regenbogenflagge angelehnt. Also, das Ja, aber klingt man kann leider. ja relativ genau zurückverfolgen, welche Bubble das gestartet hat. Und ja, ach Trotzdem ja, ist es es wurde gerade albern. aus dem Also, Chat eingeworfen, die AfD sei aufgesprungen. Aber also. ja, es ist mir egal. Ich will nur sagen, warum es egal ist, weil, also nur weil jemand falsches, richtige Zeichen oder neutrales Zeichen jetzt aus meiner Sicht verwendet, dann soll er es halt machen. Es ist mir egal. Also nur weil jemand falsches etwas Richtiges sagt, bin ich Aber ja jetzt auch würdest du nicht die gegen das Richtige. Stolzmonatflagge auch selber verwenden oder nur die normale? Wird gar keine Frage. Also wie gesagt, ich finde es albern, stolz auf sein Land zu sein. Ich finde es auch albern, um da jetzt zur Regenbogenflagge zu kommen, stolz auf Sexualpraktiken außerhalb der Norm zu sein. Also das ist beides albern. Man sollte auf Sachen stolz sein, die man selber erreicht hat, wo man oder die man im Verband mit anderen erreicht hat, dafür hier geboren zu sein oder irgendeine Sexualität außerhalb der Norm zu haben, hat man ja nichts für Sehe getan. ich Also. ähnlich, ich habe auch keine Flaggen. Ich glaube, es geht halt nicht nur um den Stolz in dem Sinne, sondern auch um eine Art von Solidarität. Man will ja noch mehr damit ausdrücken. Man hebt ja die Deutschlandflagge auch hoch, weil man sagt, ich stehe hinter den Werten, für die das Land steht. Oder man hebt eine Regenbogenflagge hoch, weil man sagt, die werden schlecht behandelt von vielen und ich bin auf eurer Seite oder so. Es wird natürlich auch von einer Menge Firmen, wird das ja auch missbraucht, um diesen Leuten irgendwie Sachen zu verkaufen und die zu verarschen. Aber also ich glaube, die Intention bei vielen Leuten ist, dass sie sagen, ich toleriere diese Menschen, die sollen machen, was sie wollen. Und, ne, oder als Erkennungszeichen, um andere von der gleichen Sexualität zu finden oder so, so ganz pragmatisch gesehen. Ne, dass man quasi ein Repräsentant dieser Gruppe ist und man geht irgendwo raus und sagt, ich bin Vertreter der Non-Binären oder sowas. Und ne, zeigen so, hier sind wir, uns gibt's und wir sind tolle Leute und toleriert uns. Ne. Je nachdem, wer das macht und warum und wer das beobachtet. Also da gibt es natürlich solche und solche. Sind natürlich auch ein paar Spinner dabei, aber ein paar Leute haben wahrscheinlich auch echt einfach nur dieses Ding, dass also es werden ja tatsächlich noch zum Beispiel Homosexuelle angegriffen von manchen Leuten. Und Ja, es werden noch Deutsche angegriffen. Also. ja gut, aber da kannst du ja dann auch irgendwie. Also ich weiß nicht, wie oft das der Grund ist. Also das müsste man die Täter dann alle mal fragen, warum sie das gemacht haben oder irgendwie auswerten. Aber ich wollte nur, ich versuche diese ganze Sendung hier schon, diesen ganzen Stream ist. Ich versuche oft auch, mich in die andere Seite reinzuversetzen. Also das wird oft missverstanden, dass wenn ich was sage, dass man direkt denkt, das ist immer meine Meinung. Manchmal sage ich vielleicht auch irgendwas, wo ich denke, aus der Sicht der Person könnte ich mir vorstellen, dass es das ist. Oder ich sage vielleicht mal was, weil ich denke so, Ja. vielleicht kann ich dann aus dir eine interessante Antwort kriegen oder so. Also das. Ja, das ist eine richtige Einstellung, bewahr dir das. Also das erlebe ich ja. Wie gesagt, hatten wir eben internationale Politik. Man muss sich in die Lage des anderen hineinversetzen, wenn man seine Interessen verstehen will. Man kann nicht einfach sagen, der ist böse, sondern man sollte erst mal gucken, was hat der für Interessen. Dafür muss man sich in seine Lage reinversetzen. Ja. Das ist jetzt egal, welche Nationen man betrachtet. Es ist egal, ob man Amerika betrachtet oder den Iran oder weiß ich wen. Also Ich muss habe man mich auch einfach manchmal und schon wer. gefragt, also wenn man jetzt so Sachen hat, wo das man sagt, irgendwer fängt einen Krieg an oder irgendwer macht einen Völkermord oder so, hätte das wer anders auch gemacht, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, so als Gedankenspiel, ne? Also Wir werden es nie erfahren. ja. Aber man sieht ja bei Personen wie Putin oder Erdogan oder sowas, wenn man so anguckt, was die gemacht haben, da gibt es ja auch etliche Reportagen oder meinetwegen auch irgendwelche kurzen Mr. Wissen-to-go-Videos oder so, dann schwingt er ja meistens mit, dass die zu Beginn ihrer Amtszeit ein bisschen anders drauf waren als am Ende. Also Ja, sowas ja, verändert ja ja. einen Menschen. Wenn der wirklich über so eine riesige Nation, Also, wie ich glaube nicht, dass das beispielsweise. an der Veränderung der Menschen liegt. Also in Russland, da haben wir eine ganz spezifische Situation durch die Schocktherapie. Also wie gesagt, man sollte eher auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten schauen und nicht auf die Ideologien individueller Menschen. Ich halte das für eine falsche Herangehensweise. Aber in Russland, da haben wir durch die Schocktherapie so eine mega reiche Oligarchenklasse, die bei den Wahlen 1996 nur ganz, ganz knapp gegen die Kommunisten gewonnen hat. Also die wären vielleicht alle enteignet worden, wenn die Kommunisten das gewonnen hätten. Und da kannte man halt überlegen, wie man das macht. Entweder man versucht, Wohlstand zu schaffen, was. Wie gesagt, katastrophal gescheitert ist in den 90er Jahren. Also Russland hat einen riesigen Niedergang erlebt oder man stabilisiert das Ganze autoritär. Also man
schließt Fernsehsender, die kritisch sind. Man bringt die Oligarchen auf Linie, also dann welche, die auskehren, die eigene Interessen vertreten, wie der Chodorkowski, die werden dann abgesägt. Aber das liegt an diesen strukturellen Gegebenheiten. Also eine kleine Klasse in der russischen Bevölkerung besitzt extrem viel Reichtum und ein Großteil, der hat einen riesigen wirtschaftlichen Abstieg erlebt. Und ja, dazu kommt halt noch der Zusammenbruch der gesamten russischen Wirtschaft. Das heißt, diese kleine reiche Klasse, die hat jetzt auch noch so einen extremen Nationalismus in Reaktion auf diesen nationalen Abstieg, also auf den Verlust der russischen, ja, Großmachtposition, die Russland 1992 vielleicht noch hatte. Da, als Reaktion darauf hat sich diese Klasse auch radikalisiert. Und diese Gemengelage, diese Melange, also dass diese Klasse nicht gestürzt wird, beziehungsweise dass so also Kämpfe ausbrechen innerhalb verschiedener Kapitalfraktionen, was man ja in der Ukraine erlebt hat. Dass so etwas in Russland eben nicht passiert, da hat man halt das Ganze durch Autoritarismus stabilisiert. Kann man jetzt natürlich moralisch beurteilen und böse finden, aber die strukturellen Voraussetzungen, die dazu geführt haben, dass wir diesen autoritären Staat heute haben, die wurden in den 90er Jahren mit der Schocktherapie geschaffen. Da hat nicht irgendein böser Planer irgendwo gesessen, sondern das hat mit, ja, mit wissenssystematischen Voraussetzungen zu tun. Und meinst du, waren du meinst, die wären auch nicht wirklich vermeidbar gewesen? Doch, man hätte die Schocktherapie so nie durchführen sollen. Was meinst du Also ich genau hatte ja schon, damit? man hätte nicht alle Staatsunternehmen sofort privatisieren dürfen, man Aber hätte was nicht meinst du im jetzt mit Wechselkurs Schocktherapie? eingreifen dürfen. Also was Ach genau? so, Schocktherapie heißt, du privatisierst sofort alle Staatsunternehmen, du gibst alle Preise frei. Ich dachte, der Begriff wäre allen klar. Ich habe das verstanden, Du sitzt als da. dass du etwas, was passiert, nutzt, um es irgendwie für deine Zwecke zu nutzen. Du Nein, denkst. Schocktherapie heißt, du gibst alle Preise sofort frei. Du wandelst die Planwirtschaft von heute auf morgen in weniger Jahren eine Marktwirtschaft um. Du gibst alle Preise frei, du machst sofort Freihandel, also sodass die inländische Ich glaube, Industrie das andere kaputt war geht und was immer Schockdoktrin, passiert. oder? Kann das sein? Ja, Schocktherapie, das ist Das, was dann anderes. habe ich das Also es verwechselt, gab okay. damals Schocktherapeuten und sanfte Reformer. Und diesen Konflikt gab es auch in China und in China haben sich die sanften Reformer durchgesetzt. Deswegen hat sich die chinesische Wirtschaft auch viel, viel besser entwickelt als die russische. Also man kann die BIPs pro Kopf beider Länder übereinander legen. China hat Russland mittlerweile überholt, weil in China eben eine vernünftige Wirtschaftspolitik weg von der Planwirtschaft getrieben wurde. China hat aus einer wesentlich schlechteren Ausgangsposition gestartet und ist im Moment in einer wesentlich komfortableren Lage. China bedroht, und da sind wir wieder beim Aber Anfang ist der es nicht auch Diskussion. so, weil China unter anderem auch gewisse Menschenrechte ein bisschen missachtet? Jetzt geht doch nicht schon wieder das politische System. Ich war gerade bei Wirtschaft. Ja gut, aber die Wirtschaft kannst du ja anders aufbauen, wenn du einfach sagst, diese Leute hier sind einfach Sklaven oder sowas. Dann kannst du die ja viel einfacher benutzen, als wenn die gewisse Rechte Ja, haben. aber die Löhne in China, die sind extrem stark gestiegen die letzten Jahre. Also Ja, es aber ist ja jetzt nicht auch, so, weil dass die die halt nicht. irgendwelche Uiguren einsperren und sagen, die arbeiten auch für uns und kriegen nichts, oder? Nee, die Uiguren sperren sie nicht ein, damit sich der Wirtschaftsstandort China so entwickelt. Also China hat in der Region Xinjiang ein starkes Problem mit islamistischem Terror. Da gab es zahlreiche Anschläge. Also einmal auch auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Beijing. Also, und nachdem es diese ganzen Anschläge gab, also da ist, glaube ich, ich will nichts Falsches erzählen. Guckt euch die Reihe der Anschläge an, die es da gab. Aber das sagt Amerika ja auch über gewisse Ja, Länder ja, 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 ja. oder Gruppen. Deswegen lass mich immer erklären. Die haben da diese Provinz Xinjiang nicht gleichzeitig mitentwickelt. Die ist wirtschaftlich rückständig, die ist kulturell anders als die ostchinesischen Provinzen, die relativ urban geprägt sind. Das ist auch noch relativ ländlich geprägt. Und dieser islamistische Terror, der hat halt einen guten Nährboden gefunden. In den 2000ern hat man dann versucht, das mitzuentwickeln und das hat den Terror nicht abnehmen lassen, sondern diese Entwicklungsstrategie, die wurde von vielen da erstmal als invasiver Eingriff in ihre Kult, in ihre alte Lebensweise aufgenommen und hat den Terror sogar erstmal noch verstärkt, diese versuchte Modernisierung da. Das heißt, dann hat man das irgendwann, ja, mit autoritären Mitteln. Also man hat, will ich jetzt auch nicht schönreden, ich will nur erklären, warum China so handelt. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, um nochmal klar zu betonen, dass es mir nicht darum geht, moralisch irgendwas zu rechtfertigen, sondern ich will nur sagen, warum so gehandelt wird. Und dann hat China halt da Terroristen oder Leute, die man da verdächtigt hat, mit denen zu kooperieren, also auch ohne Gerichtsverfahren, entgegen allen rechtlichen Standards, in diese Lager gesperrt, beziehungsweise auch die chinesische Regierung sagt ja offiziell, das sind nur Berufsbildungszentren. Und Ja, sie da gibt es diese, selber. ja, das ist es ja. Ein Teil der Menschen, die dort sind, darf abends einfach nach Hause gehen, die machen eine Berufsausbildung und lernen Chinesisch. Ein anderer Teil, der ist da wirklich eingesperrt und der wird da quasi umerzogen, um eben ja, nicht mehr dem Islam zu folgen, sondern um halt zu einem braven chinesischen Bürger zu werden. Und das ist, ja, das ist natürlich grausam und alles und schlimm und verurteilswert und China hat doch auch immer 50.000 noch den Morde Weltrekord in im Todesstrafen, All. oder?
Höchstwahrscheinlich, das, Ja. wird, es gibt nämlich keine offiziellen Zahlen raus. Ja, von Amnesty gibt es die Zahlen, ne? Ja. Nee, die sind geschätzt. Die sind geschätzt. Also Okay. ja, China ist wahrscheinlich da weit erster. Ja, Also gut, kommt dann. natürlich darauf an, wie man Todesstrafen misst. Also wenn man jetzt die amerikanischen Drohnentoten auch als Hingerichtete zählen würde, dann wäre China nicht mehr erster. Ja, gut. Also ja, Es ist ja generell auch alles die relativ. Also Frage, ist jetzt jemand nur ein, also wird jetzt jemand nur hingerichtet, indem du wirklich auf ihn schießt, oder kannst du auch sagen, indem du irgendwie die Region um ihn irgendwie austrocknest und der verhungert einfach oder sowas, kannst du dann auch sagen, du hast den getötet. Ne, also das ist immer die Frage, aber ich weiß passiert nicht. übrigens gerade, um das Thema auch noch mal ganz kurz anzuschneiden, in Bergkarabach. Das ist eine Region, die gehört Ja, kenne völkerrechtlich zu ich. Aserbaidschan. Die wird von denen belagert. Und das ist definitiv ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da Menschen auszuhungern. Und das ist auch das Ziel westlicher Wirtschaftssanktionen, beispielsweise gegen Syrien, um dann halt mal einen Kreis zu schließen. Dass man wirklich die Bevölkerung da aus, also dass man wirklich nicht will, dass die an Lebensmittel, Medikamente, an alles Lebensnotwendige kommen. Also das sind auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von Westen bzw. von westlichen Partnern, Aserbaidschan ist ja ein westlicher Partner. Armenien, Warum also kann der das Westen da kannst du dann auch. nicht einfach sagen, wir verurteilen das und wir schreiten da jetzt ein, wir helfen Bergkarabach? Oder Arzach ist das gleiche, Ja, ne? natürlich. Arzach und Bergkarabach ist, glaube ich, nur ein Ja, unterschiedlicher Name, ne? weil das nicht im Interesse des Westens ist. Aber der Westen hat doch, Haben Interessen, keine Werte. aber der Westen Pulver hat werden. doch die tollen Interessen mit Freiheit und Freiheit, Einheit, nee, war das? Nee, nee, egal, aber man sagt doch immer als die Werte der EU, dass man irgendwie Frieden sichert und dass man Genau. Menschenwürde Wie frei achtet ist und denn sowas. Aserbaidschan? Das kannst du ja mal angucken. Das ist so ziemlich eines der autoritärsten Länder der Welt. Also vergleichbar mit Russland. Scheint Ihnen auch ein bisschen schlimmer. Das ist, ja, es geht, also das hatte ich ja schon die ganze Zeit gesagt. Ich kann mich nur wiederholen, es geht nicht um diese Werte. Wenn irgendein Politiker das erzählt, dann ist er unfassbar naiv und sollte aus dieser Stellung enthoben werden, weil er dann hingehört oder er will einen belügen. Und das ist halt das Häufigere, dass er einen einfach belügen will. Kann das sein, wie bei Marx' Kapitalistendefinition, dass die Leute quasi gar keine andere Wahl haben, als diese Rolle zu erfüllen? Also Ja, also die könnten Bevölkerung da. die EU oder der Bundeskanzler einfach sagen, so, ich will jetzt Weltfrieden und wir machen jetzt auch keinen Handel mehr mit Katar und wir machen Sanktionen gegen alle, die böse sind oder sowas. Bloß Geht das nicht. Das überhaupt? würde Kriege provozieren. Das wäre brandgefährlich. Bloß keine Sanktionen gegen irgendwen. Aber Also das wäre genau das Gegenteil dessen, was du gerade gesagt hast. Also wenn du Frieden willst, dann setzt du auf wirtschaftliche Kooperation, dann setzt du auf Abkommen, die jedem Wohlstand ermöglichen, dann setzt du nicht auf Wirtschaftskrieg. also du soll, ja, ich verstehe, wie du das siehst. Ich verstehe halt auch ein bisschen die Argumentation der Gegenseite, die sagt, wenn jemand gegen unsere Werte handelt, dann schließen wir den aus und lassen den nicht mehr mitmachen, weil ja, wir können ja nicht guten Gewissens irgendwie bei dem täglich in den Laden gehen und sagen, hi, schönen Tag, wenn du weißt, der, ne, macht die ganze Zeit irgendwas, was du überhaupt nicht möchtest. Wie gesagt, diese Werte sind immer Vorbild. Oder gezeichnet halt von einer gewissen Naivität, die man in der Politik nicht an den Tag legen sollte. Okay. Also Hauke Rützt, der mir das Buch vorhin gezeigt hat, der hat einen schönen Satz gesagt. Wo heute über Werte geredet wird, da wird morgen geschossen. Sollen wir mit Ländern wie Nordkorea und Co. auch einfach handeln? Ja, Nordkorea, da gibt es ja jetzt eine ziemlich große internationale Übereinstimmung, also die auch von China und so gedeckt ist, dass die ihre Atomwaffen aufgeben sollen. Und sobald die keine mehr haben, soll man mit denen Ja, natürlich, einfach handeln natürlich. mit allen anderen. Also du siehst doch Nordkorea, die sind jetzt seit Jahrzehnten so abgeschottet, die haben keine wirtschaftliche Entwicklung, die haben nichts. Also ist es jetzt gut, die Nordkoreaner jetzt absichtlich noch tiefere Armut zu halten, als sie sowieso schon wären? Also wem nützt das? Also wie gesagt, die haben gerade Atomwaffen, das ist der Grund, warum sie so sanktioniert werden. Aber Aber warum wenn dürfen sie denn die manche abgeben, Länder Atomwaffen haben und manche nicht? Atomwaffensperrvertrag, da haben sich die fünf Siegermächte des Zweiten Ja, ich Weltkriegs, weiß, warum es so ist, China, aber warum ist es okay, dass es so so, ist? ist nicht okay, es ist so. Also es sind einfach diese Länder hatten die Macht, das durchzusetzen. Da gibt es noch vier weitere Länder, die sich die illegal beschafft haben, und bei drei Ländern, da sagt niemand groß was. Das sind Indien, Pakistan und Israel. Und ja, solange da niemand Aber was sagt, die haben kriegen diese ja auch drei keine Länder wohl auch. Sanktionen. Oder? Also wir können Ja, ja ich sag ja, sagen, Nordkorea man sagt ja, Nordkorea wird sanktioniert, weil die haben Atomwaffen, aber Indien und Pakistan ja, sagst du es jetzt nicht, ne? weil in Nordkorea eben der Verbündete China bei der Sanktionierung mitmacht.
Also bei Israel, da würden sich die USA und Frankreich und Großbritannien natürlich immer gegen sperren, also drei Deutschland Vetomächte, und da ist ein Israel ist ja auch Kriegsdeal nochmal eine Nummer für passiert. sich da. Deutschland ist keine Vetomacht. Aber Ja. Pakistan und Israel, mit denen würde sich absolut niemand verscherzen. Pakistan ist übrigens ein enger Westverbündeter, wenn wir schon bei dem Thema sind. Um jetzt nochmal einen ganz globalen Rundumschlag zu machen, die haben gerade den wohl beliebtesten Politiker des Landes, Imran Khan, haben die einkerkern lassen. Warum? Weil er zu beliebt war und drohte, bei den nächsten Wahlen die Mehrheit zu gewinnen. Und das ist was ist das für einer? Also offiziell Korruptionsvorwürfe, aber in diesem ja, militärisch-geheimdienstlichen Konglomerat, das da in der Macht ist, also kurzum, da sind immer zwei Familiendynastien an der Macht, und das Militär sucht sich dann eine von beiden aus, beziehungsweise das moderiert dann zwischen denen, und da ist dieser Imran Khan so von außen gekommen, und das hat diesen Dynastien überhaupt nicht gefallen, und jetzt haben sie ihn abgesägt. Was ziehst du für Schlüsse aus diesem ganzen Wissen eigentlich? Welchen ganzen Wissen, so viel weiß ich auch nicht. Na, du redest jetzt seit 2 Stunden über eigentlich die ganze Welt und deren Politik und deren Wirtschaft und sowas und. Ja, ich habe mich über grobe politische Ereignisse in wichtigen Ländern und über Wirtschaft weiß ich eigentlich am meisten. Und da kannst du dir auch relativ schnell angucken. Guck dir die Leistungsbilanz eines Landes an, und dann kannst du sagen, ob das, was deiner Presse so erzählt wird, ob das stimmt. Wenn Land andauernd Leistungsbilanzdefizit hat und dann erzählt wird, ja, das ist ein total freies Land, das kann allein über seine Zukunft entscheiden, Bullshit. Es hat sich gegenüber dem Ausland verschuldet, und es hat diesen Gläubiger Rechenschaftspflicht. Also keine offizielle natürlich, aber kann keine Politik gegen diesen Gläubiger zu machen, ohne seine eigenen Interessen massiv zu schaden. Also das sehen wir gerade in der Ukraine. Also ein Land, das so große Kredite vom Westen erhalten hat, das kann nie eine anti-westliche Politik machen. Das geht einfach nicht. Aber hast du da jetzt, geht's dir dadurch besser, sowas alles zu wissen oder versuchst du das anderen mitzuteilen, um irgendeinen Wandel zu bewirken? Also was? Ja, wie Du bist gesagt, ja ich will schon das. tief in diesen ganzen Themen Also drin und das sind ja oft auch so ein bisschen Downer-Themen, oder? Wo viele Leute sagen würden, irgendwie geht es einem schlechter dran, wenn nee, man sich die also. ganze Zeit damit beschäftigt, dass irgendwer stirbt und Nee. Also ein Downer ist es vor allem, wenn ich dann so Politikern oder so Nachrichtensprechern oder wer auch immer zuhöre, die sagen, es würde um Werte, es würde um Moral gehen. Also es ja. würde um dieser ganze Propaganda-Unsinn, der dafür gemacht ist, um eben vom eigentlich Wichtigen nicht sprechen zu müssen, nämlich von gegensätzlichen Interessen. Und Was meinst du, wie viele von diesen Akteuren machen das mit Absicht? Also es gibt ja bestimmt auch einige Politiker oder hohe Wirtschaftsleute, die wirklich sowas glauben, was sie da sagen. Die wirklich sagen, wir machen feministische, wertegeleitete Außenpolitik und die das dann wirklich auch ernst nehmen und es nicht nur behaupten. Also. kommt auch ein Bereich an. Also bei diesen, keine Ahnung, Social Justice Warriors, die noch keine finanzielles Interesse daran haben, würde ich sagen, okay, die machen das vielleicht aus Verblendung, aber bei jemandem, der an der Spitze der Bundesrepublik steht, oder jemandem, der, keine Ahnung, an der Spitze von irgendeiner Stiftung steht, jemand wie Marie-Louise Beck, dem würde ich nie unterstellen, dass er das ernst meint, was er da sagt. Wer ist das? Ich kenne ihn jetzt Marie-Louise nicht. Beck, die hat die Stiftung, muss ich aufpassen, ich will ja nichts Falsches sagen, Liberale Moderne, glaube ich, gegründet, zusammen mit Ralf Füchs. Und wer die Stiftung nicht kennt, die finanzieren unter anderem das Projekt Gegneranalyse mit unserem staatlichen Geld. Die finanzieren das, das wird vom Projekt Demokratie leben, was von der Bundesregierung finanziert wird, finanziert. Und da diffamieren sie halt, ja, linke Regierungskritiker eigentlich. Also da Wen haben sie einen denn? Beitrag beispielsweise gegen die Nachdenkseiten gemacht. Das ist so eine sozialdemokratische, komplett gemäßigte, überhaupt nicht radikale, überhaupt nicht in irgendeine Richtung, also irgendeine radikale Richtung von bestimmter Zeitung. Das ist also gegen, und die wurden als Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsideologen, antiamerikanisch, rechtsoffen, also was da noch, also dieses ganze Bullshit-Bingo. Du hast, glaube ich, mitgeregt, dass mit Poletopia passiert, das wurde dort mit staatlichem Geld aufgezogen von so einer grünen Stiftung organisiert. Also ich habe das Also auch mitbekommen, dass es einen Beitrag bei Belltower News gab, auch über Anti-Amerikanismus. Ich habe hier auch gerade vor einer ganz schönen Weile habe ich hier Subs und Bits reinbekommen. Erstmal danke an alle. Ne, danke an der Geselle, an Pusher Club, Hubertus Schnallus und der Bartmensch. Und der Bartmensch hat hier vor, wann war das? Ist gut eine halbe Stunde her, glaube ich. Da hat er gesagt, in den 90ern war sowas eigentlich Straßenwissen. Da konnte man offen über sowas reden und wurde ernst genommen. Heute ist es Verschwörung.
Mir ist Es ist das, schön, dass das mal anders war. ich weiß nicht genau, wann das war, aber das ist, ging, glaube ich, auch um Amerika da gerade, als er das geschrieben hat. Mich hat nämlich auch gewundert, dass. Warte mal kurz, du kannst gleich weiter erzählen. Ja? Ich gehe mal kurz auf Toilette. Okay. Gut. Ihr könnt ja alles so in den Chat schreiben. Ich lese die ganze Zeit ein bisschen mit. Aber da ging es um Attentate. Okay. Also ich lese die ganze Zeit ein bisschen den Chat mit, aber ich werde jetzt auch nicht direkt alles vorlesen, weil mich interessiert, was er zu sagen hat. Und also ich will auch nicht jedes Mal direkt, wenn ich bei irgendwas Bedenken habe oder nicht zustimme, direkt sagen, dass er irgendwie blöd ist oder ein Schwurbler oder irgendein Idiot. Ich finde es wichtiger, dass wir miteinander reden öfter mal. Und ich höre ihm erstmal bei allem zu und ne, ich stelle ja auch ein paar Zwischenfragen, aber also es das heißt jetzt nicht immer, wenn ich nichts sage oder wenn ich irgendwie ihn reden lasse, dass ich alles 100% so überschreibe, weil ehrlich gesagt, in manchen Themen bin ich auch gar nicht so tief drin. Ja? Mich interessiert, was er da zu sagen hat und wenn ich halt, weiß ich nicht, bei manchem vielleicht auch einfach nicht so im Thema bin, dann höre ich mir jetzt erstmal einfach alles an, das interessiert mich auch. Aber ja, ich habe jetzt hier irgendwie keine Pferde im Rennen oder so, wie man es nennt. Ne? Also ich muss jetzt nicht irgendwie eine Debatte gewinnen oder irgendwas. Und ich sehe schon, je nach Thema sind manche Leute ein bisschen sauer, aber das ist ja auch okay. So, willkommen zurück. Ich wollte Hi. gerade darüber reden, dass ich in meiner Kindheit oder Jugend so aufgewachsen bin, dass Anti-Amerikanismus eigentlich so ein bisschen Konsens war sogar. Du bist ja jetzt ein bisschen jünger als ich, aber ich weiß noch, dass ich 9/11 beispielsweise mitbekommen habe. Und da war ich noch recht jung, aber wir haben das in der Schule irgendwie gehört und da wussten wir auch alle gar nicht so genau, was das ist. Und dann später hieß es aber ja auch, man kennt bestimmt diese ganzen Theorien, dass das ein Inside-Job war und wir waren uns alle nicht so ganz sicher, ob es das ist oder nicht. Und dann, aber als es um Irak und Afghanistan und so ging, da war Amerika doch immer sehr, sehr unbeliebt und es wurde sehr, sehr viel davon geredet, dass Amerika für Öl halt irgendwelche Leute platt macht und sowas. Und jetzt inzwischen gibt es eine Menge Artikel auch, die von Anti-Amerikanismus sprechen und sagen, aber der Ami ist doch der Verbündete und wie kannst du nur was gegen ihn sagen? Kürzlich habe ich was gesehen von Bell Tower News. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind von der Amadeo-Antonio-Stiftung und die haben da, ich bin da drauf gekommen durch Serdar Somuncu, der da auch erwähnt wurde. Und ja, ich fand es doch. Weiß nicht, also vielleicht bin ich auch selber ein bisschen gebiased, aber wenn ich höre Anti-Amerikanismus, dann denke ich so, ja, also das ist jetzt nicht Versuchen die völlig an den jetzt, Haaren herbeigezogen, oder? also die versuchen dieses antiamerikanisch mit verschwörungsideologisch, was ja auch schon so ein Propagandabegriff ist, gleichzusetzen und dann noch rechtsextrem und alles, also wirklich da alle negativen Konnotationen mit zu verbinden und die sind da leider ziemlich erfolgreich mit, also das ist. Also wir haben hier mehrere Sachen, ne? Kann es jetzt hier mal einblenden. Zum Beispiel das salonfähigste Vorurteil und ne, da geht es um Anti-Amerikanismus. Hassobjekt USA, das war das, was ich zuerst gesehen hatte, als es hier ging es um Serdar Somuncu, der hat wohl gesagt, Anti-Amerikanismus ist ja jetzt verpönt seit dem Ukraine-Krieg. Man gilt sofort als Putin-Versteher, wenn man anti-amerikanisch ist. Ja, und das ist anscheinend eine böse Aussage, die man nicht machen darf. Jedenfalls deutsche Promis gegen Amerika. Alice Schwarzer wird hier genannt, aber also es gibt hier wohl mehrere Artikel. Also gibt es noch das Lexikon Anti-Amerikanismus und dann haben sich hier ganz viele Artikel darüber geschrieben. Ja, und dann wird hier gesprochen von der Querfront gegen die USA und also Ja, diese sage ich ja, rechtsoffen. Das ist diese Verbindung, die man dazu machen will. Also das ist. hier steht was drin von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus wird irgendwie in ein Ding. Das war in dem anderen, glaube ich, auch. Ne? Die war, glaube ich, Ja, auch. das auch noch. Also wie gesagt, Ja, hier, alles, womit man Leute Antisemitismus. diskreditieren kann. Hier steht auch Anti-Amerikanismus und Antisemitismus. Das wird dann gerne in einen Topf geworfen, weil, also ich zum Beispiel, ich würde mich nicht als Antisemiten sehen, aber Anti-Amerikaner
Finde habe ich nichts schon gegen die nicht so USA. toll. Also. Ich hab nichts gegen die USA. Ich habe nicht mal was gegen die, die da, also wie gesagt, moralisch kann man sagen, was man will, aber ich habe nicht mehr gegen die Regierung der USA als gegen die Regierung anderer Staaten. Die vertritt halt die Interessen der USA, aber wir müssen halt sehen, dass das nicht unsere sind. Deswegen habe ich aber nichts dagegen. Deswegen verurteile ich das jetzt nicht in besonderer Art und Weise mehr, als ich es bei anderen machen würde. Aber genauso wenig, wie ich anti-amerikanisch bin, bin ich anti-russisch oder anti-chinesisch. Ja. Ich bin einfach anti niemand. Ich bin pro-europäisch, wenn du das so sagen willst. Aber proeuropäisch, aber gegen Euro und EU so ein bisschen, oder nicht? Ja, ich habe ja gesagt, wenn man Euro einfach auflösen, wie die AfD es sagt, und der D-Mark einführen, dann bricht ein Riesenchaos los. Dann haben wir Situationen von den 70ern, die man ja durch den Euro beenden wollte. Also nur wenn man eine Fehlkonstruktion auflöst, hat man ja nicht was Besseres dann. Ja, das habe ich mir Und auch schon öfter gedacht. gegen. Also man hätte vielleicht darüber diskutieren können, ob man es überhaupt einführt. Ich glaube, Gregor Gysi sagte auch, dass er damals dagegen war, aus verschiedenen Gründen, aber meinte, jetzt haben wir den und jetzt wieder austreten ist auch nicht unbedingt so clever. Ja, aber wir müssen noch reformieren. Was würdest du reformieren? Und hatte ich ja schon gesagt, also entweder abwickeln oder wie gesagt, europäische Transfersysteme einrichten, Arbeitslosenversicherung brauchen wir auf europäischer Ebene, Pflegeversicherung brauchen wir auf europäischer Ebene, Deutschland und die Niederlande und alle Staaten, die sonst noch Lohndumping betrieben haben, müssen endlich ihre Löhne erhöhen. Dann also wir müssen dafür sorgen, dass die EU auch zentrale Infrastrukturprojekte in ihre Hand nimmt, beziehungsweise manche sagen ja, man soll die EU neu gründen. Also wie wir es dann nennen, wir müssen die auf jeden Fall auch demokratischer machen dazu. Also wir können nicht ganz viele Kompetenzen auf europäische Ebene verlagern bei den aktuellen institutionellen Gegebenheiten. Kann Also man das irgendwie noch die funktioniert einfach Länder, die nicht. nicht drin sind, dazu bringen, da auch mitzumachen, die man vielleicht haben möchte, sowas wie beispielsweise Also Schweiz, Norwegen und sowas? das Gute, solange die noch nicht drin sind, kann man sich leichter auf Reformen einigen, denn wenn noch mehr beitreten, dann wird es noch schwieriger, weil ein Land alles blockieren kann. Das heißt, wenn man Reformen macht, dann sollte man die eher früher als später machen, denn es werden Aber perspektivisch du noch mehr meinst, Länder man beitreten. sollte jetzt eher erst alles regeln und dann bei Norwegen zum Beispiel nochmal anklopfen und sagen, hey, wollt ihr nicht vielleicht doch mit rein oder sowas? Ja. Also man, die Schweiz und Norwegen, die halten sich an die Regeln, die die EU setzt. Die sind Mitglied des Binnenmarktes. Die haben aber ihre eigene Währung und dürfen nicht mitbestimmen. Das Aber ist der Unterschied da. Großbritannien Sie hatte sind. ja auch seine eigene Währung und war die ganze Zeit drin. Ja, also es Warum können wäre, die nicht auch so eine Ausnahme bekommen? wenn es Anfang der 90er Jahre nicht zu einer Währungskrise gekommen wäre, dann hätte Großbritannien vielleicht auch sogar den Euro eingeführt. Großbritannien hat nämlich versucht, über einen starken Pfund damals, der fest an eine D-Mark gebunden war, die Inflation zu senken. Eine wirklich katastrophale Idee, die natürlich gescheitert ist, weil ein zu starker Wechselkurs, da stürzen sich alle Spekulanten drauf und wetten gegen die Währung. Das ist selbstverständlich. Und als die Deutsche Bundesbank nicht bereit war, diesen Wechselkurs zu stützen, da war das Spiel halt zu Ende. Da ist dieser gesamte Wechselkursmechanismus in die Krise geraten. Also, wenn das nicht gescheitert wäre, wäre Großbritannien vielleicht Mitglied des Euros gewesen. Es ist ja Ziel, dass alle dem Euro beitreten. Das ist ja auch langfristig die Perspektive, auf die die zusteuern. Aber aktuell, in der aktuellen Verfassung, wie die Eurozone ist, ist das halt keine sonderlich gute Aussicht. Also, wir sehen ja beispielsweise in baltischen Staaten, dass da die Inflation relativ hoch war, dass wir da starke Lohnzuwächse hatten. Wir sehen in Bulgarien starke Lohnzuwächse. Und das ist nicht gut, weil wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erklärt, weil es da zu Leistungsbilanzdefiziten führt, weil die Exportindustrie an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und das ja, kann halt zu einer neuen Euro-Krise führen. Deswegen müssen wir den Euro reformieren, und wenn wir mehr Kompetenzen auf europäische Ebene verlagern, dann muss die EU demokratisiert werden. Also Kommissionspräsidenten kann man direkt wählen. Wir können Volksentscheide auf europäischer Ebene machen. Es gibt so viel, was man machen kann. Also Aber ist vielleicht nicht zu viel Demokratie für manche Leute auch eine Art Überforderung, wenn man jetzt schon sieht, wie viele Leute gar keine Lust haben, wählen zu gehen oder wie viele Leute bei irgendwelchen Themen wirklich gar keine Ahnung haben? Also ich habe zum Beispiel auch öfter gedacht, Volksentscheide sind vielleicht in der Theorie eine nette Idee, aber wenn du dir so anhörst, was die Leute draußen so für Meinungen haben und was die so erzählen, dann denkt man vielleicht manche Sachen, also wenn du wirklich angenommen, du würdest sagen, jede Woche machen wir Volksentscheid zu einem anderen Thema. Die Leute, die da abstimmen gehen, die können ja gar nicht so tief im Thema drin sein. Die können das ja gar nicht alles verstehen und wissen und lassen sich verarschen von irgendwem.
Also da würde ich komplett widersprechen. Die meisten Deutschen sind beispielsweise für eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro. Da haben wir gerade so eine Mindestlohnkommission, die so ganz komisch eingesetzt wurde, die dafür da ist, um den Mindestlohn eben, also um es mal kurz zu machen, Da da hat eine bist du auch Partei sogar dafür dafür, der ist. wahrscheinlich, oder? Ja. Ich habe ein Video, wo ich das begründe, kann sich dann jeder ansehen, um die ganze Geschichte Aber zu hören. was ist Aber denn, wenn da hat dann Abstimmung wäre, wollen wir den Mindestlohn auf 30 Euro erhöhen und dann sagen alle, jawohl, ich hätte den gerne und die sind sich gar nicht dessen im Klaren, ob das geht und was das für Folgen Ja, hatte dann dann. kommt es zu Inflation und dann sind die Menschen sauer und dann stimmen sie wieder dafür, den vielleicht, also jetzt nicht wieder auf 12 Euro zu senken, aber vielleicht auf 20 Euro oder 18 Euro oder 16 Euro zu senken Aber meinst du wieder. nicht, die Leute Also. sind ein bisschen auch. Ja, es gibt ja dann Inflation, die kriegen ja die negativen Folgen direkt mit. Aber Also. ja, gut, bei manchen Sachen merkst du es direkt, aber bei manchen Sachen dauert das ja auch ein bisschen. Da sind ja auch dann die Leute so, die gehen irgendwie zur Wahl und eine Woche später sagen sie, hey, hat sich ja immer noch nicht geändert, weil manche Sachen einfach total lange dauern, aber das halt nicht unbedingt jeder so sieht, oder? Ja, aber stell dir mal vor, wir hätten über diese Kriegseinsätze der Bundeswehr abgestimmt. Wir hätten darüber abgestimmt, ob wir nach Afghanistan gehen oder nach Serbien. Also, vielleicht hätten wir heute keinen einzigen Auslandseinsatz der Bundeswehr. Das könnte sein, ja. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch eine der Sachen, die mich so ein bisschen daran wundert, wie emotional das ganze Thema besprochen wird. Also ich kann verstehen, dass man Meinst du jetzt Empathie hat. Volksentscheide oder? Nee, jetzt Kriege. Also ich kann verstehen, dass man empathisch ist, wenn man hört, da ist ein Angriffskrieg und der eine greift den anderen an und tu doch was, ne? Und dass wenn man dann da irgendwas hört, wo jemand was Gegenteiliges sagt, also Ukraine ist ja so ein Thema, wo sich sehr, sehr, sehr viele Leute in Deutschland drüber zerstreiten. Aber wir haben ja gar keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Also ich kann ja gar nicht dafür sorgen, dass es in die eine oder andere Richtung ausgeht. Also Und wir selbst oder unsere Regierung? nee, ich meine ich, der Bürger. Also So. wenn ich gar nicht gefragt werde, ob wir Also. Waffen exportieren oder nicht, bringt es mir überhaupt was, deswegen sauer zu werden, weil jemand anders dafür ist oder dagegen und ich sage, aber ich sehe es so Du und der sieht es musst so. immer einen Kampf um die öffentliche Meinung führen, weil die Regierung ja schon abgestraft werden kann an der Wahl. Und das sehen wir ja gerade. Also sie wird ja Ja, gut. hoffentlich bald, wenn alles gut läuft, bei den Europawahlen richtig abgestraft für das, was sie In welche anrichtet. Also Richtung? das. Ich hoffe, dass sich bis dahin eine neue linke Partei formiert, die davon Ja, profitiert. aktuell werden sie Und ja wenn nicht, meistens dann. dadurch abgestraft, dass Leute die AfD wählen. Also man kriegt ja sogar mit, dass Ja, Leute wenn sagen, nicht, sie dann. hätten immer die Linke gewählt und jetzt wählen sie aber AfD. Also komplett von einem ins andere Ufer, weil sie sagen einfach, Hauptsache, das geht denen da oben auf den Sack. Und die haben teilweise das Parteiprogramm gar nicht gelesen oder kennen das gar nicht, aber sagen, ich will einfach nur die Gruppe wählen, die der Regierung am dollsten wehtut. Und die AfD hat es ja marketingtechnisch ganz gut hinbekommen, sich genau als diese Gruppierung zu verkaufen. Und also nicht nur die selber, sondern auch gewisse Medien oder Politiker haben da auch dran mitgewirkt. Aber generell ist ja das Bild einfach, dass irgendwie alle Politiker, die du nicht magst, einfach sagen, bitte wähl die nicht. Und dann denkt man, na, ich mag dich nicht und ich wähle die jetzt doch und du ärgerst dich. Das ist ja so, wie viele Leute denken. Und meinst du, Ja, das ist auch kriegt ein man das logischer hin, dass Gedanke. man eine Wagenknecht-Partei gründet und dann vielleicht die FDP und die Grünen und die SPD alle sagen, wählt irgendwen, aber bitte nicht die. Und dann könnten die Ergebnisse vielleicht hochgehen. Also, sie sind ja gerade schon dabei. Wagenknecht ist ja, glaube ich, die linken Politikerin, die am meisten angegriffen wird, ne? Ich hoffe es, dass das kommt. Also du bist schon Fan von ihr, oder? Nee. Also ich bin kein Fan von einzelnen Personen. Ich will ein ganz bestimmtes Programm umgesetzt sehen und Wagenknecht ist ja die Politikerin in der Linken, die da noch mit am stabilsten dazu steht. Es gibt auch noch ein paar andere. Sie ist ja nicht die Einzige, aber sie ist die, die von den Medien am meisten gehasst wird. Und dadurch ist sie zu dieser Symbolfigur geworden. Also nicht unbedingt nur durch eigenes Zutun, sondern auch durch, ja, diese ständige Hetze der Medien. Und jetzt ist sie halt in dieser Position und ja, jetzt ist sie halt eine schöne Symbolfigur und es ist gut, dass sie in dieser Position ist. Es ist schön, dass man die Symbolfigur hat, aber es würde auch ohne Wagenknecht Potenzial für so eine Partei geben. Mich wundert das übrigens sehr häufig, wie viele Leute so gehasst werden und dadurch groß werden. Also wenn man die wirklich bestrafen will, dann könnte man ja eher sagen, wir machen eine Sanktion gegen diese Person, dass die öffentlich gar nicht mehr dabei sein darf. Aber dadurch, dass so viele Beiträge kommen, das sieht man auch hier auf Twitch im Kleinen. Also Proletopia ist, als ich ihn kennengelernt habe, ungefähr bei 50 Durchschnittszuschauern gewesen. Und dann ging diese Riesenwelle los an Leuten, die sich das Maul über ihn zerrissen haben und geschrieben haben, was er für ein Arschloch ist und warum man den melden sollte und warum der von der Plattform muss. Und inzwischen hat er 10-mal so hohe Zuschauerzahlen und einen Partnerhaken.
Also, wenn das das erklärte Ziel gewesen ist, den irgendwie klein zu halten oder wegzukriegen, dann hat man es anscheinend genau falsch gemacht, oder? Ja, man will ja, dass er deplattformt wird. Das hat man ja bei einigen kritischen Kanälen Hat man geschafft. ja aber bei ihm Also, jetzt auch nicht geschafft. Also, nee, hat man bei als ihm es nicht angefangen geschafft, hat, hatte aber der nicht mal einen Partnerhaken und jetzt hat er den. Also. Kanäle, die wesentlich größer sind als er, die wurden schon deplattformt. Zum Beispiel? Also, KenFM. Okay, Davon ja. kenne ich jetzt nicht so viel, weil der Kanal halt jetzt offline ist, sonst würde ich mir Ja. vielleicht mal was angucken. Aber das ist schon problematisch, dass da einfach so Kanäle weggesäubert werden können Ja. von einem privaten Unternehmen. Sowas Ja, müsste in der das finde ich Demokratie und auch. Meinungsfreiheit garantiert staatlich verboten sein. Ich Also. finde es auch komisch, wenn Leute, die sich selber als links bezeichnen, das beklatschen, dass ein Großkonzern einfach einzelne Kleinunternehmer ohne Gewerkschaft einfach rausfeuern können und die Leute sagen, jawohl, mein Kollege wurde gefeuert, den konnte ich eh nie leiden. Also das sollte eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht besonders links. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Carl Schmidtschen Politikverständnis der Wokies. Das hatte ich ja auch vorhin schon angesprochen. Also die unterscheiden ganz klar in Freund und Feind. Das ist so ein doppelt identitäres Denken. Zuerst mal haben sie Gut und Böse und sie sind die Guten und alle, die ihnen gerade nützlich sind, sind auch die Guten. Also da ist dann auch mal so ein Großkonzern wie Twitch der Gute, an den man sich wenden kann. Und alle, die gerade Ja, die nicht so sind auch nützlich sind, alle bei beziehungsweise die Twitter alle und als Konkurrenten sehen. dann wird das irgendwie, wird Twitter von Elon Musk gekauft, der eigentlich ja der Bösewicht ist, aber man sagt, ah, naja, finde ich jetzt nicht so gut und twittert fleißig weiter. Ne? Also, ja. Ja, es wird halt mit Möglichkeit bewertet und ja, da spielen dann auch solche grundsätzlichen Regeln des demokratischen Diskurses keine Rolle mehr, weil die Wokisten, die wissen genau, dass sie die schlechteren Argumente haben. Und wer Wissen die die das schlechteren selber? Argumente hat, dann, ja natürlich, sonst wären die ja nicht Gegner des demokratischen Diskurses, sonst wären die ja für Debatte. Also wer gegen Debatte ist, der zeigt eigentlich damit, dass er einen ziemlich zynischen Blick auf Politik hat, dass ihm demokratische Werte komplett egal sind. Und dass er die schlechteren Argumente hat. Aber Denn selbst vielleicht wenn denkt wir er Demo ja auch einfach, dass er selber die Welt verstanden hat, die anderen aber so beeinflussbar und dumm sind, dass man die Debatte eigentlich gewinnen müsste, wenn Ja, die anderen das Zuschauer nur meine ich so mit die klug wären wie schlechteren man Argumente. selber. Das meine ich ja mit die schlechteren Argumente. Also die gehen ja Also. davon aus, dass die Gegner einfach Leute verführen und man sie davon abhalten Ja, muss. die Argumente werden ja schon von einem real existierenden Publikum und nicht von einem imaginierten Publikum bewertet. Das ist doch klar. Also du kannst dir natürlich, wie du das gerade gesagt hast, noch so einreden, ja, die Leute sind nur zu dumm, aber dann hast du ja trotzdem noch die schlechteren Argumente für diese, in Anführungszeichen, jetzt aus deiner Sicht dummen Leute. Also das macht jetzt nicht besser. Aber also selbst wenn du Demokratie ablehnen würdest, wärst du ja für eine freie und offene Debatte, wenn du wüsstest, dass du die besseren Argumente hast. Also selbst wenn du von Demokratie nichts halten würdest, wärst du aus strategischer Sicht für eine offene Debatte, wenn du überzeugt hast, dass du dich im Diskurs durchsetzen würdest. Aber eine parlamentarische Demokratie ist ja beispielsweise auch eine Demokratie. Das muss ja nicht immer direkt sein. Ja, Und die hat ja auch Regeln und Grenzen. habe ich auch gar nicht gesagt. Nee, ich habe gerade nicht von gar nicht von Wahlprozessen gesprochen. Ich habe gerade nur von Freiheitsrechten gesprochen, von Ja, ich weiß, Meinungsfreiheit. aber man sagt ja zum Also. Beispiel, man sagt ja zum Beispiel sowas wie, das ist ja, also Meinungen natürlich alle frei halten, aber das ist ja jetzt Volksverhetzung oder sowas. Das soll natürlich raus und wir wollen ja jemanden schützen. Das ist nicht, was ich sage, sondern das ist das, was ich häufig lese, ne? Dass man sagt, man muss jetzt gewisse Ja, Leute das die ist alte Plattform, weil wenn man, Gutmeinungsfrage. Karl Popper, Toleranzparadoxon wird ja immer wieder genannt, ne? Das kennst du ja wahrscheinlich. Also damit kannst du jede Intoleranz rechtfertigen. Das ist eine wunderbare Waffe, um totalitäre Herrschaft zu rechtfertigen. Also es trägt doch diese sehr orwellianischen Verkehrung von Begriffen bei. Also dass du sagst, du bist der Tolerante und damit kannst du so intolerant gegenüber allen anderen sein, wie du willst. Denn jetzt nicht nach Karl Popper, aber nach Carl Schmitt darfst du selber definieren, ob du der Tolerante bist oder ob die anderen. Also niemand außer darf dir in deiner Gruppe, also jetzt innerhalb dieser Walken-Gruppe, vorschreiben, was du für eine Moral haben sollst. Du hast deine Moral für dich, du hast das, also diese Gruppe hat das für sich entschieden. Wenn sie diese Moral hat und es schafft, sie mit durchzusetzen, wenn sie es schafft, die Machtmittel so einzusetzen, dass sie Recht bekommt, dann hat sie Recht. Also das ist dieses Kalt-Mitte-Politikverständnis. Ich Wie glaube, du gesagt, musst das kurz ich erklären, war wer Karl vorhin. Schmidt ist und was sein Politikverständnis ist. Das ist so ein neurechter Staatstheoretiker, Neurechts? Ich dachte, den gibt es schon eine beziehungsweise Weile. Er ist doch schon eine Weile tot, oder? Altrecht. Also er gilt als Kronjurist des Dritten Reichs. Er hat Ja. solche Aufsätze wie der Führerschutz das Recht. Das ist ein ganz Ja, kurzer aber dann kann er Aufsatz, ja nicht aber neu sein, schafft wenn es den also damals schon gab.
Also erstmal ist das für die neue Rechte extrem wichtig, seine Schriften. Und Ja. zweitens hat er auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch weiter publiziert. Also der hat ja nicht im Zweiten Weltkrieg aufgehört zu leben. Also der hat dann ganz normal weiter bearbeitet. Ich guck mal, wann es den gab. Karl Schmidt. Ich habe den. Todesdatum weiß ich jetzt nicht so genau, aber Ja, ich guck. der hat vor dem Zweiten Weltkrieg publiziert, der hat während des Zweiten Weltkriegs und der hat danach. Blöderweise gibt Also es sehr, sehr viele Leute, die so heißen. Schnitt mit C und Doppel-T am Ende. Ja, und also okay, eine Zuordnung zu neuen Rechten passt vielleicht nicht so ganz. Er hat auch vorher gelebt, ja, aber er ist in der neuen Rechten extrem einflussreich. Diese Es geht um Ideologie diesen meine ich. hier. Der hat Nicht, dass von. er jetzt Junge, der unbedingt. ist fast 100 geworden. Er ist 1888 Der ist geboren alt und geworden. er ist 1985 gestorben. In Plettenburg, Nordrhein-Westfalen, ist Naja, diese auf jeden Region. Fall, auf jeden Fall dieses identitäre Politikverständnis, diese Frontfeindscheidung, dieses identitäre Verständnis der Woken ist ein doppeltes. Ja, erstmal in Gut und Böse und zweitens dann noch in viele verschiedene Identitäten, mit denen sich eine eigene Hierarchie bauen, so eine Opferhierarchie. Sie sagen jetzt, ja, es gibt die LGBTQAI plus sonst was, Transbewegung, was auch immer, und das ist jetzt eine Opferidentität und wer da irgendwas gegen sagt, wer auch nur was gegen diese Bezeichnung sagt, der ist transfeindlich, der ist sonst was feindlich, der gehört aus dem Diskurs ausgeschlossen, der sollte deplattformt werden, der ist ein Feind. Also das ist diese Konstruktion von neuen Identitäten, die dient dazu, neue Communities zu schaffen, die Woken dann strategisch einsetzen können. Also beispielsweise diese, also bescheuerten Akronyme, was gibt es denn da? Ich habe letztens so ein richtig, richtig bescheuertes Akronym gesehen, das nennt sich BIPOX. Kennst du das? B-Box. BIPOC. Black and Indigenous People of Color. Ja, Ja. und das sind in Deutschland halt über 90% der Bevölkerung. Weil Also die Indigenen in Indigenous oder Europa sind wie? ja einfach Ja. weiß. Ja. Ja, die Indigenen in Es ist Europa halt, sind na ja. gut, das Wort Also, kommt halt wenn aus du. Amerika, ne? Man übernimmt halt einfach diese ganzen Ja. Amerika-Dinger und Ja, aber da ist das ist Indigenous das. halt was ganz anderes als hier. Ja, aber das ist ja das Ding. Diese Woken denken gar nicht darüber nach, ob das so sinnvoll ist, was sie da machen. Mich Oder hat ob das das auch oft jetzt gestört, dass sie unbedingt. es hier beim Fasching, also in Deutschland beim Fasching, wird es die Leute mehr stören, wenn jemand einen Federkopfschmuck trägt, als wenn jemand einen Fez trägt. Weil die einfach denken so, ja, aber das ist ja so unsensibel, aber die amerikanischen Ureinwohner, die gibt es hier ja so gut wie gar nicht. Also vielleicht gibt es da vereinzelte, aber wahrscheinlich sind es relativ wenige. Aber wenn du hier also Asiaten oder Türken hast du hier eine ganze Menge und wenn man die irgendwie mit einer Kostümierung beleidigen würde, fänden das wahrscheinlich auch ein paar Leute doof. Aber bei so einem Federkopfschmuck rastet man irgendwie mehr aus, obwohl in der Praxis es eigentlich deutlich weniger Leute geben müsste, die mit den, ne, die mit diesen Stereotypen beleidigt werden. Zeigt halt wieder, Hat dass man sehr, sich. sehr viel übernommen wird. Ich habe mir ja auch mal die Frage gestellt, warum hier so viel Pronomen besprochen werden und so selten Artikel, weil im Deutschen hast du ja drei und nicht nur einen. Aber das ist, glaube ich, weil sehr, sehr viel einfach aus Amerika genommen wird. Warte mal kurz, ich mach mal kurz Licht an, ich sehe, dass ich ein bisschen duster bin. Ja, du wirst immer dunkler mit der Zeit. Zack, da ist Licht. Und jetzt wieder zurück auf die Casting Couch. Ab geht's. So, da bist du wieder. Also was mein Problem ist mit einigen woken Leuten, ich glaube, viele von denen meinen es gar nicht böse, sondern man kann denen das ganz nett verkaufen. Und ich glaube, dass die Ziele, die am Ende bei rauskommen und die Intentionen sich gar nicht so oft decken, dass man oft einfach denkt, ich mache es ja für das Gute und dass die Leute das wirklich glauben. Aber das hast du wahrscheinlich bei vielen Religionen auch so, dass man denkt, wir sind ja die Guten und das muss jetzt so sein und also ich habe jetzt kürzlich erst eine Reportage gesehen. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, vom Y-Kollektiv. Die kam diese Woche erst. Und da gab es, glaube ich, auch ein paar Leute, die es so verstanden haben, dass für das Gute. Es kam wahnsinnig schlecht an. Ich bin mir bis heute nicht sicher, also es kam jetzt seit kurzem, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Reporterin das ernst gemeint hat, was sie da gemacht hat.
Und oder ob, also ob sie dachte, ich bin zwar jetzt ein bisschen manipulativ und ein bisschen gemein, aber es trifft ja die Richtigen. Und das sieht man in letzter Zeit leider immer häufiger. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass wenn ich jetzt sage, ich halte die Woken für bescheuert und ich mag die nicht, dass dann solche Formate wie Achtung Reichelt oder so kommen. Und das ist auch nicht mein Verbündeter, den mag ich auch nicht. Und das wird leider Nein, oft absolut verwechselt, dass nicht. man irgendwie sagt, so, der meckert über die Woken, ich mecker über die Woken, dann müssen wir ja irgendeine Verbindung haben. Vor allem Julian Reichelt ist der Influencer der CDU. Also der ist, das wird von so einem deutschen Milliardär, Frank Gotthardt hieß der, wird das finanziert War er und nicht bei der der Bild-Zeitung will. noch von der FDP? Da hat doch irgendwie der ist deswegen nicht Döpfner Das gegangen, war weil der. Döpfner, das war Döpfner. Aber Nein, Döpfner Döpfner hat hat. doch quasi einen Auftrag gegeben, bitte Herr Reichelt, mach mal die FDP groß, oder? Ja, Und ja, jetzt ja. ist Reichelt ist jetzt zur CDU gewechselt, oder wie? Nee, Frank Gotthardt, der ist, glaube ich, Mitglied im CDU-Wirtschaftsrat Rheinland-Pfalz. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Ja, der finanziert das Ganze. Und man So. sieht das ja auch ganz klar. Also Reichelt, der verwendet ja diese widerlichen Diffamierungsmethoden der Woken selber. Er bezeichnet sowohl die AfD als auch Fridays for Future als antisemitisch. Also so weit sind wir mittlerweile. Also diese Worte bedeuten nichts mehr und Julian Reichelt, also wenn er diese Diffamierungsmethoden der Woken ablehnt, dann sollte man auch Naja, aber Julian das, Reichelt also ablehnen, weil der die gleichen Methoden verwendet. Julian Reichelt hat die ja schon verwendet, da waren die Woken ja noch gänzlich unbekannt. Die Bild-Zeitung ist ja schon immer dafür Ja, bekannt, solche ich Methoden meine jetzt anzuwenden. sein neues Engagement. Das hat Ich er finde während es ja seines viel neuen trauriger, Engagements dass jetzt gemacht. diese Methoden, die früher bei Reichelt abgelehnt wurden, jetzt in alle anderen Bereiche übergeschwappt sind. Dass man früher immer gesagt hat, die Bild-Zeitung ist scheiße, weil die lügt und biegt und manipuliert. Und jetzt hast du das in so vielen anderen Medienhäusern drin, dass sich die Leute da genauso benehmen wie das, was sie früher an der Bild kritisiert haben. Ja, ich sage ja, also ich würde, wie gesagt, den Leuten nicht unterstellen, dass sie böse sind oder dass sie dumm sind, Ah, bei sondern ich würde ihnen Reichelt. unterstellen, dass sie rational sind und dass sie ganz genau wissen, was sie tun. Also wenn Also ich würde Julian irgendwelche Reichelt schon Wokies. unterstellen, dass er sehr manipulativ ist und das mit Absicht macht und dass ihm auch scheißegal ist, wenn Leute darunter leiden. Ja, die Frage, also wie gesagt, ich würde sagen, das ist rational erstmal. Aber schon ziemlich unempathisch, oder? Ja, aber wenn wir, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem, wo wir vorhin waren. Wenn du das Verhalten von Akteuren bewerten willst, solltest du erstmal auf die Interessen schauen und ganz am Schluss kannst du dann irgendwann sagen, wie du es moralisch findest. Aber dann sollte die Analyse schon vorbei sein, wenn du das sagst. Und nicht das mitten da reinmengen, sonst kommst du zu irrationalen Schlüssen und das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ja, mich ärgert es halt ein bisschen, dass Ideen, die eigentlich ganz gut sind, in ein Paket gepackt werden mit hanebüchenem Unsinn. Und Bei wem jetzt? ja, bei Woken zum Beispiel, dass die eigentlich Themen haben, die vernünftig und gut sind. Und die werden ja auch immer als die Linken wahrgenommen. Das hast du wahrscheinlich schon Ja, sehr, sehr häufig gehört. bei welchen Themen haben Sie gute Ideen? Das muss jetzt mal klären. Naja, also sie geben ja vor, sich für Minderheitenschutz und Umweltschutz und so weiter einzusetzen, was ja an sich keine schlechten Ideen sind. Aber wenn es Ja, aber trotzdem sind Sie für den Bau von Fracking-Terminals nach Deutschland jetzt plötzlich. Also siehst ja bei dieser Walkie-Partei bei den Grünen, also die sind da jetzt dafür. Also das hat ja nichts mit Umweltschutz zu tun, das ist das Gegenteil, das exakte Gegenteil von Klimaschutz, neue fossile Infrastruktur zu Ja, bauen. aber das, also ich glaube, wer darunter leidet, sind halt auch die ganzen rationalen Linken, die dann mit denen in einen Topf geworfen werden. Dann wird immer gesagt, guck mal, was die Linken da jetzt machen. Ich lese das ständig, dass es andauernd darum geht, dass sich die größten Arschlöcher im Internet teilweise selber als links bezeichnen. Und wenn die dann Kacke bauen, dann werden die als Stellvertreter der Linken wahrgenommen. Und man sagt, ist ja wieder typisch, die Linken machen wieder. Und dass die ganzen Linken, die eigentlich ganz cool sind, mit darunter leiden. Wenn irgendwie Y-Kollektiv oder die Grünen oder so Scheiße bauen. Also wie gesagt, ich würde die Grünen und Funk nicht als Teil meines Lagers begreifen. Ich würde sie Ich als auch politische Gegner nicht. begreifen. Die begreifen uns nämlich genauso. Also man kann nicht, wenn der andere einen mit der Freitaxt angreifen, dem die hat den halten. Das ist Aber willst du irrational. Also was dann, können wir nicht machen? haben wir dann nicht auch ein Karl Schmidtsches Politikverständnis?
Nein, wir reagieren nur auf deren falsches Politikverständnis. Mit allen anderen, mit denen man vernünftig reden kann, mit denen will ich ja vernünftig. Also ich will ja auch mit den Wokies vernünftig reden. Wenn die morgens sagen, lass uns sachlich über alles debattieren, wir sind jetzt gegen Deplatforming, wir sind dafür, dass wir eine offene und freie Debatte führen, gerne, habe ich kein Problem damit. Aber Würde wir ich auch müssen gerne, halt aber das die Problem Strategien ist der halt, anderen adäquat reagieren. wenn du eine Machtposition hast, dann musst du ja gar nicht. Also die haben ja gar kein, die haben ja gar kein, die haben ja gar keine Notwendigkeit mit dir zu diskutieren. Was haben sie denn da zu gewinnen? Sie können ja quasi nur verlieren. Ja, sag ich ja. Deswegen Sag ich werden ja. sie Und es darauf wahrscheinlich nicht müssen wir machen, mit mir entsprechend genauso. reagieren. Also es gibt eine Ist Menge das. Leute hier, die mag ich nicht besonders. Und wenn ich im Stream über die meckere, die werden sich nicht zu mir äußern und die werden auch nicht mit mir ins Gespräch gehen, weil die einfach wenig zu gewinnen und viel zu verlieren haben, wenn sie das machen. Und das wird wahrscheinlich bei dir genau das Gleiche sein. Dass ich nicht mit wem ins Gespräch gehe, oder? Nee, also Das wenn ist du jetzt ein Gesprächsangebot sendest an Leute, die mehr Reichweite haben und die für dich die Woken sind, du hast ja bei Dara gesehen, der hat ja nicht unbedingt gewonnen dadurch. Was er, also der hat ja mit dir geredet und ich glaube, der würde das nicht nochmal machen. Also hat mal natürlich gucken, hinterher Ich habe gesagt. ihn angefragt. Ich kann das jetzt gleich mal sagen. Ich habe ihn angefragt. Ich habe bisher noch keinen Termin erhalten, aber er war nicht grundsätzlich abgeneigt. Das heißt, Echt? ich gebe jetzt hier keine Details aus privaten Chatverläufen aus, aber ich habe ihn auf jeden Fall angefragt und bisher hat er noch nicht Nein gesagt. Also mal gucken, denn wir haben ja diese Debatte nie beendet. Wir wollten ja über woke Identitätspolitik reden Ja. und Dara hat dann ja behauptet, Sarah Wagenknecht sei eine Verschwörungsideologin und er sollte das belegen. Er hat keinen einzigen Beleg gefunden. Also er hat nur rumgeschwurbelt. Er hat sich wirklich absurden Schwachsinn ausgedacht und den habe ich dann einzeln überlegt. Und dann hat er das jetzt auf seinem Kanal hochgeladen. Das ist das Lustige. Beleidigt mich da als Verschwörungsideologe und tut so, als wäre das eine Debatte über den Ukraine-Krieg gewesen. Das war es überhaupt nicht. Es sollte um woke Identitätspolitik gehen, nur da er es nicht lassen konnte, Lügen über andere zu verbreiten, haben wir da halt über was anderes geredet dann. Also so beiläufig. Eigentlich sollte er eigentlich nur kurz belegen, dass sie eine Verschwörungsideologin ist. Das hat er 2 Minuten abgehandelt, wenn er einen Beleg gehabt hätte. Den hat er nicht, weil es diesen Beleg nicht gibt, weil das eben nicht stimmt, sondern eine Lüge ist. Nur er versucht dann halt, irgendwelchen Schwachsinn aus der Kiste zu kramen und irgendwelchen Unsinn zu behaupten, denn absolut nichts mit der Realität zu tun hat, um andere Leute verleumden zu können, um sie aus dem Diskurs auszuschließen. Also er ist ja auch für Deplatforming und dieses ganze antidemokratische Verhalten. Also das ist definitiv kein Demokrat. Das kann man, glaube ich, sagen. Ist ein radikaler Demokrat. Ein radikaler Autokrat. Das hast du jetzt gesagt. Ja, Oh Gott, ich. das ist gut. Ich kann es ja auch belegen. Also du siehst ja seine Äußerung. Rechte sollen in Angst und Schrecken leben. Wer rechts ist, entscheidet dann der gesunde Menschenverstand. Also sprich, wenn ich sage, jemand ist rechts, dann soll der in Angst. Das ist eins zu eins das Karl Schmidtsche Politikverständnis. Das ist eins zu eins das. Also da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das ist das Politikverständnis der neuen Rechten. Das ist eigentlich rechts, aber bezeichnet sich halt als links. So die Bezeichnung will ich mir jetzt auch nicht wegnehmen. Kann sich so nennen, wie er will. Ist mir relativ egal. Aber das ist wirklich gefährlich. Und da sollte man jetzt nicht so tun, als wären das unsere Verbündeten machen. Was glaubst Also du, wie viel davon ist seine eigene Einstellung und wie viel ist einfach, naja, weiß nicht, da, ja, wie nennt man es, eine Masche oder halt irgendwie einfach Pragmatismus, dass man sagt, das kommt gerade gut an, das nehme ich, ist einfach Marketing oder wie so. meinst du das? Wie Naja, was meinst du meinst du, das? wie Ich muss viele dich hier von nicht seinen widersprechen. Aussagen oder Talking Points glaubt er wirklich und wie viele sind aufs Publikum zugeschnitten? Es ist mir egal. Okay. Ich glaube halt nämlich, Also viele ich würde Leute in sagen. den Medien, die sprechen nicht aus dem Herzen, sondern die sind, die geben wieder was, was ein Großteil des Publikums gerne haben möchte. Ich habe bei einigen gesehen, dass die Du angefangen glaubst also, haben und warte dann. mal, du glaubst, die Medien lügen? Das ist eine Ich habe nicht Verschwörungstheorie. gesagt, Ach. die Medien. Ich glaube aber, dass einige Leute mit der Zeit bestimmte Geldgeber haben oder bestimmte Vereine, die denen helfen oder so, und dann redet man natürlich nicht gegen die. Also ein Julian Reichelt wird nicht gegen die CDU reden, wenn der von denen subventioniert wird. Und wenn du bei Twitch beispielsweise sitzt und ein großer Streamer raidet dich immer wieder, der eine woke Zuschauerschaft hat und du denkst, ich möchte gerne, dass die noch ein paar Mal vorbeikommen und dass die mir hier die Zahlen hochtreiben, dann wirst du natürlich nicht sagen, dass das alles identitäre Vollidioten sind.
Und die Ja, formen vor allem, einen dass du natürlich auch dann. ein bisschen unbewusst. Also wenn die immer da sind und du kriegst die ganze Zeit Input von denen aus dem Chat, dann denkst du vielleicht auch über andere Themen anders nach oder sowas. Und es ist ja auch die Angst vor Konsequenzen. Wenn du was gegen die sagst, dann gehen die alle auf dich los und verbreiten halt Lügen über dich. Ja. Und da Und hat du es gerade willst sie schon lieber auf vorhin deiner schon Seite haben gesagt. als auf der Gegnerseite, oder? Wenn du nicht so viel Geld hast, was du einen guten Anwalt nehmen kannst, bist du da relativ schlecht aufgestellt. Ja, also Ich glaube, das Erwin ist. hatte das manchmal gesagt, dass er ihm irgendwie ein bisschen leid tut und dass er denkt, er muss da jetzt seine Bubble befriedigen, weil sonst kriegt er von denen auf die Schnauze. Also er könnte ja von mir aus ein Rogue sein. Er soll halt keine Lügen über andere Leute verbreiten. Du kannst ja Rogue sein und trotzdem nicht diese Methoden anwenden. Aber da es halt für diesen Rogueismus so wenige sachliche Argumente gibt, so wenige rationale Argumente, müssen diese Rogueisten halt so autoritär und so antidemokratisch agieren. Also, weil sie eben wissen, dass sie im freien Diskurs keine Chance hätten. Das hängt zusammen. Das ist völlig rational, was sie machen. Also jedenfalls in ihrer Gesamtheit. Nicht jeder Einzelne, nicht in jedem Detail, aber insgesamt ist dieses Verhalten schon rational zu erklären. Da braucht man denen jetzt gar nicht Dummheit zu unterstellen oder irgendetwas. Die wissen, was sie tun. Meinst du, das ist noch irgendwie aufhaltbar oder so? Oder wenn man, oder sind die vielleicht das geringere Übel im Vergleich zu manchem anderen? Also, dass wenn man die Also du Walkies musst so hart beantworten. basht, dass die öffentlich sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, dass die ersetzt werden durch irgendwas, was noch schlimmer ist. Das heißt, hart basht. Also sie müssten halt nur ihre kulturelle Hegemonie verlieren. Dafür müssen sie sich gar nicht mehr nicht trauen, irgendwas zu sagen, sondern einfach aus den leitenden Positionen, in denen viele sitzen. Also dass ein Georg Reste da sitzen kann, wo er sitzt, dass eine Annetta Kahane da sitzen kann, wo sie sitzt. Das Annetta hat Kahane ist Gründe. nicht mehr bei der Stiftung, die ist raus jetzt. Ja, aber sie hat sie gegründet und ist damit ziemlich erfolgreich gewesen. Ja. Trotz Stasi-Vergangenheit. Also, Ja, das ist das. schon eine politische Karriere, die hat ein Politiker der Linkspartei nie hinbekommen. Also, Ich. der wäre nie so vom Staat gehätschelt und gefördert worden wie sie. Ja. Ja, das finde ich auch seltsam, Mit so einer Vergangenheit, meine ich. dass die Mit gleichen so einer Leute. Stasi-Vergangenheit. Also, weil die sie da. Die gleichen Leute, die halt auch sonst irgendwie die Grünen toll finden, sagen, die Linken sind unwählbar wegen Stasi, dass die dann Amadeo-Antonio-Stiftung gut finden, ist schon irgendwie ein Widerspruch, ne? Das ist kein Widerspruch. Es zeigt, dass es um diese abstrakten Prinzipien nicht geht, sondern dass es um Interessen geht. Menschen haben nicht irgendwelche Prinzipien und handeln dann danach, sondern sie haben Interessen, handeln danach und dann legen sie sich ihre Prinzipien so zurecht, dass das zusammenpasst. Weil sie sich halt moralisch selbst was erzählen müssen, was passt. Das ist auf Ebene der Einzelmenschen nicht immer so und nicht immer so dringend erzählbar. Da spielen viele Einflüsse mit rein, aber auf Ebene von größeren Strukturen, von Organisationen, und vor allem von Staaten, spätestens da, ist es absolut hegemonial, dass du so vorgegangen bist. Also da spielen dann irgendwelche individuellen Prinzipien keine Rolle mehr. Also jedenfalls keine bedeutende mehr, weil je größer die Struktur, desto weniger. Und ja, was leiten wir daraus ab und was kann man tun? Was leiten wir daraus ab? Wir halten uns von diesem Wolkenwahnsinn entfernt. Wir kritisieren es, wenn irgendwer hetzt, und das ist egal, ob das ein Reichelt ist, das ist egal, ob das irgendwer aus der Wurfblase ist, das ist völlig egal. Also, keine Ahnung, was mit Fujoka passiert ist, dass sie da irgendwelche schwachsinnigen Vorwürfe gegen Skurrus hat. Also, das muss man natürlich auch kritisieren, hat ja Proletopia ja in der Vergangenheit die ganze Zeit getan. Also, das ist richtig und gut, dass das so gemacht wird, und so sollte man agieren, und man sollte sich selbst an diese Prinzipien halten. Nicht nur jetzt, weil man abstrakt dazu steht, sondern einfach, weil man Interesse hat, sich daran zu halten, um das jetzt auch mal vernünftig zu begründen und da, ja, und so, und dann für seine Ziele werben. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also bei mir ist das vor allem eine vernünftige Wirtschaft und eine vernünftige Außenpolitik. Mir wäre diese Woke-Kulturpolitik egal, wenn die Woke nicht so großen Schaden innerhalb der Linken anrichten würden. Ja, mir geht's da relativ ähnlich. Also, ich gucke jetzt zum Beispiel oft irgend so ein Funkzeugs und mache mich auch gehörig drüber lustig, habe auch manchmal meinen Spaß daran. Aber ich finde es schon schade, dass es vernünftige Journalisten gibt, die mit drunter leiden, dass da immer wieder solche Spinner dazwischen sind und man dann sagt, die Lügenpresse und die Systemmedien und das ist ja alles scheiße. Oder dass Leute sagen, Linke sind unwählbar, weil ein paar Grüne irgendeinen Mist gemacht haben. Und dass immer wieder Leute, die eigentlich gute Ideen haben, mit abgesägt werden
wegen Spinnern, die man dabei hat, ne? Und dass man die auch irgendwie Ja, nicht. aber beim Öffentlich-Rechtlichen, da sind diese, ja, schlechten Journalisten ja absolut in der Mehrheit. Also ich gucke mir meistens Beiträge zum Thema Wirtschaftspolitik an, genau die gleiche schlechte journalistische Qualität, die man bei diesen Woken-Themen auch beobachten kann. Also es ist qualitativ kein Unterschied. Du guckst sowas wie Also von High-Performer Wirtschaft, Henning und sowas. der fand ich gar nicht so schlecht, weil der so zynisch auf alles guckt. Deswegen war der noch relativ, also manchmal ist da auch so ziemlich manipulatives Zeug bei, aber also so Videos, wo so absolut zynisch auf alles geguckt hat, beispielsweise beim Ukraine-Krieg hat er gesagt, Krieg ist vorher eine Möglichkeit, Geld zu machen. Also guckt euch das Video an, das ist wirklich gut, da spricht er ja einfach nur die Wahrheit aus. Es stimmt, was er da sagt. Also, und den finde ich gar nicht so schlimm. Also da gibt es so Über Your den hatten Money. sich, also Wolfgang M. Schmidt hat sich, glaube ich, tierisch über den aufgeregt, weil er meinte, was das für ein Ja, wie gesagt, neoliberaler der ist Propagandasender sei. neoliberal. Der ist neoliberal. Das Ja. stimmt schon vom politischen Einschlag. Aber der ist nicht so unerträglich manipulativ wie andere Formate, wie Was kostet die Welt, Your Money, Mr. Wissen to Go hat auch zwei schreckliche Videos gemacht. Dann Beiträge zur Rente, egal von welchem Format, egal von welchem Format. Die Rente ist unsicher, wir können die nicht mehr finanzieren, wir brauchen jetzt eine Aktienrente. Überall gleiche Quatsch. Du meinst aber, die Rente, Also. ist die Rente sicher? Ja, also wenn wir so einen Unsinn wie die Aktienrente lassen, dann ja. Wenn wir allerdings meinen, die Versicherungsindustrie beschädigen zu müssen, wie wir das beispielsweise mit der Riesterrente gemacht haben, dann eher nein. Wir sollten das gesetzliche Rentenniveau raufsetzen. Wir sollten das Beitragssystem so reformieren, dass die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft wird und dann möglichst die Rentenansprüche nicht adäquat dazu steigen. Also, wie weit es verfassungsrechtlich gangbar ist, muss man schauen. Wenn nicht, muss man es auf der Einkommenssteuer umlegen. Das wäre auch noch eine Alternative. Dann müssen wir dafür sorgen, dass alle einzahlen. Also, Pensionsniveau ist viel, viel höher als das Rentenniveau. Das ergibt absolut keinen Sinn. Da sollten wir jetzt nicht das Pensionsniveau groß nach unten anpassen, sondern wir sollten alle die Rente einzahlen lassen und dann das Rentenniveau stark nach oben heben. Also, Österreich schafft es ja auch durch eine viel stärkere gesetzliche Rente seinen Rentnern wesentlich höhere Renten. Also, letzten Zahlen, die ich gesehen hatte, da war die Das ist auch schon ein paar Jahre her, da war die österreichische Durchschnittsrente, glaube ich, 800 Euro höher als die deutsche. Das ist ein enormer Als Unterschied Durchschnitt. und Und Durchschnitt, wie ja. war der Median? Weiß ich nicht mehr, ist ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe. Also Österreich ist das Rentenniveau höher als in Deutschland. Das könnt ihr überall nachgucken. Also, und wir können ja auch ein noch besseres Rentensystem als in Österreich bauen. Wir können das Rentenniveau wirklich viel, viel höher heben, als es gerade ist. Die Bezahlbarkeit davon ist auch absolut kein Problem. Zählt Also das dann auch für die reale Frührente? Rührende, ja, die muss natürlich auch angehoben werden dann. Also Arbeitslosengeld, Mindestlohn und so alles anheben, meinst du? Mindestlohn sollte auf jeden Fall bis 2026 auf etwas über 16 Euro angehoben werden. Aktuell müsste da bei 14 Euro noch was liegen. Also wie gesagt, da ist alles auf Welche Partei Mann fordert dran. das? Nicht mal die Linke. Da müsste sich eine neue linke Partei gründen. Also 16 Euro, die habe ich mir nicht ausgedacht. Die sind, ich bin nicht schlauer als Mord. Ich gucke gerade, ob da im Chat wer Fragen stellt. Nee, stellt doch keiner Fragen. Aber diese etwas über 16 Euro, die beruhen auf 12,63 €, die im Jahr 2018 ideal gewesen wären, um nach, ich glaube, 40 Beitragsjahren eine Rente über Grundsicherung oder knapp über Grundsicherung sicherzustellen. Das war damals die Berechnung. Das heißt, Die das ist. Neoliberalen werden dir dann jetzt kommen mit, wer soll das bezahlen, wenn irgendwie die Renten und Ja. das Arbeitslosengeld hochgeht, das kommt ja dann aus dem Geldtopf, den man für noch was braucht. Und wenn es zu Also gemütlich erstmal, ist, ne, nichts zu machen, dann machen das ja ne, alle und sowas. ja, es ist ja nicht zu gemütlich, wenn der Mindestlohn steigt, also dann wird ja Arbeit eher belohnt. Ja. Das heißt, dass der neoliberalen Logik müssen dann mehr Leute arbeiten wollen. Aber manche Firmen können das Aber. vielleicht nicht bezahlen. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Nee, kleinen die heben die Supermarkt Preise an. betreibe und ich habe da 3 Mitarbeiter und plötzlich muss ich denen pro Stunde 4 € mehr geben, dann geht mein Betrieb plötzlich pleite. Nee, dann muss ich die Preise anheben. Ja, aber Also dann der ist ja Supermarkt für den nebenan. Kunden, dann ist ja für den Kunden das wieder zu teuer und vielleicht ist mein Laden dann zu teuer im Vergleich zu den anderen Läden und dann gehe ich kaputt. Naja, der andere Laden muss doch auch 4 € mehr zahlen für jeden Mitarbeiter. Ja gut, aber wenn du Also. ein Großkonzern wie irgendwie Rewe oder Aldi bist, dann kannst du dir das vielleicht eher leisten, als wenn du einen kleinen Kiosk betreibst oder sowas. Ja, aber da kleiner Kiosk mit 3 Mitarbeitern? Ja, okay, Naja, sagen wir aber zwei, aber. naja,
Aber das ist im Kapitalismus ein allgemeines Problem, dass größere Unternehmen eben weil es keine konstanten Skalenerträge, sondern steigende Skalenerträge gibt, eben effizienter sind als Kleinunternehmen. Und das ist jetzt kein Argument gegen eine vernünftige Mindestlohnpolitik. Also das Problem hast du im Kapitalismus immer. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, die Kleinen, die schützen wir jetzt durch Lohndumping, die musst du durch ordnungsrechtliche Vorgaben schützen. Du kannst Festpreise festlegen, das hat man bei Apotheke früher gemacht, das macht man beim Buchhandel immer noch und damit hält man sich im Buchhandel so, ja, so einen kleinen Mittelstand, der seinen eigenen kleinen Buchladen betreiben kann, am Leben. Ansonsten würde Amazon ja alle tot konkurrieren. Ja, gut, Also das kann Amazon man machen, konkurriert aber ja dann alle nicht tot, bei der oder nicht? Lohnpolitik. Ja, klar, also ich dachte nur so, dass Nicht das. bei der Lohnpolitik. Ich wollte nur Kann gerne man, das wissen, kann was du man. darauf antwortest. Das war jetzt wieder nicht meine Ansicht, sondern das ist, was ich öfter höre und einfach mal gucken wollte, was du dem entgegnest. Ja, aber die Unternehmen werden dann zumindest dort, wo teilen kann es auch sein, dass in Branchen, wo Kapitaleinkünfte relativ üppig sind, dass das ein bisschen die Kapitaleinkünfte schmälert. Also das muss ich zeigen. Das ist immer sehr schwer, dieses Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital auch nur minimal zu beeinflussen langfristig. Das ist eine Frage von sehr langfristigen politischen Veränderungen. Da braucht man nicht nur den Mindestlohn. Aber erstmal stellt das obere Lohn, also stellt Grundlohngruppen im Vergleich zu oberen Lohngruppen erstmal besser. Weil auch die Lohngruppen, die leicht über Mindestlohn liegen, die werden ja auch mit nach oben geschoben. Die Ja, man obere muss ja auch mit Lohngruppen, die steigender Industrialisierung, muss man ja eigentlich auch, produziert man ja immer mehr Arbeitslose. Oder du sagst halt, es gibt keine 40-Stunden-Woche mehr, sondern es kommen mehr Leute dafür 30 Stunden, weil wenn du mehr Maschinen hast, brauchst du weniger Leute in dem Laden. Das ist ja Oder eigentlich ich eine einfache Logik. Und deswegen ist es ja nicht hm. jeder irgendwie, sind ja nicht alle arbeitslos, weil die das gerne machen wollen, sondern du hast eine Menge Leute, die sind vielleicht unterqualifiziert und wenn die zum Beispiel alle im Bergwerk waren oder sowas und das Bergwerk wird zugemacht, dann kannst du denen nicht sagen, ja, werd doch jetzt Informatiker, mach doch jetzt mit Mitte 40 mal eine Umschulung. Das funktioniert ja so nicht. Ja, und wenn du halt Ja. irgendwie bestimmte Betriebe oder Branchen einfach zumachst, dann kannst du die Leute ja nicht einfach irgendwie woanders hinschicken und sagen, na, mach doch jetzt das. Und wenn es keine freie Stelle mehr gibt, die angemessen ist, also ich kann halt auch voll verstehen, wenn Leute bei bestimmten so Jobs sagen, nee, das mache ich nicht, das ist mir irgendwie, das ertrage ich nicht oder, ne, wenn jetzt Leute irgendeine Deswegen Maßnahme braucht man kriegen und vernünftige man. Arbeitslosenversicherung 1. Was? Eine vernünftige Arbeitslosenversicherung 1 brauchen wir da. Also die erstmal die direkt arbeitslos gewordenen auffängt, die muss man auf jeden Fall für alle Arbeitslosen erstmal auf 2 Jahre verlängern und für ältere Arbeitslose wahrscheinlich auf 3 Jahre. Dass man Zeit hat, sich einen neuen Job in ähnlicher Qualität zu sichern. Also es bringt ja nichts, wenn wir hochqualifizierte Fachkräfte hier auf Jobs aufnötigen, für die sie überqualifiziert sind. Also Ja, die das sollten Zeit auch. haben, sich einen neuen, ähnlichen Job zu suchen, weil dann ihre Produktivität auch verloren geht. Also Aber was ist jemand, der denn, viel Wissen hat. wenn es den Job nicht gibt? Ja, da muss er irgendwann halt so eine schlechte Stelle annehmen. Oder er muss umschulen. Ja, aber das wäre doch eine Also da. Idee, dass man dann einfach sagt, dann kommen mehr Leute, aber dafür halt ein bisschen weniger, oder? Man kann auch Dann haben mehr die auch alle Produkt bessere Laune konsumieren. vielleicht, Also, wenn die einfach 30 ja, Stunden dahin gehen müssen, statt es geht 40. jetzt darum, meinst du es jetzt gesamtwirtschaftlich mit, wir Ja. wollen Arbeitslosigkeit verhindern oder meinst du in einzelnen Branchen jetzt individuelle Schicksale? Ich meine, du hast es im ganzen Land, hast du Jobs, die verschwinden einfach. Die werden auch Ja, nicht irgendwie, aber. da kannst du auch Weil nicht die Frage sagen, ist, der werden die durch Ausländer neue kommt und nimmt Arbeitsplätze die weg, ersetzt? sondern die verschwinden einfach durch Maschinen oder sowas. Und irgendwo musst du die Ja, Leute ja aber unterbringen. ja, wenn die, also wenn die Nachfrage in anderen Branchen steigt, dann wechseln die Leute die Branche. Meinst du, es kommen Also immer neue gesamt, nach? ja, das ist ja, das habe ich ja vorhin erklärt. Wenn die Nachfrage steigt, also wenn die Nachfrage nach Gütern steigt, dann wächst das BIP und dann kannst du auch immer neue Arbeitsplätze erschaffen. Also dann kannst du so viel, du musst immer so viele Arbeitsplätze neu erschaffen, wie alte vernichtet werden, dann hast du Vollbeschäftigung. Und das sollte das Ziel jeder Wirtschaftspolitik sein. Also Vollbeschäftigung, ausgeglichene Leistungsbilanz, blödes Livestreaming, stabiles Preisniveau und gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung. Umwelt und Nachhaltigkeit. Aber kann es da Warte, nicht auch jetzt habe sein, ich dass du Jobs erschaffst, die Das, das ist in Deutschland sogar gesetzt, das wollte ich sagen. Und Einzel habe ich jetzt nicht aufgezählt. Ich weiß aber nicht mehr, welches. Kann es Das sein, sind insgesamt sehr dass du viele. ganz viele Jobs schaffst, die entweder nicht unbedingt notwendig sind, die nur irgendwie so eine Beschäftigungstherapie sind oder die vielleicht sogar schädlich sind? Aber man sagt ja immer, diese Leute machen ja nur ihren Job und es ist ja
bei jedem Politiker ist ja irgendwie ein guter Wahlkampf, dass man sagt, man schafft Arbeitsplätze. Aber man sollte sich ja trotzdem fragen, ist dieser Arbeitsplatz überhaupt gut? Sollte es den überhaupt geben? Oder ist es vielleicht sogar schädlich, was die Leute da machen? Oder hältst du vielleicht gute Leute davon ab, was Gutes zu machen, indem du sie mit irgendeinem Quatsch beschäftigst? Ja, das ist jetzt ja keine makroökonomische Frage, das ist eine Frage der mikroökonomischen Steuerung. Also in welche Branchen willst du jetzt Leute schicken? Also das, du kannst natürlich aussuchen, welche Branchen du subventionierst, welche Branchen du untergehen lässt. Also in angelsächsischen Ländern hat man sehr stark die Finanzindustrie aufgebläht. Hier in Deutschland hat man durch Lohndumping die Exportindustrie aufgebläht. Ist jetzt vielleicht gut, weil wir noch viel Industrie haben, aber also die Binnenkonjunktur so schwächeln zu lassen, ist natürlich auch kein nachhaltiges Wachstumsmodell. Also deswegen sollte man immer möglichst versuchen, ausgeglichene Leistungsbilanz zu haben. Das ist extrem wichtig. Also dass man nicht unter und nicht über seinen Verhältnissen lebt. Aber Aber hättest du jetzt eine Lösung, wenn beispielsweise im Supermarkt früher fünf Kassierer gesessen haben und jetzt gibt es diese Selbstscannerkassen und da sitzen nur noch zwei und einer steht an den Maschinen und zwei Leute braucht man halt nicht mehr. Was machen die dann? die arbeiten was anderes. Das Ja. ist doch wunderbar, wenn die Produktivität steigt, gesamtwirtschaftlich gesehen. Da muss man halt für Vollbeschäftigung sorgen, dass sie sofort einen neuen Job kriegen. Und wie viel, also du, oder wie Also. viele Leute in der Landwirtschaft früher auf irgendeinem Feld gestanden haben oder wie viele Ja, genau. irgendwie, Die Leute können jetzt wo gehen die in hin, wenn der da der Landwirtschaft Spargel Trecker pflücken kommt? oder so. Also, das kann sie machen. Also. Aber was ist denn, wenn die neuen Jobs, die kommen, total entwürdigend oder schlecht sind für die Menschen, dass die da depressiv werden, dass die ihren Körper kaputt machen und so weiter und Ja, deswegen braucht es Arbeitsschutzstandards und Mindestlohn. Also das ist so selbstverständlich. was macht man dann dagegen, dass das Ausland uns überholt und uns diese Sachen wegnimmt? Ist ja jetzt auch schon Wieso so, uns dass es in, überholt? naja, es werden hier ja auch Werke geschlossen und stattdessen macht man eins in Rumänien auf oder sowas. Oder man importiert irgendein Zeug aus China, was man hier sonst hergestellt hätte. Ja, man sollte nicht über und nicht unter seinen Verhältnissen leben. Ausgeglichene Leistungsbilanz heißt, man importiert nicht mehr, als man exportiert. Und andersherum. Also man lebt genau auf seinen Verhältnissen. Und das schafft man eigentlich relativ gut, indem man die monetären Bedingungen so steuert, dass sie sich in allen Ländern einer Währungsunion kongruent entwickeln und die Währungsunion ihren Wechselkurs eben so steuert, dass sie eine ausgeglichene Leistungsbilanz hat. Das müsste man durch internationale Wechselkurskoordination am besten hinkriegen. Das ist jetzt noch ein anderes Thema, aber keiner sollte halt unter und keiner über seinen Verhältnissen leben, dann passiert sowas nicht. Ja, wie hinderst du die Leute daran, dass sie über ihre Verhältnisse leben? Wieso die Leute, die Staaten? Es geht ja nicht um Okay. einzelne Leute. Die Staaten. Lebt Deutschland gerade über oder unter seinen Verhältnissen? Unter seinen Verhältnissen. Und das ist katastrophal für die Eurozone. Das hatten wir vorhin schon. Das Ja. brauche ich jetzt nicht nochmal Ja, du bist aufrollen. auch Deutschland Anhänger will der die. Modern Monetary Theory, richtig? Sind nichts, was falsch an der ist. Also. Kannst du kurz erklären, was das ist? Also die MMT ist so eine Synthese aus Keynesianismus und Chartalismus. Chartalismus heißt, er nimmt an, dass das Geld nicht am Markt entstanden ist, also wie beispielsweise die österreichische Schule, sondern der Chartalismus nimmt an, dass das Geld ein Produkt der Rechtsordnung ist, dass das vom Staat gesetzt wird. Also der Staat sorgt durch die Steuern dafür, dass die Leute eine Nachfrage nach der Währung entwickeln. Und daraus ergeben sich dann weitere Implikationen. Also daraus ergibt sich, dass ein Staat in eigener Währung nicht pleite gehen kann. Also die USA können nicht in Dollar pleite gehen, Japan kann nicht in Yen pleite gehen, Russland kann nicht in Rubel pleite gehen. Das ergibt sich daraus. Aber Staaten, also Und Staaten können generell nicht pleite gehen. Oder können Staaten pleite gehen, die ihre Währung an einer anderen Währung ausrichten? ja, wenn Okay. du in Dollar verschuldet bist und keine Dollar drucken kannst, dann gehst du pleite, wenn du keine Dollar mehr bekommst. Aber wenn Und jedes dann ist Land dann am Ende. einfach eine eigene Währung hat, dann können sie nicht pleite gehen? Nee, also nicht in der eigenen Währung. Also es kommt darauf an, in welcher Währung sie verschuldet sind. Okay. Da brauchst du halt auch für die Privatwirtschaft strenge Regeln, dass die nicht plötzlich Dollarschulden aufnimmt oder Schulden in irgendeiner anderen Währung, weil die Zinsen dort gerade niedriger sind. Also du Also nicht würdest nur nicht quasi mehr. für Deutschland, würdest du sagen, Firma Lufthansa darf keine Schulden in Dollar aufnehmen. Ja. Zum Beispiel. Also bei uns ist das jetzt nicht so gravierend das Problem. Das ist eher in Schwellenländern oder in Ländern, die sind gerade in Entwicklung Probleme. Also in Ungarn, da haben beispielsweise viele Haushalte, weil in
Euroraum die Zinsen so schön niedrig waren, Kredite in Euro aufgenommen und haben sich damit, oder in Schweizer Franken, und haben sich damit dann ihren Hausbau finanziert. Als die ungarische Währung dann stark abwertete, hatten sie plötzlich Probleme, weil sie viel mehr zurückzahlen mussten als vorher. Ja, Also türkische weil die Lira ist ja auch Kreditsumme. so ein Beispiel, ne? Da geht ja auch in einem Die haben auch Sinkflug riesige nach unten. Auslandsschulden. Ja, aber es liegt ja an der hohen Inflation, die folgt relativ, also und den großen Schwankungen der Kaufkraftparität. Das ist nun mal so, wenn die Inflation hoch ist, dann wertet die Währung ab. Also die Türkei muss erstmal die Inflation in Gang kriegen, dann die Währung möglichst schwach lassen, damit sie keine Leistungsfinanzdefizite mehr macht. Und dann kann sie ein nachhaltiges, vernünftiges Wachstum erreichen. Also Zinsschraube zu drehen, ist absolut der falsche Ansatz, denn das wirkt Investitionen ab. Und das führt auch zu einer kurzzeitigen Überbewertung der Währung, die in der Vergangenheit eben zu dieser hohen Auslandsverschuldung geführt hat. Meinst du, die Leute haben das damals nicht gewusst oder haben die das in Kauf genommen? Wir haben es in Kauf genommen. Also im Westen bietet noch kein anderes Entwicklungsmodell. Es gibt kein anderes Entwicklungsmodell, außer dass das den neoliberalen Leitlinien folgt. Also unabhängige Zentralbank, dann Wirtschaftspolitik, die möglichst auf Sparen setzt und freie Devisenmärkte. Und diese Kombination aus freien Devisenmärkten und unabhängiger Zentralbank führt halt dazu, dass deine Währung stark schwankt und dass sie vielfach extrem überbewertet ist dauerhaft. Und das war bei der türkischen Lira jetzt 20 Jahre lang der Fall. Das kriegst du nicht von heute auf morgen repariert. Und Erdogan hat das jetzt durch seine Politik nicht verbessert, weil er zu starke Lohnsteigerungen zugelassen hat. Das war nicht gut, das hat für dauerhafte Inflation gesorgt. Und die muss man jetzt erstmal unter Kontrolle kriegen. Und da auf Zinserhöhung zu setzen, ist der falsche Kurs. Ja, Also sie machen es jetzt, weil sie keinen anderen Ausweg wissen. Weil sie halt mit ihrer Strategie gescheitert sind, die auch so ein bisschen unklar war. Erdogan hat gesagt, niedrige Zinsen führen zu niedriger Inflation. Das ist natürlich auch riesengroßer Quatsch. Aber jetzt erhöhen sie die Zinsen, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Also das ist nicht gut gelaufen in der Türkei. Definitiv nicht. Ja, das ist in vielen Ländern ähnlich. Und die Türkei, da ist es noch vergleichsweise gut gelaufen, obwohl es viel besser hätte laufen können. Also im Vergleich mit anderen war das gar nicht so schlecht, aber die Wirtschaft ist, die Konjunktur ist viel heftiger geschwankt, als sie hätte schwanken sollen. Und das Wachstum war wesentlich niedriger, als es hätte sein können. Also was man unter stabilen monetären Bedingungen mit einem fixierten Wechselkurs, mit stabilen Zinsen, mit einem erreichen kann, hat man in China gesehen. Wir waren jetzt In aber gerade bei China. MMT eigentlich. Achso, Also, wir sind völlig sorry, ich war schon wieder abgeschwiffen, dabei. sorry. Nee, wir waren bei monetären MMT, ja, Bedingungen. was Die das sind, ist und was. MMT analysiert nämlich die monetäre Souveränität von Staaten. Wenn Staaten in ausländischer Währung verschuldet sind, wenn sie ihre Währung an eine andere Währung koppeln oder an irgendeinen Rohstoff, an Gold, dann fängt sie ihre monetäre Souveränität an und dann kann sie pleite gehen. Also die MMT, die gibt jetzt keine Ratschläge, aber wenn du deine monetäre Souveränität erhöhen willst, dann bleib möglichst in deiner eigenen Währung und verschulde dich nicht in irgendeiner anderen. Und lass die Wechselkurse frei schwanken. Wenn du den Wechselkurs bindest, wie gesagt, ich hatte gerade erklärt, warum das vorteilhaft sein kann, aber da sagt die MMT, naja, das sprengt deine monetäre Souveränität an. Das heißt, du sprengst deine Handlungsmöglichkeiten als Staat an. Aber das spricht ja eigentlich gegen Globalisierung und die wird man wahrscheinlich nicht mehr aufhalten können, oder? Was spricht gegen Globalisierung? Wenn du sagst, jeder soll in seiner eigenen Währung möglichst bleiben. Ich sage nicht, ich soll. Die MMT beschreibt einen Ist-Zustand. Das ist Okay. deskriptiv. Du hast ja Da gerade muss man, da gesagt, muss man. bleib in deiner eigenen Währung. Das Ha, habe ich gesagt. würde die Ich habe gesagt, vorschlagen. wenn du die monetäre Souveränität erhöhen willst, dann bleib in deiner eigenen Währung. Wenn du sie senken willst, dann nimm Dollarschulden auf. Oder binde die Währung irgendwo dran. Also, Ja. wie gesagt, es kann sinnvoll sein, Dollarschulden aufzunehmen unter bestimmten Umständen. Es kann sinnvoll sein, deine Währung irgendwo dran zu fixieren. Das ist häufig sinnvoll, wenn du es richtig machst. Aber Aber es ist riskant. nee, es senkt deine monetäre Souveränität, laut der MMT. Und die MMT, die analysiert das halt. Okay. Und keine Ahnung, wenn du jetzt was gibt es irgendeine unbeliebte Währung? Wenn du mit dem venezolanischen Bolivar international einkaufen willst, dann kannst du damit nichts kaufen. Das heißt, Venezuela braucht Dollar, um auf internationalen Oder Markt Ostmark irgendwas kaufen damals zu oder können. so, ne? Das ist ja so ein Thema, so ein Ding, das war ja direkt hier vor Ort Ja, passiert. die haben auch, die Ostländer, die haben eine katastrophale Außenhandelspolitik gemacht. Das war nicht schlau, was die da veranstaltet haben. Das hat mit zum Zusammenbruch des Ostblocks beigetragen. Also das hätte die DDR auch klüger lösen sollen.
Ja, aber ich meine, als die Mauer gefallen ist, wenn die Leute mit Ostmark gekommen sind, so dann, ja, haben die da nichts für gekriegt und die haben sich ja teilweise verramscht für ein paar Westmark, weil das war irgendwie, du wusstest halt, mit der Mark aus dem Westen kannst du viel mehr anstellen. Weil die frei konvertierbar war. Ja, und dann haben Leute halt aber auch irgendeinen Mist gemacht, um ein bisschen Westmark zu kriegen und haben sich da quasi ausbeuten lassen, um die wertvollere Währung zu bekommen. Weil sie wussten, dass sie mit ihrer scheiß Ostmark halt nicht viel machen können, ne? Ja. Wie gesagt, das war keine kluge Wechselkurspolitik, die die DDR da gemacht hat. Hätte man klüger anstellen müssen. Aber ja, ist ein anderes Thema. Jetzt Wirtschaftspolitik in sozialistischen Staaten. Ja, aber also MMT ist jetzt. Warte, was Ist haben wir es. denn jetzt besprochen? Wir kommen ja immer vom einen zum anderen. Wir Ja. haben monetäre Souveränität, hatten wir besprochen. Statalismus, also Staat gibt die Währung aus. So, und jetzt kommen wir zur Buchhaltung. Das war das, was ich vorhin schon erklärt hatte. Also es gibt vier Sektoren: Unternehmen, private Haushalte, Ausland und Staat. Und MMT fasst dann meistens Unternehmen und private Haushalte zu einem Privatsektor zusammen, damit es noch einfacher ist. Aber das brauchen wir jetzt nicht zu machen. Und da hatte ich ja vorhin schon erklärt, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn der Staat mehr Währung ausgibt, dann haben die privaten Haushalte mehr Vermögen auf der anderen Seite. Automatisch. Oder das Ausland hat mehr Vermögen, wenn davon was ins Ausland fließt. Das ist ja, wenn das Ausland bei dir was einkauft, dann hast du mehr Vermögen. Jetzt bist du stehen geblieben. Ich finde es interessant, aber ich glaube, ich muss auflegen, neu anrufen Logisch. oder so. Oder? Ah, ich habe ihn gerade kurz Staat gehört. gegenüber dir. Warte mal kurz. Was? Du bist stehen geblieben und ich habe die letzten 10 Sekunden nichts gehört. Aber Also, jetzt geht es wieder. Geld ist eine Steuerschuld von dir gegenüber dem Staat. Der Staat macht dich zum Schuldner dadurch, dass er Steuern eintreibt. Also, das ist eine Aussage der MMT. Das ist, wie gesagt, wieder Chartalismus. Und dazu kommt noch die Buchhaltung, die ich ja schon vorhin erklärt hatte. Also ja, das sind eigentlich die Kerne der MMP. Und daraus kann man jetzt, wenn man das alles zusammenführt, sagen, und da kommen wir zu den Sachen, die wahrscheinlich umstritten sein. Normalerweise heißt es ja, also in anderen Wirtschaften, so die meisten würden ja sagen, Steuern dient der Finanzierung des Staatshaushalts. Das sagt die MMT jetzt nämlich nicht, denn Staat, der braucht sich ja nicht refinanzieren, der kann ja seine eigene Währung. Wozu dienen Steuern dann? Nun, Steuern korrigieren oder schaffen Ungleichheit. Also die Mehrwertsteuer, die belastet vor allem Arme. Die Vermögensteuer oder die Kapitalertragssteuer, die belasten vor allem Reiche. Das heißt, je nachdem, was eine Regierung jetzt machen will, wenn sie die Mehrwertsteuer erhöht, so wie alle Regierungen der letzten 40 Jahre das gemacht haben, immer mal wieder, dann belastet das vor allem die Armen. Wenn man jetzt die Kapitalertragssteuer senkt, so wie das in der Vergangenheit des Häufigeren passiert ist, oder wenn die Spitzensteuer senkt, dann nützt das den Reichen. Ja, Also, wir sehen das jetzt, ist ja die relativ Regierungen der simpel, ja. letzten Ja, das, Jahrzehnte haben also genau das so eine Politik gemacht. fand ich auch sehr interessant, dass man guckt ja bei Leuten meistens auf das Einkommen und denkt dann, man kann bei jemandem sagen, der eine kriegt beispielsweise 1000 Euro und der andere 2000. Dann denken Leute, der mit 2000 hat doppelt so viel, aber es ist ja viel mehr als doppelt so viel, weil die ja alle irgendwelche Mindestfixkosten haben. Du kannst ja nicht ohne Wohnung oder ohne Essen oder so. Das heißt, der 1000 hat, hat de facto eigentlich so gut wie gar nichts, weil es halt direkt wieder weggeht. Und wenn dann immer, es sagen ja auch regelmäßig Leute sowas wie, ich zahle hier mit meinen Steuern oder so und tun so, als würden arme Leute keine Steuern zahlen. Das macht man ja auch gerne. Aber arme Leute Die zahlen konsumieren auch ja viele quasi Steuern. ihr komplettes Einkommen. Die, wenn die alle irgendwo Mehrwertsteuer bezahlen, die zahlen Geld dafür, dass sie sich ein Brot kaufen. Also dafür, dass sie zahlen, also jeder zahlt Steuern. Selbst wenn du ein Kind bist, was Taschengeld bekommt, dann zahlst du Steuern, wenn du dir im Kiosk Süßigkeiten kaufst oder sowas, ne? Ja, da wird häufig mit so Zahlen Verwirrung geschaffen. Also es wird gesagt, ja, die reichsten 10%, die bezahlen so und so viel Prozent der Einkommensteuer, und dann wird die Mehrwertsteuer und die Sozialbeiträge, die ja auch wichtig sind, die vor allem die Mittelschicht belasten und gar nicht mal die Reichsten, die werden dann mal gekonnt weggelassen. Also, ja. So, erstens Regelung von Ungleichheit durch Steuern. Zweitens, Steuern steuern die Konjunktur. Also wenn du Steuern erhöhst, bremst das die Konjunktur, sorgt dafür, dass es weniger Kaufkraft gibt. Und wenn du Steuern senkst, dann schiebst du die Konjunktur an. Auch logisch. Drittens, Steuern steuern die Inflation. Also wenn du viel Nachfrage hast, Nachfrageüberschuss, dann
boomt die Konjunktur und die Inflation steigt. Wenn du Nachfrage senken willst, also wenn du Einkommenssteuer oder so erhöhst, dann senkst du damit die Inflation. Und viertens, Also Steuern Einkommensteuer steuern den als Konsum. Gesamtes, ne? Also du kannst ja auch die hohe Einkommensteuer erhöhen und die niedrige senken oder den Ja, ich Freibetrag habe oder jetzt so, ne? Einkommenssteuer war jetzt nur ein Beispiel. Wenn du die Ja. Mehrwertsteuer erhöhst, da ist ein bisschen kontraproduktiv, damit die Inflation zu steuern, weil du damit ja direkt die Preise erhöhst. Aber man Also könnte ja auch so eine nimmst neue damit zwar einführen. Kaufkraft, aber Also es fordern ja auch Leute, was? dass man beispielsweise eine Finanztransaktionssteuer einführt oder eine Vermögenssteuer oder sowas, ne? Ja, die Finanztransaktionssteuer diente vor allem davon, bestimmte Finanztransaktionen zu verhindern, mehr nicht. Also Ja, dass du halt in der da. Börse irgendwie, ne, Papiere hin und her schiebst und stinkreich wirst damit, ne? Ja, in wenigen Millisekunden, ja, Ja. da Papiere hin und her handeln, um von minimalen Arbitragemöglichkeiten zu profitieren. Also das ist etwas, das es nicht jedem braucht und das jetzt auch die Stabilität der Märkte nicht unbedingt erhöht. Also Das kann man habe das ich mich auch oft ruhig gefragt. besteuern, um es zu Also, verhindern. eine Sache, die mich sehr oft ein bisschen, ja, sagen wir mal, traurig gemacht hat, ist, dass, wenn du halt Leute siehst, die du kennst vielleicht oder die du triffst, die für relativ wenig Gehalt sehr schwere Arbeit oder sehr wichtige Arbeit leisten und dann gleichzeitig weißt, dass irgendein Typ in der Börse halt einfach eine Aktie hin und her schiebt und dafür sehr, sehr, sehr viel mehr Geld bekommt und man sich fragt, wo ist das denn fair, dass jemand einen ganzen Monat irgendwie in der Pflege arbeitet oder so, während jemand anders mit einem Klick das gleiche Geld bekommt, der einfach nur irgendeine Aktie clever geschoben hat. Und das ist ja auch, es kommen ja immer diese Finfluencer und so und erzählen dir was von, wenn du nur jeden Monat 10 € sparst oder so, bla bla, das ist ja überhaupt kein Verhältnis zu dem, was ist, wenn du jeden Monat 1.000 € da reinschmeißt oder so. Ne? Also das ist ja eigentlich schon ein exklusiver Club, wo man gar nicht mitmachen kann. Man hat es ja gesehen bei einem Elon Musk, der irgendwie Dogecoin und Bitcoin beworben hat, wo dann alle dachten, hey, ich kann auch ein bisschen Bitcoin kaufen. Und kannst du kannst dir für 10 € Bitcoin kaufen und wenn sich das dann verdoppelt, dann hast du 20 €. Ja, wow. Und Elon Musk, der kann halt irgend so einen Dogecoin einfach, da schmeißt er ein paar Millionen rein, dann pumpt er das eben nach oben und dann verkauft er die alle wieder. Und dann, da kommen dann Beträge raus, die sind für unser eins überhaupt nicht erreichbar. Also wir dürften quasi mitmachen, aber wir dürfen als kleines Krümelchen mitmachen, als kleiner Bauer auf diesem Schachbrett. Aber wir können nicht die Position des Königs bekommen. Es geht gar nicht. Ja, aber wir waren gerade bei der MMT, um dich schon wieder vom Thema Okay, abzukommen. ich bin Viertens, abgewichen. Steuern steuern den Konsum. Also wenn du CO2-Steuer einführst, wird das weniger CO2 verbraucht wird. Wenn du eine Tabaksteuer einführst, wird das weniger geraucht wird. Ja. Und ja, das ist relativ logisch. Und diese, laut der MMT haben Steuern eben diese vier Aufgaben Also, dass die und quasi eben eine nicht die Aufgabe der Strafe sind einfach. Staatsfinanzierung. Also, die sind nicht dafür da, dass Nee, man nee. sagt, der Staat hat eine Kasse und da muss ja irgendwie was reinkommen, sondern man sagt quasi, wir Die wollen nicht, sind dass die keine Leute Strafe. rauchen und saufen und wir bestrafen die quasi ein bisschen dafür, dass dadurch das teurer wird oder so. Nein, die dienen dazu, wirtschaftspolitische Ziele zu erreichen, laut der Okay. MMT. Die Ja gut, dienen aber das ist nicht ja so ein dazu, bisschen die wie, Staatsoberfinanzierung. wenn du bei CO2 irgendwie diese Zertifikate verkaufst oder sowas, ne? Dass du sagst, wir sorgen einfach dafür, dass das schwieriger wird oder dass man das nicht so leicht bekommen kann. Aber schadet man damit dann nicht auch ein bisschen den armen Leuten, die sich das einfach nicht leisten können? Ja, definitiv. Also Konsumsteuern schaden den armen Leuten. Deswegen wird es entweder bei der Mehrwertsteuer wegbehalten oder den Leuten wiedergeben. Also das ist jetzt meine Meinung. Das ist ja, sagt Ja. jetzt nicht die MMT. Die MMT trifft solche normativen Aussagen nicht. Wie Ja. gesagt, diese Konklusio, wozu Steuern da sind, die ist vielleicht noch umstritten an der MMT. Und dann diese Aussage, ja, absolute Höhe der Staatsschulden ist egal, das ist auch umstritten, also weil es da volkswirtschaftliche Modelle gibt, die ja eben vorhersagen, dass dann Aber wir haben ja Inflation sonst kommt oder eigentlich dass von dann. allen gelernt, der Staat hat quasi eine große Kasse mit Geld drin, wir schmeißen da alle rein. Und wenn wir besonders fleißig oder besonders tolle Wirtschaft machen oder so, dann kommt da mehr rein und dann sind wir ein wohlhabendes Land. Und wenn ein anderes Land mit uns handeln will, dann ist die Position dadurch ein bisschen anders, ob wir jetzt, weiß nicht, Ungarn sind oder ob wir Norwegen sind und sagen können, aber wir sind das reiche Land und wir sind das arme Land und dann kannst du irgendwie in andere Positionen gehen mit den Leuten und kannst irgendwie sagen, wir sind das reiche Land Norwegen, wir wollen jetzt bitte ein paar Windkraftwerke kaufen. Und dann sagt irgendeine Firma, gib mal Geld dafür. Und wenn, weiß nicht, irgendwie Rumänien sagt, wir wollen auch welche kaufen, dann können die weniger holen, weil nicht so viel Geld da. Und das stimmt nicht, oder?
Innerhalb der Eurozone stimmt das sehr wohl. Und Okay. viele Schwellenländer, die haben ja keine monetäre Souveränität, die haben ja hohe Dollarschulden, die haben ihre Währung an Dollar gebunden, die haben vielleicht sogar einen Dollar als Währung. Also wenn du da beispielsweise nach El Salvador guckst, er hat einen Dollar, das hat nicht mal eine eigene Währung. Haben die nicht, also El Also Salvador hat sogar auch Bitcoin, oder? Hatten die nicht, waren die nicht? ja, Das war doch das die erste haben ja. Land, was Bitcoin als offizielle Staatswährung anerkannt hat oder so, ne? Meinst du, war das eine kluge Idee oder haben die sich verarschen lassen? Also wenn sie die Bitcoins wenn sie die mit Gewinn wieder verkaufen, dann war es ja keine schlechte Idee, denn dann haben sie Gewinn gemacht. Wenn sie nicht mit Gewinn verkaufen, dann war es wohl eine schlechte Idee. Also es ist Finanzzockerei mit dem Geld der Bürger dort, was El Salvador eben nicht selber drucken kann, weil es halt einen Dollar hat. Also es ist saugefährlich. Oder? Ja. Wo waren wir denn gerade? Aber genau, in der Eurozone. In der Eurozone haben die Länder nämlich ihre monetäre Souveränität aufgegeben. Also ein Land wie Deutschland, das kann immer noch machen, was es will. Also da würde niemand, also die EZB würde niemals sagen, Deutschland soll pleite gehen. Aber ein Land wie Griechenland kann das eben nicht. Also das mächtigste Land der Eurozone wie Deutschland kann sich sehr viel erlauben. Das zweitmächtigste Frankreich könnte sich auch jede Menge erlauben. Also das in der Eurozone kommt es tatsächlich auf die Machtverhältnisse an. Da ist die monetäre Souveränität abgegeben, aber gewisse monetäre Souveränität, haben Länder wie Deutschland ja noch, weil sie eben so wirtschaftlich unglaublich stark sind, dass die anderen Länder sich niemals gegen sie wenden würden. Also, ja, in der Eurozone ist das, wie gesagt, komplizierter. Es wurde gerade gefragt, wie du das den Leuten wiedergeben würdest. Also würdest du irgendeine Art Grundeinkommen einführen oder sowas? Ja, eine Pauschalzahlung dann. Also wenn du Konsumsteuern relativ zu ihrem Einkommen werden arme Leute stärker belastet, aber absolut zahlen sie ja immer noch einen geringeren Beitrag. Weil wenn jeder den gleichen Betrag bekommt, würden arme Leute davon sogar profitieren. Ja, also Bei einer Konsumsteuer und das einer. war auch die Idee bei einer Grundeinkommen, wenn man beim Grundeinkommen, wenn man jetzt einfach mal sagen würde, jeder Bürger bekommt jetzt 1000 Euro einfach zusätzlich obendrauf zu dem, was er eh bekommt. Ob es jetzt Arbeitslosengeld ist oder Mindestlohn oder irgendwie viel. Für jemanden, der 10.000 im Monat bekommt, ist das ja plus 10% nur, aber bei jemandem, der 1000 im Monat kommt, der verdoppelt es sich ja. Und dann, selbst wenn es dann eine Inflation gäbe, hätte der am Ende ja mehr. Ne? Also. Ja, ich finde diese Grundeinkommensdebatten ein bisschen müßig. Also kann man von mir aus, also wenn es dafür eine Mehrheit gibt, gerne können wir morgen einführen. Wenn es die nicht gibt, lass uns lieber Löhne erhöhen, lass uns lieber die Renten erhöhen, also die Sozialleistungen, die wir schon haben, lass uns die lieber erhöhen, anstatt da jetzt irgend so eine neue Sozialleistung einzuführen, die dann auch leichter wieder abgeschafft werden kann. Also so Sozialleistungen, die sich etabliert haben, wie die Rente, die lassen sich nicht so leicht wieder abschaffen. Und die lassen sich nur mit Widerstand senken. Das wäre da so einer direkt neu eingeführten Sozialleistung vielleicht schwieriger. Das ist jetzt ein strategisches Argument. Also wenn es da eine Mehrheit für gäbe, können wir gerne machen. Wenn es sie nicht gibt, dann lass uns lieber auf die Sozialleistungen konzentrieren, wo es eben Mehrheiten gibt. Denn die Mehrheit der Bevölkerung ist für eine linke Wirtschaftspolitik. Aber warum kann man denen das nicht verkaufen? Also wenn du Leute fragst, was sie von den Linken halten, werden ja sehr, sehr, sehr viele Leute sehr negative Assoziationen haben. Weil die Linken vor allem außenpolitisch, also erstmal, weil sie zerstritten sind, zweitens wegen diesem, ja, Wochenunsinn, wogegen man von rechter Seite sehr leicht polemisieren kann, weil das, wie wir vorhin ja schon geklärt haben, sehr viel Unsinn ist. Und dann wegen den außenpolitischen Forderungen der Linkspartei. Also die Linkspartei ist ja mittlerweile auf Sanktionskurs. Die befürwortet diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Die befürwortet eine Politik, die für die absolute Mehrheit der deutschen Bevölkerung wirklich katastrophal ist, riesige Reallohnverluste. Gibt es denn Und irgendeine Partei, die das nicht macht? die AfD. Also, es gibt keine linke Partei, die diesen Wirtschaftskrieg ablehnt. Das ist ja das Schlimme. Die müsste sich erstmal gründen. Ja, aber ich glaube auch, die AfD macht das nicht unbedingt aus eigenen Überzeugungen, sondern weil die generell einfach Themen besetzen, die die anderen nicht besetzen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Strategie dahinter und sehr, sehr viel. Dass man einfach mal guckt, was einfach das Gegenteil ist von dem aktuellen Regierungskurs. Das hat man ja bei manchen Themen gesehen, wie die da quasi zeitgleich zur Regierung einfach ihre Themen gewechselt haben. Wenn die Regierung sich gewechselt hat, haben die es selber auch gemacht.
Also das ist sehr interessant, weil die AfD sich ja gerade als Friedenspartei verkauft. Da hat Grenzgänger-Studios vor kurzem so ein Reaktionsvideo auf die Die AfD gleiche gemacht in dem Partei, die die zweiten Wehrpflicht Teil. wieder einführen will. Ja, im zweiten Teil, da zeigen sie dann, also in diesem Reaktionsvideo auf Grenzgänger-Studios, da zeigen sie dann, wie die AfD zu verschiedenen Bundeswehreinsätzen abgestimmt hat. Und mal hat die Hälfte der Fraktion dafür gestimmt, mal hat die ganze Fraktion dafür gestimmt. Dann hat die Fraktion für die Bewaffnung der Bundeswehr mit Drohnen gestimmt. Also die AfD ist ganz und gar nicht eine Friedenspartei. Die geben sich diesen Anstrich jetzt im Rahmen des Ukraine-Krieges. Also nicht nur aus strategischer Sicht. Ich würde auch schon sagen, dass das überzeugte Nationalisten sind. Also die glauben, dass das schlecht für die deutsche Nation ist. Also sind wir gegen diese Nation. Also ich würde denen jetzt gar nicht, wie gesagt, böse Absichten unterstellen. Die glauben an das, was sie da machen, bestimmt. Also ich würde denen jetzt gar nicht unterstellen, dass sie böse sind. Würde ich bei niemandem machen. Ja, teils, Würde ich nicht teils, bei ne? den Da gibt es Wokis ja. machen, würde ich nicht bei der AfD machen. Also würde ich auch nicht bei Putin machen, habe ich ja vorhin gesagt. Und auch nicht bei irgendwelchen amerikanischen Präsidenten. Gut. Ja, ich glaube, wir haben echt viele Sachen durchgekaut. Wir sind jetzt auch schon bei 3,5 Stunden. Du kannst gerne noch mal wiederkommen. Ich höre dir gerne zu und ich finde das ganz interessant, wie du die Welt siehst. Ja. Aber ich Schön, Herr glaube. Marvin, hat er konstruktiv dagegen argumentiert. Naja, gut, ich glaube, du bist auch jemand, der das nicht so versteht, wie dass ich dich irgendwie in die Pfanne hauen will, sondern einfach mal, ne, ein bisschen abklopfen will und wenn ich was nicht verstehe, einfach nachfrage oder ja, man Nee, sollte ja ein also bisschen auf Herz und Nieren prüfen, ob irgendwas wirklich eine gute Idee ist oder funktioniert. kann von mir aus in der Sache so hart debattieren wie möglich, aber andere nicht als Verschwörungsideologe oder so Na, bezeichnen. natürlich nicht, Ja, das also. passiert ja in der aktuellen Debatte. Und deswegen ist es mal schön, wenn er hat, der konstruktiv dagegen hält. Mich interessieren einfach verschiedene Ansichten. Ich rede gerne mit Leuten und also ich muss ja keinen beschimpfen, der mir wohlgesonnen ist. Wenn du hier nett ins Gespräch reingehst und deine Welt sich präsentierst, dann sehe ich ja keinen Grund, dich zu beleidigen oder sowas. Also wenn du für Demokratie bist, wenn du für Meinungsfreiheit bist, dann ist das auch eigentlich die einzig richtige Herangehensweise. Also wenn du irgendwie einen anderen Diskurs ausschließen willst, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, dann zeigt das ja zweierlei. Also erstmal, dass du Demokratie, also zumindest grundlegende demokratische Werte ablehnst und dass du offensichtlich die schlechteren Argumente hast. Ich finde, es ist auch eine, also da habe ich eben vor unserem Gespräch so drüber nachgedacht. Ich habe ja manchmal auch mitbekommen, dass es so diese, na, wie heißt das, dass es irgendwie irgendwelche Formate gibt, wo es heißt, das ist irgendwie ein Schwurbelformat oder das sind irgendwie rechte Bühnen oder sowas. Aber wenn du Leuten einfach alle anderen Bühnen wegnimmst, also wenn du Leute, deren Job es zum Beispiel ist, Reden zu halten oder Teil des Jobs, wenn du die überall auslädst oder die deplatformst, dann ist das ja eigentlich, gibt es ja eigentlich nur zwei Optionen für die, dass die entweder damit aufhören, was sie tun, oder dass sie halt eben zu den Bühnen gehen, wo sie draufgelassen werden. Und wenn man dann sagt, warum sitzt denn Sarah Wagenknecht bei Bild TV oder warum sitzt denn irgendwer bei einem KenFM-Format oder so, dann liegt das vielleicht zum Teil auch daran, dass man die in den anderen Formaten regelmäßig schlecht behandelt oder ausgeladen hat und die dann, Gar nicht eingeladen hat. Also, ja. KenFM hatte ja auch teils richtig gute Experten, also die richtig viel Ahnung hat zu Gast, und die könnte man, also wirklich komplett unteradelige Leute, die könnte man in die Öffentlichkeit, die muss man in die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich einladen. Das wird dann einfach nicht gemacht. Da werden dann 10 Röttgens oder Merzes eingeladen, die wenig planen und viel Meinung haben, aber immer trotzdem narrativ stehen, und dann kommen halt keine vernünftigen Diskussionen zustande. Und da ist die Frage, inwieweit das gewollt ist und inwieweit das wirklich teils auf schlechten Journalismus zurückzuführen ist. Und dann wieder die Frage, inwieweit dieser gewollt ist. Also. Ja, oft ist es ja auch einfach sehr naiv. Man kann ja irgendwelche kleinen YouTuber oder so tatsächlich die Plattform, wenn man die massenhaft irgendwie meldet oder sowas. Aber Leute, die schon gut vernetzt sind und die jeder kennt oder die viele kennen, wie beispielsweise eine Sarah Wagenknecht, die wirst du nicht die Plattform bekommen. Selbst wenn du ihre eigenen Kanäle alle zumachst, die wird ja regelmäßig eingeladen. Und wenn man dann sagt, wir canceln alle ihre Einladungen bei ARD und Co., dann sitzt sie halt jede Folge bei Bild TV. Also, wenn ihr das wollt, dann gut. Ist, glaube ich, auch nicht die Also an cleverste den Idee, Leute, die sehr, sehr beliebt sind, aus den Parteien rauszuwerfen, selbst wenn man denen nicht zustimmt. Weil die wird ja jetzt nicht einfach sagen, oh, ich wurde rausgeworfen, naja, dann höre ich jetzt auf mit dem, was ich tue, sondern die wird sich was Neues suchen und dann ist sie vielleicht plötzlich dein Gegner. Und das kann man ja eigentlich nicht wollen, wenn man daran dann interessiert ist, irgendeine Art von Erfolg zu haben.
Ja, siehst du ja bei der AfD. Also die wird ja zu fast keiner Talkshow mehr eingeladen, aber deren Videos gehen jetzt auf TikTok viral. Am Also Anfang wurden sie ja andauernd eingeladen und auch. ja, aber jetzt nicht mehr. Ja, aber also der Schaden ist jetzt schon angerichtet. Als das Ding neu war, da hat man in jeder Talkshow über die berichtet und am Ende sich gewundert, dass sie irgendwie jeder kennt. Also hätte man die von Anfang an einfach totgeschwiegen, dann wären die vielleicht nie irgendwie über die 5% bekommen. Aber damals, als noch Lucke da war, da gab es irgendwie jede Folge Hart aber fair und Maischberger und Co. war immer, die ist jetzt diese neue Partei, ist die gefährlich oder nicht? Und dann am Ende wusste halt jeder, wer es ist. Ja, und damals war sie noch transatlantisch und neoliberal. Also heute neoliberal ist er immer noch, aber da dieser sozialpatriotische Flügel im Osten, muss man gucken, was da passiert. Aber neoliberal ist sie noch, aber transatlantisch ist sie nicht mehr. Ich habe das Gefühl, sie wird viel härter ausgeschlossen und angefeindet, seitdem sie nicht mehr transatlantisch ist. Ich glaube, das macht viel mehr aus als dieser Rechtsextremismus oder vermeintliche Rechtsextremismus, der dann Teilen der Partei herrscht. Okay, also, aber das ist jetzt einfach eine Annahme, ne? Das ist so deine Beobachtung, Das ja. ist eine Beobachtung, die ich, also warum wird Sahra Wagenknecht nicht so angefeindet? Nicht wegen ihrer Position zu Ausländern, nicht wegen irgendwelcher kulturellen Fragen. Sie wird vor allem angefeindet, weil sie der Friedensfrage Klarstellung bezogen hat. Also, und ich glaube, das ist auch bei der AfD ein Grund. Man sagt das nicht so offen, weil man dann noch klarer betonen würde, dass sie wirklich die einzige Partei ist, die hier eine wirklich andere Haltung hat als alle anderen sechs großen Parteien, die es gibt. Aber das ist so eine Beobachtung, die ich definitiv in den letzten Jahren gemacht habe. Also, hast du ja gerade gesagt, sie wurde damals unter Lucke, als sie noch so schön auf Westkurs war, wurde sie überall eingeladen Da und war das dann jetzt. im Grunde haben die damals geredet wie CDU und FDP nur ein bisschen radikaler. Ja, Ne? ja. Und da waren die dann noch irgendwie regelmäßig Thema. Und wenn man es einfach mal vergleicht mit anderen neuen Parteien, wie einer Piratenpartei oder so, da saß echt irgendwie einmal im Monat saß da vielleicht irgendein Gast bei irgendeiner Sendung. Da gab es dann zwei Leute, die halbwegs vernünftig waren, und hin und wieder lädt man irgendeinen Spinner ein, um dann zu zeigen, wie lächerlich die doch alle sind, aber. Die wurden nicht so viel besprochen und die haben dann auch nicht wirklich Erfolg gehabt. Aber wenn du andauernd über die redest, dann nehmen die Leute die größer wahr, als sie sind. Und dann denken die auch, oh, vielleicht haben die ja echt eine Chance. Und das war, glaube ich, auch ein Versagen der Medien, die eigentlich vorgegeben haben, die zu bekämpfen. Und wie gesagt, das siehst du mit diesen ganzen Shitstorms auch. Also, das ist eigentlich ein Gambling aus, du machst die entweder kom die Leute komplett kaputt oder du hilfst denen gewaltig nach oben. Also bei Gronkh hat man das gesehen, mit Hogwarts Legacy. Hast du es mitgekriegt? Ja, der hat da besonders viele Zuschauer bekommen, weil Ja, er so einen Shitstorm kassiert der hat hat. gesagt, er könnte ja eventuell das neue Harry Potter Spiel spielen und wurde angefeindet von wegen, der müsste jetzt die Plattform verlieren und der ist schlimm und der darf das auf keinen Fall machen und so weiter. Und er hat es nie gespielt, aber er hat kurz nachdem über ihn geredet wurde, plötzlich, ich glaube, 15.000 Zuschauer mehr gehabt als sonst. Nur weil darüber geredet wurde, ob er eventuell dieses böse Spiel spielt oder nicht. Aber in den Zahlen kannst du bei den Statistikseiten einfach sehen, dass alleine durch das Thema, wo er zwar der Böse ist, aber und fertig gemacht werden soll, dass er da dennoch stark von profitiert hat. Und hier auf Twitch, Proletopia oder bei YouTube Sinans Woche, seit so viel negativ über die geredet wird, gehen die Zahlen bei denen nach oben. Ja, bei Sinans Woche, der hat ja vorher ganz viel über, ja, Querdenker, also so, sich so tief hängende Früchte geholt. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Walkies so viel höher hängen, aber die sind wesentlich aggressiver und da, Ich fand das auch interessant. Ich habe mit ihm ja. drüber geredet und der hat gesagt, er hat zwei Jahre lang hat er über alle möglichen Querdenker jede Woche eine Sendung gemacht und die auch nicht gut bei wegkommen lassen. Und der hat halt Kommentare bekommen, was er für ein Schlafschaf ist und was er für ein Idiot ist. Aber diese Leute, die ihn jetzt beschimpfen und Gewalt androhen und versuchen, in sein Privatleben einzudringen und die ihm irgendwelche Drohanrufe machen, die kommen jetzt erst, seit er auch über Walkies meckert. Und das ist eigentlich interessant, wenn die das Narrativ sagen, die Querdenker sind so super gefährlich, wenn du einen Typen hast, der quasi beide Gruppen nacheinander angegriffen hat und sagt, bei den Walkies war es viel schlimmer, was die mit mir machen. Das sollte einem vielleicht zu denken geben. Ja, vor allem, da merkst du auch, welche Gruppe, also zu welcher Gruppe die Mächtigen in diesem Land gehören. Also welche Vorwürfe mehr treffen. In einem Land, in dem Rechtspopulisten an der Macht wären, da wäre dieser Vorwurf, der rechtspopulistische YouTuber Sinan Kurtulus, da wäre der nicht schlimm. Dieser, also der, was ein Hater immer schreibt, dieser eine, also Ja, zeigt er ja auf Waldi. seinen zwei Kanälen immer. Ja. Und der wäre in einem Land, wo Ey, das ist Rechtspopulisten auch so regieren, geil. Der hat der neulich. überhaupt nicht schlimm.
Der Der ist hat. aber in einem Land, in dem Wokies regieren, total schlimm, das wollte ich noch sagen. Ja, neulich hat Sinan ein Video gegen die AfD gemacht und dieser Waldi hat es gepostet und hat geschrieben, der Rechtspopulist Sinan kämpft gegen die AfD. Und ich warte, was? Ja. Ja, es ist einfach, ich weiß nicht, bei manchen von diesen Leuten bin ich mir nicht sicher, ob sie das mit Absicht machen, ob sie mit ihren anonymen Accounts eine Art False Flag Aktion machen oder ob die einfach in Therapie gehören, ob die halt wirklich einfach eine Macke haben. Ja, also dieses Heckenschützenverhalten, das sehen wir nicht mehr auf Twitter, das sehen wir noch, was noch gefährlicher ist in der Wikipedia sogar schon, dass sich da so bestimmte Leute, also einfach schlecht über andere Leute fragen. Also es gibt einen Fall von einem linken Politiker, der seine Parteigenossen dort versucht hat zu diskreditieren. Also da gibt es so einen Kanal, der heißt Neues aus Wiki, Geschichten aus Wikihausen und da wird das also wirklich kleinteilig nachgezeichnet, was da passiert ist. Ich glaube, das ist in den ersten Folgen, da muss man auch neueste Video, älteste Videos gehen. Das, also da ist es wirklich gruselig, wie man so ein vermeintliches Lexikon Das Blöde ist, bei manipulieren Wikipedia kann. über aktuell agierende Personen der Zeitgeschichte kann man sich da nicht so toll informieren, leider. Du kannst Nee. da über irgendwelche vergangenen Ereignisse, kannst du da vielleicht was lesen oder wenn du irgendwie Auch nicht was. unbedingt. Auch nicht Ja, gut, unbedingt. es kommt aufs Thema an, aber vielleicht kannst du was über irgendwelche nicht so kontroversen Themen, kannst du vielleicht was erfahren. Du kannst dir da irgendwie, keine Ahnung, einen Artikel über irgendeine Pflanze angucken oder über irgendeine Maschine oder sowas. Aber sobald es irgendwie um umstrittene Personen ge geht, weißt du halt, da sind solche Edit Wars drin und das, ja, ist nicht unbedingt die beste Quelle. Wobei auf Wikipedia selten dreist gelogen wird. Also das musst du sagen. Also du kannst dir sogar Ja, über aber du umstrittene kannst. Ereignisse, also ja, du musst immer einblenden, da ist ein bestimmtes Framing, da werden bestimmte Interessen vertreten, das ist aus einer bestimmten Perspektive. Aber wenn du dieses Framing ausblendest, und das kann ich, glaube ich, ziemlich gut, dann kannst du trotzdem neutral herausfiltern, was da eigentlich faktisch steht. Aber Also das kommt ich immer kann noch dich ja dran. auch schlecht darstellen, ohne direkt mir komplett was auszudenken, indem Wie ich gesagt, einfach das Framing einzelne musst du Sätze von dir ausdenken, rausnehme und ausblenden. Das ja. musst du ausblenden. Aber Also also ich du musst könnte dir aus dessen unserem bewusst sein Gespräch erstmal. heute könnte ich garantiert auch irgendwie 5 Minuten rausnehmen, um dich da wirklich schlecht darzustellen. Und dann dürfte ich wahrscheinlich beim Dich auch. Y-Kollektiv anfangen, aber eine schöne Grüße. Ne, aber wenn ich jetzt aus den 3,5 Stunden, die wir geredet haben, immer nur so einzelne Sätze rausnehme, um den Kontext wegzulassen, dann könnte ich wahrscheinlich irgendwie sagen, boah, der hat das gesagt und er hat das gesagt und ne, könnte sagen, was für ein schlimmer Typ. Ist halt ziemlich Allein schäbig, schon, das zu machen, aber es ginge, ne? Also möglich wäre es ja. dass ich gerade den Kanal Neues aus Wikihausen empfohlen habe. Das ist ein Kanal, der ist unter Wikipedianern super unbeliebt. Da würde dann stehen, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, empfahl den ideologischen YouTube-Kanal, Ja. Neues aus Wikihausen, oder Geschichten aus Wikihausen heißt der, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Ja. Chat weiß wahrscheinlich mehr. Also, ich habe heute so viel Material empfohlen, das ist richtig schlimm. Ich habe es ja auch am Aber eigenen Leib erfahren. Ich wurde ja mal von ARD geradet und als ich dann, und da wurde schon während das passiert ist, also hier auf Twitch, die haben ihre Zuschauer rübergeschickt, während das passiert ist, wurde schon von einem anonymen Account, den ich auch kenne, den ich hier nicht unbedingt namentlich erwähnen muss, wurde denen gesteckt, dass ich ja ein übler Typ wäre, wo dann. Ohne jegliche Beweise oder Aufzeichnung oder irgendwas einfach Sachen über mich behauptet wurden, wo ich denke, okay, ich weiß, wie der drauf gekommen ist, aber es ist schon sehr dreist zusammenkonstruiert und aus dem Kontext gerissen. Und die haben dann halt die sind irgendwie darauf gesagt. eingegangen. Die Die sind darauf eingegangen. ARD hat gesagt, ah, okay, Entschuldigung, dann machen wir das nicht nochmal. Du kennst den Vorwurf Es ist wahrscheinlich, ne? unfassbar. Also, die gehen auf irgendwelche anonymen Twitter-Hetzer ein. Da merkst du, wie verloren dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Dass es keine neutrale Instanz ist. Nee, Ich meine, überhaupt die können nicht. ja aus diesem anonymen Hetz-Account ein bisschen runterscrollen, dann sehen die, was für ein Account das ist. Die wissen genau, was das Ja, ist. oder Also, man könnte halt da einfach sitzt mal nicht irgendein fragen, Praktikant, der nicht weiß, was das ist. man könnte ja einfach mal Das ist fragen, was ist denn die Quelle für deine Anschuldigung? Und wenn der dann gesagt hätte, hier ist der Kontext, dann hätten die vielleicht gesagt, okay, das ist deine Meinung, die andere Meinung ist so. Aber die haben ja direkt aus einer Anschuldigung quasi ein Urteil gemacht und haben gesagt, na, wenn du das sagst, dann stimmt das. Und das ist ja komplett bescheuert. Ja, die haben dich wahrscheinlich für so einen mittigen Streamer gehalten und gedacht, ach, passt schon. Und ja, dann haben sie gemerkt, auch der Account gehört zu unserem Lager, also ist doch ein Böser. Na, also der Vorwurf war ja, ich hatte im Stream, wurde ich auf ein Video aufmerksam gemacht, wo Leute bei einem CSD interviewt werden.
Und da haben Leute sowas gesagt wie, ach übrigens, ich bin 17 und ich bin eine Frau, aber ich bin auch ein Fuchs und der Fuchs ist 4 Monate alt. Und als ich gesagt habe, dass das albern ist, wurde gesagt, der verhöhnt queere Jugendliche. Aber ich habe niemanden verhöhnt, weil er queer ist, sondern ich habe gesagt, ey, bist wahrscheinlich kein Fuchs, also sorry, aber ne, Du bist und das war dann, transfeindlich, also ja, das war böse. dann transfeindlich und queerfeindlich und so weiter, wenn man einfach nur sagt, ich glaube halt nicht, dass Menschen Füchse sind, also sorry. Und weiß nicht, es wurde noch, haben glaube ich noch irgendwelche Minderjährigen gesagt, dass sie asexuell sind und im Chat wurde dann sowas gesagt wie, ja, ihr seid halt 11, also habt ihr schon mal gebumst, ihr wisst das gar nicht. Und dann wurde gesagt, das sind pädosexuelle Kommentare, weil es wird über das Sexleben von Kindern spekuliert. Und also ich kenne halt persönlich auch durch jüngere Leute im Umfeld, kleine Geschwister von Freunden und so irgendwelche 15-Jährigen, die sagen, Jungs sind eklig, ich bin asexuell. Und 2 Jahre später haben die einen Freund und merken es doch ganz nett. Ne? Und dass man dann einfach denkt, ja, okay, ihr seid noch vor Anfang der Pubertät oder davor oder so. Vielleicht habt ihr euch einfach noch nicht gefunden. So. Wenn mir irgendwie ein 14-Jähriger was erzählt, dann betrachte ich das schon so ein bisschen noch durch diese Linse, dass ich denke, naja, wer weiß, ne? Mal gucken. Weil ich ja selber weiß, wie ich und meine Mitschüler in dem Alter gewesen sind, dass wir ständig meinten, wir sind irgendwas und das ist garantiert keine Phase, aber ein bisschen später war es dann doch eine. Also deswegen einfach ein bisschen mit Vorsicht genießen, ne? Schon ernst nehmen, aber denken, naja, gut, wer weiß, vielleicht. Ja, aber merkst du, also das hat mich wirklich, das hatte ich mitbekommen mit diesem Account, da hat mich wirklich so ein bisschen schockiert, weil die bei AG genau wissen, zu wissen scheinen, dieser Account, das ist unser Team. Da müssen wir jetzt drauf hören. Das ist das Bescheuerte, dass man eigentlich denkt, dass irgendwelche Spinner im Internet was erzählen. Daran habe ich mich gewöhnt. Wenn du dir bei Facebook oder so früher irgendwelche Gruppen angeguckt hast, da haben auch immer ein paar Vollidioten reingeschrieben. Aber dass diese Leute so ernst genommen werden, ist halt das Schockierende. Dass Instanzen, die eine Kulturelle Machtposition Hegemonie. haben, dass die einfach sowas als Quelle akzeptieren. Weil wenn die jetzt irgendwie, hätte KenFM das geschrieben, hätten die den garantiert nicht als Quelle wahrgenommen. Da hätten die gesagt, nee, der Typ geht nicht. Den zählen Ich wir sag's nicht. Also. ja, die Wokies haben kulturelle Hegemonie. Die können das machen. Und wenn wir eine rechtspopulistische Regierung hätten, dann wäre das in die andere Richtung, also wenn das genauso schlimm wäre wie unter den Wokies, dann wäre das in die andere Richtung vielleicht genauso. Deswegen hoffe ich ja, dass auch dieser ja aktuellen Woke-Neoliberalismus, die wir haben, jetzt nicht irgend so nationaler Neoliberalismus folgt, sondern dass da was Vernünftiges drauf ist. Also dass da wieder so eine Zeit folgt, die so ähnlich ist wie die Bundesrepublik der 70er, 80er Jahre. Na gut, aber da Also waren wir ja auch beide nicht dabei. Also du kennst die ja auch nur aus Geschichte. ja, auch da gab es Berufsverbote etc. Aber der Diskurs, das sagen eigentlich alle, die man da, wo man was dazu liest, dass der war wesentlich offener. Aber wer weiß, ob Also die das vielleicht auch nicht irgendwie nostalgisch falsch erinnern oder sowas, so wie wir vielleicht die 90er als netter wahrnehmen, als sie gewesen sind oder sowas. Weiß man ja nicht. Also du kennst ja jetzt das eigentlich, du warst ja nicht bei, du ja, kennst die ja das, materiellen was sie Bedingungen waren erklären wollen. andere. Also ich glaube, das hängt mit den materiellen Bedingungen zusammen. Also eine Gesellschaft, die der untersten Lohngruppen über 30 Jahre hinweg keinen nennenswerten Reallohnzuwachs gönnt, also geben kann, die sorgt halt dafür, dass die sich immer mehr vom gesamten Parteiensystem, wenn sie merken, dass das sie nicht vertritt, dass die sich immer mehr davon entfremden. Und irgendwann neigt man dann dazu, autoritärer zu werden. Das hat, wie in Russland, das hat was mit den materiellen Zuständen zu tun. In Russland wäre der Aufbau dieses autoritären Systems Glaube ich nicht auch, möglich ja. gewesen ohne die Schocktherapie. Ich Und bei glaube uns auch, würden dass, sie diesen. wenn sich immer beschwert wird, dass die AfD im Osten mehr Erfolg hat als im Westen, du kannst gleichzeitig auch gucken, dass im Osten sehr viel mehr Armut herrscht und auch sehr viel mehr Leute sind, die sich zurückgelassen fühlen. Die sich als Deutsche zweiter Klasse fühlen, die denken, die BRD hat uns einfach geschluckt und nimmt uns nicht ernst. Und die kannst du viel leichter einfach dagegen aufbringen, dass du sagst, die Regierung ist scheiße, wir kämpfen jetzt gegen die. Weil die fühlen sich ja wirklich schlecht. Also wenn die da schlechtere Löhne haben und die haben da vielleicht kulturell auch schlechtere Angebote oder weniger und die merken irgendwie, ihre Firmen wurden von größeren Firmen aus dem Westen einfach gekauft oder sowas, da ist dann natürlich irgendwie so ein Hass auf den Westen, wo es dann auch Leute trifft, die das nicht verursacht haben. Also wir beide sind ja jetzt zum Beispiel nicht daran schuld, wenn im Osten irgendwie ein Wessi Scheiße gebaut hat, weil, ne, uns gab es Richtet ja sich zur ja nicht Mauerfall gegen alle noch im gar nicht. Westen. Ja, aber dass Also da es richtet generell sich so schon eine. gegen die Re Regierung, gegen die Ja, von Regierung manchen, aber hauptsächlich. ich meine, von manchen schon. Von manchen gibt es wahrscheinlich auch generell, dass man die Wessis oder so, dass sich das irgendwie eingebrannt hat. Aber das kommt halt nicht von ungefähr. Das ist jetzt nicht einfach zufällig. Und dass da, wo es den Leuten am schlechtesten geht,
du die Leute am ehesten mobilisieren kannst, mit jemandem, der sagt, wir setzen da so einen autoritären Typen hin und der sortiert dann mal aus. Das ist eigentlich kein Zufall, ne? Das sieht man immer wieder. Deswegen eigentlich muss man Armut bekämpfen und kulturell und bildungstechnisch den Leuten Angebote schaffen, statt denen einfach In nur zu sagen, Deutschland. ihr habt jetzt halt die Klappe zu halten, ihr geht jetzt arbeiten und ihr kriegt nichts dafür. Dann musst du dich nicht wundern, wenn die irgendwann ausrasten. Innerhalb Deutschlands endlich für wirtschaftliche Konvergenz sorgen. Also die gleichen sozialen Rechte haben sie ja wie die im Westen, also im Großen und Ganzen. Aber der Osten ist halt wesentlich strukturschwächer und wesentlich ärmer. Da muss man endlich Vollbeschäftigung herstellen. Da muss man dafür sorgen, dass die Löhne und alles andere, dass das endlich auf Westniveau aufschließt. Und wenn private Unternehmen das nicht schaffen, also dann braucht man eine vernünftige Strukturpolitik. Die hätte es nicht gebraucht, wenn man die Ostbetriebe nicht so verramscht hätte. Also man hat die Verstaatlichung ja auch so Schocktherapie, die Privatisierung auch so schocktherapiemäßig ablaufen lassen. Man hat die DDR sofort in die BRD aufgenommen. Mit viel zu starken Währung, also schlechte monetäre Bedingungen und dann noch eine überlegene Konkurrenz gegen die Industrie bisher nicht konkurrieren musste. Die töten jede Industrie, und zwar egal, ob sie staatlich oder privat gelenkt ist. Ist ja Die mit der Industrie EU muss so erstmal geschützt ähnlich. werden. Ne? Wenn du so ein Die muss armes Land geschützt werden, ja. in die EU aufnimmst, dann sagen auch einige direkt, oh, die Grenzen sind auf und man kann viel leichter umziehen und dann ziehen die direkt alle um und die Ja, ganzen ja. qualifizierten Leute hauen alle ab, wenn die ein tolles Angebot aus einem anderen EU-Land bekommen. Ne? Das ist ein riesengroßes Problem innerhalb der EU. Also jetzt nicht für die Länder, wo die Leute hinziehen. Also wir in Ja. Deutschland, also bei uns wurde der demografische Wandel dadurch sogar abgemildert, und der wird wahrscheinlich weiter abgemildert werden. Also wenn die Ukraine sich jetzt Richtung Westen, also es ist nur unklar, inwieweit sie das macht, aber selbst wenn sie es nicht macht, dürften auch da viele Leute dann weiter Richtung Westen abhauen, und dann haben wir hier weiterhin sehr hohe Migration hierher. Also in Rumänien, Bulgarien haben wir eine riesige Abwanderung. Auch aus dem Baltikum haben wir eine riesige Abwanderung. Das ist absolut nicht nachhaltig für die dortigen Länder. Das ist eine Folge dieser großen wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die diese Schocktherapie eben erzeugt hat. Ja, aber wir haben jetzt trotzdem, wir haben 3 Stunden und eine Dreiviertelstunde, wahnsinnig lang, also länger als viele andere Folgen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du nochmal wiederkommst und wir das dann einfach demnächst irgendwann weiterführen, das Gespräch. Es hat mich sehr Gerne, gefreut, dass du gerne. da warst. Ich verlinke diesen guten Mann hier unten, falls ihr bei YouTube zuguckt und noch dran seid. Könnt ihr abonnieren, reingucken. Dumm, eigentlich hätte man am Anfang sagen müssen, aber Agitator der sozialen Marktwirtschaft könnt ihr ja einfach googeln. Ist ein bisschen langer Name, aber ihr kriegt das schon hin, wenn ihr jetzt gerade bei Twitch unterwegs seid. Ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wir reden gerne nochmal. Jo, Hast du noch dann. irgendwelche abschließenden Worte? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, seid rational, schaut auf eure Interessen und schaut nicht darüber, auf was irgendwer erzählt, was ihr für Werte eintreten müsst oder für was auch nicht, sondern ja, macht euch ein bisschen frei von Moral. Das ist so ziemlich das, was ich euch sagen kann. Ist ein gutes Erst Schlusswort. Vielleicht ein bisschen Gelassenheit, ne? Dass man, auch wenn einer was Ja, Kontroverses gelassen, das sagt, ist dass ein man nicht besseres so sauer Wort. wird. Das klang gerade so ein bisschen zynisch, was ich gesagt habe. Das klingt besser. Gut. Tschüss. So, dann ciao.